Hallo und moin moin, herzlich willkommen zurück zum Tag 2 des Trackmania World Cups 2022. Ich bin heute wieder zusammen mit Felix, für euch der offizielle Cast für unseren Fahrer Big Clan Massa. Guckt euch den geilen Gamer hier an. Oh, den werden wir wieder für euch casten. Wir haben gestern schon 4,5 Stunden den ersten Tag der Group Stage für euch gecastet. Alle Fahrer sind in 4 verschiedenen Gruppen gegeneinander angetreten. Heute haben wir dasselbe Format nochmal. Es fahren alle Fahrer 4 Gruppen. Es werden 4er Gruppen gespielt. Einmal noch, um euch das Format hier zu zeigen. Das habt ihr einmal hier. Und zwar Gruppenphase gestern am Freitag und heute am Samstag sieht so aus, dass die Fahrer um ein Punktelimit von 120 Punkten fahren. Es gibt 10 verschiedene Maps im Map-Pool. Die seht ihr hier. Jeder Fahrer in einer Gruppe bannt nach Seeding eine Map und kann danach eine Map picken. Und die 5. Map, die dann noch gefahren wird, wird per Zufall entschieden. Wenn du schaffst, die 120 Punkte im Cup-Mode zu erreichen, musst du noch eine weitere Runde gewinnen, um die Gruppe abzuschließen. Die Punkteverteilung nach Platzierung im Ziel sieht so aus, dass du 10 Punkte für den ersten Platz, 6 für den zweiten, 4 für den dritten und 3 für den vierten Platz bekommst. Und jede Map wird 4 Runden gefahren, bevor es in die nächste Map übergeht. Am Ende ergibt sich dann so ein Ranking in jeder Gruppe. Derjenige, der die Gruppe als erster abschließt, bedeutet zuerst die 120 Punkte plus einen Sieg. Er spielt hat, bekommt 4 Punkte fürs Overall Standing, der Zweitplatzierte bekommt 3 Punkte, der Drittplatzierte 2 Punkte und der Viertplatzierte 1 Punkt. Das haben wir gestern 4,5 Stunden lang gemacht und sind zu diesem Ergebnis gekommen. Und da seht ihr, dass Karl Junior gestern jede einzelne Gruppe für sich entscheiden konnte. Er hat 4x4 Punkte geholt, ist auf dem ersten Rang mit 16 Punkten. Peck teilt sich den zweiten Platz zusammen mit Maim, die haben jeweils 15 Punkte gesammelt. Auf Platz 4 die erste deutsche Flagge, Granati mit 12 Punkten und direkt dahinter Massa, punktgleich mit Otek und Tween auf dem 5. Rang. Und ihr könnt hier etwas beobachten, was wir in der Trackmania-Welt lange nicht gesehen haben. Und zwar, die Franzosen kacken nach dem ersten Tag komplett ab. 6 oder sind es 5? 5 der 6 oder 7 Franzosen hier im Lineup sind in der unteren Hälfte und wären Stand jetzt raus, denn nur 8 der hier 16 gezeigten Fahrer qualifizieren sich für die Playoffs am morgigen Tag. Und die müssen heute wieder nach einem Reseeding in 4 verschiedenen Gruppen gegeneinander antreten. Es wird wieder sehr, sehr spannend. Die Ausgangssituation für Granadi und Massa ist gut. Für Granadi aber ein bisschen besser, weil Granadi durch das Seeding deutlich leichtere Matches heute haben wird als Massa. Und da schauen wir jetzt einmal rein. Und zwar muss Massa im ersten Match gleich direkt, in wenigen Minuten geht es ja los, gegen Karl Junior ran, der im Moment amtierender World Cup Champion ist. Der hat letztes Jahr gewonnen. Gegen Mudda, der die Trackmania Grand League Regular Season und das Regular Season Final gewonnen hat. Und Gwen, eines der krassesten Trackmania Talente aller Zeiten, 15 Jahre alt, der aber nicht trainiert hat für dieses Event. Also sollte Massa hier schon mal mindestens 2 Punkte aus dieser Gruppe rausholen. Und dann sehen wir in Match 4 zum Beispiel Granadi gegen Affi, Binks und Papu, die deutlich schlechter im Moment im Overall Standing dastehen als er. Also hat Granadi da auf jeden Fall schon mal eine gute Chance, Match 4 für sich zu gewinnen oder den zweiten Platz zu machen. Im nächsten Match spielt Massa dann gegen einen weiteren Topfahrer, und zwar ist das der gute Peck, aber auch gegen Binks und Miquatro. Da sollte eventuell ein Gruppensieg möglich sein, hat Massa ja gestern auch schon fast in der Gruppe gegen Peck geschafft. Und da muss Granadi in eine Gruppe mit Aurel, Twin und Gwen, die auch machbar ist. Granadi derzeit vor Aurel, Twin und Gwen, wenn mich nicht alles täuscht. Im dritten Match sehen wir Massa dann in einer weiteren ekelhaften Gruppe zusammen mit Maim, der nach Punkten auch vor ihm ist. Maim hat 15 von 16 möglichen Punkten, außerdem gegen Aurel und Papu. Dann hat Granadi aber seine erste richtige Monstergruppe gegen Mudda, gegen den Massa da ja auch schon fahren musste, Otek und Miquatro. Aber auch da ist ein zweiter Platz auf jeden Fall für Granadi drin. Und dann das letzte Match, was wir heute sehen werden, nachdem sich entscheidet, wer weiterkommt oder nicht. Da sehen wir, wie gestern auch schon, Massa und Granadi in einer Gruppe im vierten Match, genau wie gestern, also zum Abschluss nochmal beide im gleichen Line-Up sehen können, zusammen mit Bren und Kappa. Das wird ganz spannend. Am Ende, wie gesagt, kommen die Top 8 Fahrer in dieser Tabelle weiter und die sehen wir dann morgen auch nochmal in den Playoffs. Ihr seht, da trennen gerade nicht viele Punkte Massa und Granadi vom 9. Platz, wo gerade ja, Affi und Mudda im Grunde stehen. Massa ist nur 1 Punkt davor, Granadi 2 Punkte davor, also da kann noch alles passieren.
Massa direkt ein sehr, sehr schweres Match. Da hofft man natürlich, dass er da irgendwie den zweiten Platz mitnehmen kann. Granati im ersten Match auf jeden Fall nochmal die Chance auf die 4 Punkte. Und das werden wir heute wieder für euch casten, Felix und ich. Ich warte gerade noch, dass er mir seine Kamera schickt. Das hat er jetzt gerade gemacht. Dann haben wir heute auch wieder die schöne Duo-Camp für euch, wo ihr uns beide sehen könnt. Ich versuche das mal gerade kurz zu machen. Zack. Was hat Felix mir hier geschickt? Ich glaube, der Link ist falsch. Test mal eben. Okay. So, Felix nimmt gerade Platz, sehe ich schon. Aber wir warten trotzdem noch mal kurz auf ihn. Er wird gleich auch eintrudeln. Genau, Format haben wir euch gestern schon erklärt. Auf euch warten heute wieder gute 4-4,5 Stunden spannender Trackmania-Content. Bin sehr gespannt, welche Maps wir heute sehen werden. Wir haben gestern noch eine ganz interessante Grafik von Tona von Nadeo bekommen, die ich euch hier einmal kurz einblenden kann. Und zwar kann man da sehen, welcher Fahrer welche Maps immer gebannt hat. Ich mache das mal eben für euch auf, dann kann ich euch das zeigen. Weil wir ja gestern zum Beispiel gar nicht Red Landing gesehen haben, wo wir schon überlegt haben, hat Massa die immer gebannt. Das ist die Tabelle, die wir hier bekommen haben. Da sehen wir zur einen Seite hier oben in Rot die Bans und unten in Grün die Picks. Da sehen wir zum Beispiel, dass Mime in allen 4 Matches Bolt Holes gebannt hat. Massa hat einmal Quicksand gebannt und 3-mal Red Landing. Da hatte er vorher schon gesagt, er ist derjenige, der immer Red Landing bannen wird. Und die Picks von Massa waren immer Slalom, ganz wilde Picks bei Massa, einmal Slalom, einmal Bobsack, 2-mal New School. Granati hingegen scheint kein Fan zu sein von... Hä? Granati? In die Granati-Viewers hier oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, Granati durfte scheinbar weder picken noch bannen. Kann ich euch jetzt nicht sagen, wie das zustande kommt, werde ich gleich nochmal anmerken. Granati durfte einfach, hat kein Recht. Als Wheelfahrer hast du scheinbar kein Recht zu picken oder zu bannen. Aber ich kann euch schon mal sagen, welche Map gleich gefahren wird. Und zwar hat Massa im ersten Match, was wir jetzt sehen werden, Quicksand gebannt, Outtack hat Tiny Gap gebannt, Tween hat New School gebannt, Affi hat Red Landing gebannt. Moment, das stimmt alles vorne und hinten nicht. Gwen Mutter, sorry. Also, Gwen hat Slalom gebannt. Mutter hat Poolside gebannt, Massa hat Quicksand gebannt, Carl Junior hat Bolt gebannt. Und die Picks sind Carl Junior mit dem besseren Seed, New School wird gespielt, da war Massa bislang nicht so stark drauf. Massa hat sich dann für die absolute Lotto-Identity entschieden, und zwar Forest Climbing. Mutter pickt Tiny Gap, Gwen pickt Hard und die Random Map, die danach nach dem 50-50-System entschieden wurde, ist Bobsack. Also auf dem Papier, Forest, ja, ich weiß nicht, ob das beste Map-Line-Up für Massa ist. Tiny Gap war ja auch nicht immer so super stark. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer direkt im ersten Game. Wir werden sehen, ob er das handeln kann. Mittlerweile trudeln die Fahrer hier auch schon langsam auf dem Server ein. Und da sehen wir den amtierenden World Cup Champion Carl Junior, der sich hier schon langsam einfahren kann. Ich habe sehr große Angst, dass das heute knapp nicht reichen könnte für Massa. Am geilsten wäre es natürlich, wenn wir Massa und Granati im Final sehen. Nochmal dazu Erklärung. Die Top 8 Fahrer, die sich heute für die Playoffs morgen qualifizieren, kommen morgen jeweils in ein Semifinal. Das heißt, wir haben 2 weitere Gruppen. Einmal 4 Fahrer und ein zweites Mal 4 Fahrer. Und die Top 2 aus jeder Gruppe sind dann die verbleibenden 4 Fahrer, die dann im großen Finale gegeneinander antreten werden. Es geht hier um 20.000 Euro, aufgeteilt auf alle Fahrer. Ursprünglich war es immer nur so, dass die Top 4 Fahrer nur Geld bekommen. Jetzt ist es aber auch so, dass die Plätze 5 bis 16 auch Geld bekommen. Im Detail, Platz 13 bis 16 kriegen immerhin noch 200 Euro, womit man sich vielleicht gerade so eine Hotelübernachtung
sichern konnte. Platz 9 bis 12 300 Euro, Platz 5 bis 8 500 Euro und Lecker wird so langsam ab Platz 4. 1500 Euro für denjenigen, 2500 Euro für den dritten Platz, 4000 Euro für den zweiten Platz und leckere 8000 Euro für den ersten Platz. So sieht's aus. Das werden wir heute wieder für euch übertragen. Felix ist jetzt auch im Voice. Ja, geht. Da. Ekelhaftes erstes Match, ey. Ja, und Map-Picks sind auch ganz, ganz wild. Haben die irgendwie Granadi vergessen in der Übersicht? Ja. Was ist das? Mir auch erst gar nicht aufgefallen. Ich habe gerade nochmal auf dem Discord nachgefragt. So, ich zeige uns auch nochmal gerade im Stream. Da sind wir beiden wieder. Ja, jetzt schön im Massa-Jersey. Bin durchgeschwitzt, aber trotzdem nochmal rein. Ja, meins hat auch schon ein bisschen gestunken nach dem Tag gestern. Aber wir sind natürlich wieder am Start. Wir sind präsent. Morgen wird es auch getragen, ohne Duschen, ohne Waschen. Und schauen wir mal. Ich habe ein bisschen Angst vor dem ersten Match. Wenn Massa hier einen zweiten nehmen kann, wäre es der absolute Monsterbanger. Auf dem Papier wäre er hier Dritte. Erstes Game und Salami-Karl direkt. Das ist ekelhaft. Wird genauso weitermachen wie gestern, bin ich mir eigentlich sicher. Ja, also Karl nach dem ersten Tag absoluter Top-Favorit. Der hat so viele Runden oder Gruppen mit teils 30, 40 Punkten Vorsprung entscheiden können. Hier seht ihr das ganze Teilnehmerfeld nochmal. Massa unten rechts in der Ecke versteckt er sich, kommt vielleicht nochmal hinten raus. Ah ja, Granadi hat gepostet hier Early Birds, die saßen vor 3 Stunden schon da, Massa und er, und haben schon trainiert. Massa hatte auf jeden Fall gestern noch gesagt, am Ende war er doch ganz zufrieden mit dem Tag, aber er konnte sich lange nicht an das Setup gewöhnen. Ist natürlich ja eine andere Situation, die sitzen da in einem Raum mit vielen anderen Fahrern, du hast einen Stuhl, der nicht deiner ist, die Tischhöhe ist vielleicht anders. Dann weiß ich noch Insider-Infos, wo sich auch ein paar der Fahrer beschwert hatten. Die haben dort keine 240 Hertz Monitore, sondern, was war es, 140 Hertz, 144 Hertz Monitore? 44, genau. Ja. Wo es auch schon Diskussionen unter den Fahrern gab, wo Leute gesagt haben, hör, ich daddel zu Hause auf 60 Hertz, geht klar. Und andere haben gesagt, ja, aber wenn du 240 Hertz gewohnt bist, ist das, fühlt sich das laggy an und so. Ja, aber aus irgendwelchen Gründen konnte man keine 240 Hertz Monitore stellen. Was vielleicht eine der Sachen war, die Massa meinte, dass er da Probleme hatte, aber es hat ja am Ende dann doch noch ganz gut geklappt am Ende. Das ist so ein Quatsch, wirklich. Das ist einfach nur Quatsch. So, eigentlich dürfen wir noch nicht live sein. Weiß nicht, ob das jetzt schon live war. Eigentlich soll es ja erst um 15 Uhr losgehen. Glaubst du, wir sind live? Doch, die haben schon GLHF geschrieben. Also ich denke schon, das war die erste echte Runde, ja. Okay, dann fangen sie einfach 2 Minuten vorher an. Ich hoffe, die anderen Streams sind überhaupt ready. In anderen Gruppen ist noch Warm-up, aber wir fangen 2 Minuten vorher an. Massa mit dem dritten Platz. Karl hat natürlich gewonnen. War eine stabile Zeit wieder. Ah, Massa ist geklippt. Und der nächste Clip. Oh, hä? Doppelclip. Lol. Wenn er da jetzt eingeholt, aber er macht jetzt einfach noch einen Fehler. Also. Ah, die Runde muss er abhaken. Ich hoffe, er ist jetzt nicht komplett tilt dann nach dem Match. Vielleicht kommt er nochmal. Also wenn er hier 2 Punkte mitnimmt, ist okay. Also Gwen muss er schlagen, weil Gwen hat halt einfach nicht trainiert. Aber gegen Karl und Mutter kann es halt mal verlieren. Es darf ihn halt einfach nicht tilten. Ja. Die Maps, die wir jetzt gerade sehen, und also auch die kommenden Maps, sind auch nicht die besten für Massa, würde ich sagen. Also wir sehen kein Slalom. Dafür sehen wir Forest Climbing, die Massa sogar gepickt hat, mit der Lost Identity. Dritter Online-Weltrekord im Match, wieder sinnlos. 1, 2, 5, 3, ey. Der hört nicht auf, hört einfach nicht auf. Selbst wenn du da konstant fährst, das schaffst du zeitlich halt nicht. Vom Pace her hast du da keine Chance gegen diesen Spieler. Der frisst dich einfach auf. Das ist so irre, ey. Ich hätte so gerne eine Übersicht von allen Fahrern, wie viele Stunden Prack die reingesteckt haben. Ja. Oh, Massa mit dem nächsten Fehler. Ich glaube, es geht so um zum Teufel hier heute. Das Ding ist halt in der Gruppe, man sieht es ja, die Zeiten, die Karl da reindrückt, da musst du halt, fährst halt auf Weltrekord. Und auf Weltrekord fahren heißt halt auch des Todes riskieren. Weil die sind alle scheiße schnell. Wenn Gwen trainiert ist, oder Gwen ist halt auch einer der schnellsten Fahrer in ganz Trackmania. Du musst halt trainieren. Da werden auf jeden Fall in der Gruppe ein paar mehr Fehler passieren als gestern wahrscheinlich. Und man muss hoffen, dass Massa da nicht wegtiltet. Wenigstens jetzt so in der etwas besseren Gruppe schlecht, als in Gruppen, die er eigentlich so gewinnen müsste oder oben mitfahren müsste.
Frage ist, ist das gut, dass er direkt die Monstergruppe am Anfang hat? Ist er dann froh, dass er die hinter sich hat? Oder wäre es besser gewesen, wenn die erst am Ende kommt, wenn er sich vorher vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen erarbeiten konnte? Das ist wieder eine mittlere 1,05. Das ist vollkommen irre. Oh ne, er crasht. Ja, guck das mal, er macht, ist jetzt angeeckt und... Ja, aber anecken ist auf Eis egal. Da verlierst du nichts mit. Der... Ne, ist zweiter Weltrekord. Das ist völlig irre. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, es ist aber knapp nicht. Einfach nacheinander. 30 von 30 Punkten, der ist doch völlig wahnsinnig. Einmal irgendwie davor war es irgendwie der vierte und jetzt war es der zweite. Das ist so krank, ey. Einfach so. Der fährt das, was andere Fahrer hier als PB haben, konstant. Und Massa wieder mit dem nächsten Fehler. Shit. Okay, die muss er abhaken, die Map. Das war gar nichts. Okay, auch weil gerade nochmal die Frage im Chat kam, keine Player-Camps? Nein, das haben wir ja gestern schon gesagt. Die Player-Camps kriegen wir erst zum Final, also morgen, wenn das Ganze auf der Stage stattfindet. Jetzt fahren die ja noch immer in dem Backroom. Und da gibt's keine Player-Camps für. Das kriegen wir morgen erst in Clean Feed. Sind ja nach wie vor in der Gruppenphase. Wenn jetzt Karl wirklich mit einem 40er-Burger rausgeht, ist ja eigentlich auch noch nicht so viel passiert. Kann er jetzt vielleicht irgendwie in der nächsten Map wieder reinkommen? Mal gucken, ey. Das Kranke ist bei Karl, du guckst ihm so zu und du denkst bei keiner Kurve, oh, das war aber knapp an der Bande oder so. Der hat halt so krasse Linien, die halt ultra schnell sind, aber zeitgleich auch safe. Das ist nie einer wie bei Massa, wo du denkst, oh, wie ist der da nicht gecrashed oder so. Aber oh, jetzt leitet er mal raus. Wäre auch wieder krank gewesen. Ja. Alter Schwede. Der war dick vor Mutter. Ja, ja. Ich glaube, das war sogar Weltrekord-Run vielleicht. Völlig irre, der Typ. Holy shit. Also, ich sehe nicht, wer da auch nur ansatzweise dem da gefährlich werden könnte im jetzigen Moment. Also, Maim hat zwar auch 15 Punkte, aber im direkten Duell ist das ist eine andere Hausnummer, was er gerade macht. So, jetzt gehen wir aber direkt auf den Map-Pick von Massa, und zwar Forest Climbing. Ihr erinnert euch an gestern, dass die Map mit der, ja, ich würde schon fast sagen, Shitfest-Identity. Fährst mit dem Reaktorboost auf Plastik hoch, wo plötzlich dann noch Bäume dazwischen stehen. Karl jetzt klar vorne mit 36 Punkten, Mutter 28, Gwen und Massa teilen sich gerade 14 Punkte. Banadi führt in seiner Gruppe. Geil. War das aber eng noch. 19, 13, 16... 18? Also Granadi hat halt deutlich leichte Gruppen heute. Also Binks hat nicht gut gespielt bisher, Papu nicht, Affi ist auch unter den Erwartungen geblieben und Massa muss hier gerade einfach gegen den amtierenden World Champion und den doppelten Regular Season Gewinner bislang. Also Granadi hat da auf jeden Fall das bessere Seeding bekommen. Aber mit der Performance gerade hätte Massa in der Gruppe von Granadi da jetzt gerade auch nichts gerissen. Ja. Also man muss jetzt was kommen. Wäre so geil, wenn beide deutsche Fahrer morgen nochmal fahren könnten. Das wäre so geil. Ob die beide dann wirklich eine Chance haben aufs Grand Final unter den Top 4 ist eine andere Frage, aber beide morgen nochmal sehen, wäre schon sehr, sehr geil. Was der erste? Komm. Aber Motor hat so viel Speed. Ball auch wieder. Es ist so unfassbar. Es wird wieder richtig eng. Geile Runde auf den allen. Boah, Massa. Sehr schön. Fast abgehoben da. So, ja, mindestens jetzt ein Hebels jetzt. Mal gucken, ob... Oh, Massa hat es noch gut gedodged. Oder? Die kriegen es alle hin. Oh, Massa hat die Linie von Karl übernommen. Karl ist down. Ah, oh, schade, nur Dritter, ey. Ja, die sind halt alle leider krass. Was war hier Weltrekord? Ist 1.005 krass? 1.002.9. Also 1.003 ungefähr. Und bei der Identity. Also wenn die Leute, die da Weltrekord fahren, die YOLOen da halt einfach durch. 0,3 hinter Weltrekord ist krank. Ultra krasses Niveau hier. Ich bin doch für Massa, ne? Gucken. Muss irgendwie dranbleiben. Stimmt, wir können ja jetzt mal in Cam 3 gehen, ja, bei der Identity. Was war es? Rechts Steuerung, dann auf 3, ne? Steuerung rechts, genau, und okay. Cam 3. Dann sehen wir nur die Alternate Cam hier. Leider nicht die alte Cam 3, aber ihr könnt es euch dann vielleicht vorstellen, wie das aussieht. Switchen wir gleich mal hin. Bin auch mal gespannt. Weil unter anderem Karl Junior fährt Cam 3. Ich weiß nicht, ob er dann switcht für die Identity, aber in Cam 3 ist das... Also ich weiß nicht, wie man da fahren soll. Bin mal gespannt. So, guckt euch das an. Das ist die Kamera, mit der Karl Junior eigentlich fährt. Wie macht er das?
Außer macht sie ab. Ball hat's, Karl holt's wieder, der ist völlig wahnsinnig, der Mann. Das ist so ein Scheiß. Kann gut sein, dass er sich irgendwie Fixpunkte sucht. Irgendwie so, aber... Ja, ich glaube, ich glaub, das switcht. Wenn du die 100 Mal gefahren bist, dann weißt du halt auch, wo jeder Baum ist. Ja, so. Das kann auch sein, ja, dass du Fixpunkte hast oder so. Oh, Massa scheint hier nervös zu sein. Du bist sogar noch hinter Gwen, der wirklich nicht viel für dieses Event trainiert hat. Aber Gwen muss erschlagen. Eine gute Runde. Ah. Immerhin ist er heute am Anfang der Runde mal vorne wieder mit dabei. Aber hinten, jetzt verliert das gerade wieder hinten raus. So, jetzt wieder Erster. Irgendwie die Identity mal klappen. Der Karl ist immer da, er ist immer da. Mal gucken jetzt. Vielleicht wieder ein paar Geschenke heute. Das war sehr schön. Von beiden, aber oh, Massa. Ja, ja, Geschenke! Da ist das erste Geschenk, oder? Oh, jetzt macht er safe. Kann das? Ja. Nein! Nein, das ist doch so low. Er ist komplett dead. Oh, oh Gott. Einfach letzter. War erster und danach war er letzter. Er hat zwischenzeitlich noch Release, aber dann glaube ich zu schnell aufs Gas gegangen und dann ist er zu weit rausgerutscht. Ah, das hätte ein 10er sein können. Das sieht jetzt das langsam gar nicht mehr gut aus. Das richtig weh. Jetzt verschenkt Massa die Sachen, die er gestern geschenkt bekommen hat. Bis jetzt. Mist, ey, das wäre wichtig gewesen, glaube ich, da jetzt die 10 Punkte zu holen, auch für ihn mental. Ja. Ansonsten, Geschwindigkeit stimmt heute. Ich glaube, das Match hakt ja schon irgendwie ein bisschen ab. Bis zur Mitte eigentlich immer vorne. Ich hole die anderen immer mal ein bisschen auf, aber jetzt auch nicht, also echt schade, dass das immer am Ende komplett weghakt. Mal zweiten oder so. Pace ist da, er ist da gut mit dabei. Ja, aber jetzt mal die Identity haben. Komm, wieder Erster. So, hoch, hoch. So ein Kack. Halt safe und wird halt dadurch letzter, ist halt krank, ja. Die anderen machen halt auch keinen Fehler jetzt in der Runde, weil er das ist geisteskranke Runde halt auch wieder. 1-0-4, wieder krass. Halt fast, es ist halt wirklich fun, halt fast Weltrekord-Pace im Match. Kannst du auch nicht viel machen. Uiuiui, ey. Ah, da hat er jetzt eine Aufholjagd, ey. Also wie gesagt, wir hätten Predicted Massa hier Dritter aus der Gruppe, weil Mutter und Karl sind halt die beiden Champions im Moment. Die zu schlagen ist halt schwer, da brauchst du das Live-Game, aber Gwen muss er eigentlich einkassieren. Jetzt gehen wir auf Tiny Gap, was auch nicht immer Massas beste Map war. Gerade die Identity hatten wir ein paar Fehler gesehen in der Regular Season. Mal gucken, wie er das jetzt hier macht. Mist, ey, jetzt habe ich Angst. Wie sieht es bei Granati aus? Er ist gerade Zweiter hinter Binks. Er hat ein bisschen Leine gelassen, hat eigentlich ein bisschen geführt, aber... Okay. Tech fährt auch wieder vorne weg. Da steht so ein relativ ausgeglichen. Tween führt da, glaube ich. Ja. Okay, komm, jetzt nochmal Daumen drücken. Jetzt eine starke Map von Massa. Also hätte er da nicht die Identities geschnitzt, hätte er jetzt auch locker die Punkte von Gwen schon haben können. Aber die Fehler haben ihn jetzt doch schon ganz schön zurückfallen lassen. So. Playoffs werden echt einfach nur clean. Dann einfach nur Bonus. Die Gruppe ist echt so, also wirklich ja, das Widerlichste halt, eigentlich, was... Er hat halt echt die Monstergruppe. Widerlichste, was geht, glaube ich. Erste Match und du spielst direkt gegen zwei World Champions. Und dann noch gegen Karl, der halt auch so viel krasser war gestern noch als Mutter. So, aber Massa, Glück, Mann, aber Pace Mach stimmt heute bei Massa. Ja. Gestern hat er mit dem Pace gestruggelt, aber jetzt heute sind es die Fehler bis jetzt. So, komm, jetzt mal. Ersten oder zweiten mitnehmen. Karl ist deutlich tiefer. Oh. Massa trifft die Lücke, Karl auch. Wieder, hey, er wird noch... glaube ich, oder? Nee, noch einmal übersprungen. Oh, er ist wird noch bitter, übersprungen. Mann! Er wird übersprungen.
Da ist Mudder flacher gelandet als er und hatte deswegen mehr Exit Speed. Anaki, aber immerhin kein Fehler. Komm, war sonst eine gute Runde. Weiter. Weiter, 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 weiter. Karl wird das Overall, glaube ich, wiederholen. Der da auf der Stage sitzt, hat er nochmal mehr Bock. Ja, da bin ich mal gespannt, wie Mudder sich. Ich glaube, Mudder war noch nie auf einer Stage und hat gespielt. Aber der ist ja auch noch gar nicht so lange dabei. Ich wüsste nicht, auf welcher. Also auf einer, die so viel Prestige hat und so groß ist. Boah, ja, habe ich schon gesehen, dass Massa da klippt. Zu eng über das Dreieck da gefahren. Das wird eng. Ich hoffe nur, dass er das dann hier irgendwie abhaken kann und im nächsten Match wieder ready ist. Ich glaube, hier geht er mit einem Vierten raus, dann. Mudder. Was war das denn, Alter? Der hatte Water Wheels, der ist geslidet. Oh, Massa. Komm, jetzt vielleicht mal einer einen Fehler voll machen. Nochmal einen zweiten Geschenk bekommen. Wo sind die Geschenke von gestern? Ah, die sind halt zu gut. Fühlt sich so an, Gwen heute halt auch deutlich stärker als gestern, als hätte er gestern dann sich doch nochmal einen Tag hingesetzt und trainiert und jetzt ist er auf einmal doch wieder da. 1:05:06 von Karl, das ist krass, oder? Ich glaube, wir haben sonst immer gesagt, eine Punkt 8 ist krass, wenn die einer schafft. Ja, also 1:05:29 ist Weltrekord, aber geht's noch gut auseinander. Ist okay. Mann, ey. Der Granadi aus. Granadi hat letzter gewonnen, er ist Zweiter aber noch. Zweiter overall. Spielt das Standing in den Top 8 später dann auch noch eine Rolle für morgen oder gibt es da kein Seeding mehr? Doch. Die Gruppen werden auch nach Seeding dann zugeteilt. Oh, Massa, das sind halt Gwen, Fehler. Und Gwen halt auch, ey. Ja. Das sind halt so Sachen, da musst du halt da sein. Und Karl ist auch da und das hätten easy Zweiter sein können. Also das sind die Fehler, die darfst du dann halt nicht machen. Shit, das hätten 6 Punkte sein können. Ja. Komplette Shit-Runde. Aber ist deutlich nervöser als gestern, das merkt man. Mudder macht den ersten. Gucken, ob Gwen vielleicht jetzt einen Fehler macht. Ja, das sieht gut aus, der trifft. Wasser noch rein? Ja. Mann, aber shit. Oh, Karl schafft's nicht mehr. Das juckt ihn auch nicht, glaube ich. Stimmt, Karl mit dem Nulli. Aber jetzt auch da, dass er direkt am Start schon zwei Autolängen verliert, der ist, glaube ich, gerade ein bisschen. Ich glaube, der zittert gerade. Ich hoffe, der kann das schnell abhaken, leichtes Match, bevor es ins nächste geht. Hat er sich gleich ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt. Das ist nicht der Massa, den wir gestern gesehen haben. Erstaunlich aber auch, tatsächlich, Maim auch gerade letzter in seiner Gruppe. Hinter Tween, hinter Bren, hinter Miquattro. Was war denn los? Also da war Maim eigentlich Top-Favorit. Also Massa ist nicht der Einzige. Ah, vielleicht brauchen sie ein Game zum Reinkommen. Boah, diese scheiß Brücke da. Ich bin komplett weg. Ich glaube, es könnte sogar eine kranke Runde werden von Karl. Wird eine 1:05:05, glaube ich. Krank, ja, ey. Krank, Alter. Das sind halt auch Zeiten, was willst du da machen? Der fährt in den Top 10 der Weltrekorder die Matches hier. Das ist. Wer soll den schlagen? Also der fährt so in einer anderen Liga und du hast halt noch. Guck mal, du hast Peck, du hast Mime, du hast Mudder, die sehen alle kein Licht gerade gegen den. Wahnsinn, ey. Puh, komm, hoffentlich irgendwie noch Gwen schlagen. Sieht's gerade aus, ja, er ist 19 Punkte behind. Aber eben, Gwen einmal letzter, Massa erster, bist du wieder auf 7 ran. Du hast wieder 7 aufgeholt. Er braucht jetzt eine gute Map. So langsam muss da was passieren. Ich meine, gestern hat Granadi einen 50-Punkte-Rückstand aufgeholt und hat das Game noch als erster beendet. Also es kann halt passieren. Gegen Karl und Mudder glaube ich das nicht. Aber Gwen kann er noch einholen. Ja.
Aber Karl ist völlig wahnsinnig. Nach dem Match erinnert mich gleich mal kurz dran im Chat. Ich will euch gleich mal einen absoluten Legendenclip von Karl zeigen, den ich gestern, der mir gestern auf YouTube vorgeschlagen wurde. Geil. Das ist dann merkt halt, was das für ein Boss ist. Krank, wie lange der schon spielt. Ich habe halt damals schon gegen den gespielt. Der ist jetzt halt immer noch ready, so. Das ist so lange her. Und Master, die Kurve nimmt er immer so geil. Der hat hier so viel Speed, muss aber dann hier mal aufpassen, dass er nicht den Checkpoint umklippt. Aber auf Hard war Massa gestern stark. Hier der Dirt-Übergang. Hier der Smooth, hier der Wiggle. Jetzt links, rechts, zack. Ah, okay, der war jetzt Trash, scheiße. Boah, die Runde, ey. Starke Runde von allen. Ja, schön. Ja, schön, dass der Erste. Ja. 10er. Nice. Er nimmt das Ende immer so gut. Gön. Das haben wir gestern schon sehen können. Die Landung von Massa am Ende ist so geil. Er hatte irgendwie immer deutlich mehr Speed als die anderen. Schön. Komm, weiter jetzt. Und gewinn DNF. Let's fucking go. Und plötzlich ist er wieder dran. Ja, geiler Nulli. So, jetzt ein 40er hier mitnehmen. Nice. So, let's go, let's go. Oh, eine gute Zeit, so, da muss er einfach dranbleiben. Hat er jetzt ein bisschen verloren, aber schauen wir uns die Kurve nochmal an. Er hat hier andere Punkte, wo er driftet. Die anderen sind hier mal ein bisschen enger. Ja, jetzt macht Massas auch enger. Dadurch nicht den Speed, den er eben hatte. Aber schauen wir mal, vielleicht kann er dadurch jetzt den Dirt-Part ein bisschen besser nehmen. So, jetzt Karl, Clippy. Ja, sehr schön. Und Massa wieder guten Speed. Boah, Alter, wie knapp das da immer ist. Und wie krass sie das machen. In der Regular Season haben wir so viele Clips da gesehen. Oh, Gwen hat gestruggelt. Ja, Mass aber auch eine komische Landung, aber er hat mehr Speed wieder. Komm. Ja, den hat er. Schön. 6. Ja. Schön, 6er. Nehmen wir nochmal mit wieder 2 Punkte an Gwen an. Komm, das ist noch drin. Geil. Karl und Mutter sind gerade die Top 2 Fahrer der Welt. Nach den Sachen, die zuletzt gewonnen haben. Aber Gwen, machst du, komm. Weiter. Und es war eine Nulli-Runde für Karl. Und damit führt Mutter jetzt. Was? Karl kann halt eigentlich eh chillen den ganzen Tag. Alles gewonnen gestern. Ja, also Karl ist halt ziemlich sicher schon weiter. Für Maim ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn er mal eine verkackt. Der hat auch 15 von 16 möglichen Punkten gemacht. Boah, schöner Part hier. Komm. Das sieht da endlich mal gut aus hier. Jetzt nimmt er wieder den weiten Slide. Hat wieder ganz guten Speed. Krass. Komm, Autolänge vorne ist super nice Runde von ihm bis jetzt. Aber die sind halt auch alle dahinter. Die sind halt alle gut hier in der Gruppe. Kannst du dich nicht ausruhen. Jetzt hier wieder smooth. Sehr schön. Geil. Oh. Gwen ist aber gut dran, ey. Ja, jetzt machst du. Er hat das geilere Ende. Ich glaube, das ist auch eine krasse Zeit, die da jetzt hier durchbringt, wenn er... Er landet wieder gerade. Aber er fällt runter. Nein, macht er nicht, aber jetzt klippt er. Nein! Ah, er geht da halt für mehr Speed, aber ist halt auch riskanter. Schade. Ist es ein Nulli oder kommt er noch? Ne, ist ein Nulli. Shit. Nein, es ist ein Nulli. Der Checkpoint ist halt so ewig weit weg. Du kannst halt gar nicht resetten, wenn du da einen Fehler machst. Also Respawn ist eklig. Der Respawn ist scheiße da. Warte. Kacke, und dadurch ist Gwen halt auf einen Schlag wieder 17 Punkte vor ihm. Mutter jetzt dreistellig Punkte. Bei Granadi, er ist gerade Zweiter in seiner Gruppe. Und Miquatro führt in der Gruppe vor Ren und Tween. Und Maim ist noch immer Letzter in seiner Gruppe. Krass. Die haben ganz komische Sachen. Was war das? Also. Ja, das ist. Also das darf dir halt dann auf gar keinen Fall passieren. Fuck. Schade. Oh, jetzt nicht mental da knicken, ey. Ball macht sich wieder los. Boah, ist der hier schnell, Alter. Wie weit fliegt er denn? Karl jetzt Weltrekord. Ich glaube, das wird, wenn er jetzt nicht irgendwie... Könnte eine komplett irre Runde sein von dem.
sage, das wird echt ein niedriger 1-0-3. Er hat nicht viel Speed hier beim Übergang jetzt gehabt, aber wird trotzdem eine Top-Zeit. Alter. War krank. Kommt Massa noch rein? Ja, diesmal schafft Massa das. Ah, das war halt so ein Fehler, also da an den Booster, an die Booster-Turbine fahren, das darf ja halt auf gar keinen Fall passieren. Ich hoffe, er hat, hat sich da nicht schon aufgegeben. Ja, einen dritten Braucher. So, wir gehen auf Map 4. Bobsack. Da war Massa gut mit dabei, eigentlich bislang. 107 jetzt. Punkte bei Karl, 107 bei Mutter. Bin spannend vorne. Hey, let's go. Und die vierte Gruppe, über die wir noch nicht so viel gesprochen haben, da führt gerade Peck, ist ja auch Favorit. 103 Punkte vor Aurel 88, Kappa 80 und Otec 74. Und los. Und los. Aussehen beim Fahren hier wirklich. Karl ist so safe, jeder Map. Wie Massa die Linie getroffen hat, sah so krass aus und er ist halt trotzdem drei Autolängen hinter Karl. Wahnsinn. Oder schon dead. Vielleicht macht da einer einen Fehler vorne, so ein Sechser sich holt, aber. Find's krass, wie stark Gewinn heute ist im Vergleich zu gestern. Ja, ein Gegner. Ja, 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 ja. Ist das Gwen auch gewesen? Ja, stark. Okay, den muss er ein paar Punkte abluchsen. Und Mutter kassiert Gwen sogar auch noch einen. Sehr schön, sehr schön. Nice. Gwen, 68 Massa. Ah, komm, weiter dranbleiben. Ah, Gwen hat echt Bock. Den ersten Tag so als Training genutzt und jetzt ist er ready. Echt irre, als hätte er, ja, als wäre das halt gestern seine Trainingssession gewesen und jetzt hat der eine Tag Training hat ihm halt gereicht. Oh, Massa. Oh. Einen guten Einslide kann er da vielleicht noch wen einkassieren. Ja! Ja, und es ist Gwen, der den Fehler macht. So, jetzt komm, noch mal einen da. Noch einen zum Teufel schicken da vorne. Gute Landung von Massa. Jawohl! Schön, komm weiter, langsam weiter, weiter, immer weiter. Aber holt Gwen Mutter noch jetzt? 1-0-1. Nee, macht er ganz knapp nicht. Schön. Auch wieder dritter Weltrekord. Das ist so krank. Ich weiß nicht, wie das geht. Massa hat eine 1-0-0-9-0-3. Das ist der Online-Weltrekord von Massa und er ist einfach fast da im Match dran. Das ist so schlimm. Auf jeder Map halt auch. Und damit ist Karl jetzt schon Finalist. Er muss noch einmal gewinnen. Ich verstehe das auch nicht, wie der hier konstant einfach so mal eben Zeiten fährt, die andere als PB nicht haben, nach 3 Monaten Training gefühlt. So, Gwen ist hinten dran. Massa jetzt mal auf der 1. Let's go. Klau Gwen die Punkte weg. Nochmal ein 10er. Schön nochmal unter Druck setzen. Nice. So, und jetzt das Ende nochmal so geil treffen wie eben. Karl kommt ran. Ja. Oh, Karl ist hängen geblieben. Ja, so, ja. Massa, komm. Wieder guten Speed. Kommt da noch jemand? Mutter hat mehr Speed. Aber Massa hat's. Schöne Runde. Schön 10er. Und Gwen nur 3 Punkte.
Geil. Let's go. Sehr geil. Doppelfinalist. Doppelfinalist und Massa schmeckt. Nur noch 5 Punkte hinter Gwen. Ah ne, eine Runde ist noch. Aber Massa kommt jetzt. Komm, das geht halt, holt's auch schnell auf eigentlich. Das geht schon. Ja. Bernardin 50er Burger gestern, da ist alles möglich. Oh ja, jetzt ist er drin, jetzt ist er drin, das sieht gut aus. Komm. Wäre der Mann richtig, ja. 120 Punkte für den Finalist, da schon mal als Info vorab. Morgen in den Playoffs dann geht's bis 140. Ansonsten alles gleich. Oder eigentlich out in der Runde, glaube ich schon. Er wird's nicht holen. Oh, wieder schön gemacht von Massa. Komm, starke Map von ihm hier. Jetzt einen schönen Eyesight. Ich glaube, Mutter trifft's, Karl trifft's besser, er kommt weiter unten raus. Massa hat mehr Speed. Komm, Junge. Oh, Gwen ist auch dran. Die Identity war sehr geil von ihm. Ultra-Runde. Aber die anderen drehen hier links ein. Massa lässt sich reinknallen und hat dadurch so einen geilen Speedboost hier und der holt wieder einen 10er. Let's go! Das ist gut, Alter. Das ist so wichtig. Auch gute Zeiten jetzt reingefahren, zwei miteinander. Let's go. Richtig gut. Nice, nice. Ein Punkt nur noch. Ein Punkt hinter Gwen. Und das hat Selbstvertrauen gegeben. So, Update bei Granadi, Binks 117 Punkte, kurz vor Finalist, Affi 102, Granadi 99. Peck hat die Gruppe gewonnen, da kämpfen jetzt noch Kappa, Otek und Aurel. Und bei der Gruppe von Maim hat noch keiner dreistellig Punkte, bei denen ist das super knapp. Alle zwischen 79 und 92 Punkten nur. Miquatro jetzt gerade 102. Was? So, und wir gehen auf New School. Ist das die Map? Oh, ich habe ein bisschen Angst, ey. Das war die, wo Massa echt nicht gut aussah. Thomas genau. Hat aber seinen Rekord verbessert vor 2 Stunden. Ich wollte euch den Clip von Karl noch zeigen, aber die 20 Sekunden, die wir immer nur zwischen Mapwechsel haben, die reichen da nicht. Nach dem ersten Match machen. Machen wir nach dem Match gleich. Jetzt nicht wegen irgendeinem Clip hier eine Runde verpassen. Komm! Boah, Karl, ey, das war super eng. Ich glaube, wenn Karl die Gruppe hier gewinnt, kann der danach jede Gruppe letzter werden und wäre trotzdem durch. Wenn der 5x4 macht, dann hast du noch plus 3 mit 23 Punkten, bist du, glaube ich, durch. Oh, Massa ist jetzt aber drin, er ist in seinem Flow. Frage ist, trifft er jetzt am Ende das Eis gleich noch? Ja. Und da hat er Schwierigkeiten gehabt und das kann Karl halt extrem gut. Da haben wir ihn bestimmt schon 5 oder 6 Mal ausleiden sehen gestern. Ach, war er zu eng, dass das Lineup nicht gestimmt. Aber vielleicht rutscht ja jemand anderes mal weg. Oder macht einen Fehler noch. Ich kann auch vorstellen, dass wieder eine absurde Zeit wird von Karl. Und Karl fährt durch. Karl wieder. Ja. Aber Massa vor Gwen noch. Schön. Und gleich. Dritter Weltrekord wieder im Match. Ja, und Karl gewinnt die 5. Ja, verdient. Die 5. Gruppe. 5 von 5 einfach. Völlig irre. Sinnlos, ja. So, Massa punktgleich mit Gwen jetzt. Vielleicht jetzt doch nochmal Mutter ärgern. Mutter hatten wir gestern schon gesehen. Ich glaube, das war das nicht sogar die Granadi-Gruppe auch? Wo Mutter, glaube ich, als erster oder zweite Finalist hatte und er ist dann noch letzter geworden. Da war er weg. So, und wer jetzt weg ist, ist Gwen. Gwen schon geklippt. Und Massa einen guten Vorsprung von Mutter. Und Mutter ganz komischen Sprung da gehabt. Oh, aber Massa auch ein Fehler. Scheiße, ey. Aber ist noch möglich. Ich hätte jetzt irgendwie ein bisschen Glück haben wieder. Geschenke, wo sind die Geschenke heute? Oh, na, Gwen ist komplett raus. Er saugt sich ran, Massa. Irgendwann probier's. Muss halt jetzt riskieren. So, jetzt hier einen guten Slide und dann einen Bomben-Eispart. Setup sieht gut aus von Massa. Echt nicht, glaube ich. Ja, aber was Mutter zu heiß, Mutter ist halt auch zu stark auf Eis. Ne, zweiter Platz geht an Mutter. Aber damit ist Massa jetzt vor Gwen. Ist aber alles okay, das haben wir predicted. Karl und Mutter zu stark. Aber jetzt hol dir Gwen. Komm, Junge. Wird 402. Ist alles offen. Ja. Aus der Gruppe 2 Punkte mitnehmen ist okay.
Scheint sich jetzt aber gefangen zu haben. Das sieht deutlich besser aus als die ersten Runden auf der Map hier. Ja. Das Match wurde Dick Greg Design. Und ja, wenn mit raus. Dem Fehler. Ja. Komm, schön. Und jetzt wichtig. Save. Und jetzt save. Jetzt einfach nur save. Dann kann er nicht rankommen. Er darf jetzt nicht hinten rausleiten. Muss das sehen. 0,8 vorne. Er kann es wirklich safe machen. Kann Gwen eigentlich nicht mehr aufholen. Nee. Boah, Gwen fast noch an den Checkpoint da gesprungen. So, Master, komm, Daumen drücken. Jetzt nicht rausleiten. Nicht einen komischen Gear Change jetzt haben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Gwen ist raus. Und Gwen ist raus. Geil. Komm, wichtig. Und damit ist Massa nächste Runde Finalist. Er muss nur ins Ziel kommen. Sehr geil. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Come on, ey. Das Ding ist, eigentlich ist es jetzt egal, welchen Platz er macht, weil Gwen, ja. Egal ob er jetzt 10 macht oder 6, Gwen muss sowieso noch zweimal ins Ziel kommen für einen Finalist. Also wie die Runde ausgeht, ist scheißegal, er muss einfach nur ins Ziel kommen. Alles hätte er sich jetzt aber auch verdient. Ja, aber Gwen struggelt, ey. Ja. Jetzt scheint es doch Gwen zu sein, der nervös wird. Und Massa sieht immer stärker aus. Komm. Das Ding ist, wir werden aber Map-Change sehen. Ja, schade. Aber hiernach, wenn ich nicht komplett bescheuert bin, müsste sein Map-Pick kommen. Und zwar Forest Climbing. Er kann es auf seiner selbstgepickten Map kann er's entscheiden. Auch schön. Schöne letzten beiden Maps. Bobsack war stark, die war auch gut. Komm. Gute Boah, Zeit gute, auch. Holy gute shit. Zeit. Ja. Schade, dass jetzt Wechsel ist. So, wie sieht's bei Granadi aus? Affi hat die Gruppe gewonnen. Granadi hat gerade Double Finalist mit Binks. Und Binks ist gerade vor ihm. Boah. Granadi Binks kommt aber ran. Glaube ich, oder? Nee, hat er nicht. Oh, das heißt, Granadi Dritter. Auch eher nur Dritter jetzt, in der ja. Gruppe. Ah, Affi, Binks und Papu, da hättest du einen zweiten eigentlich holen müssen, Granadi, ey. Quattro Finalist krank. Aber Brain jetzt auch, oder? Boah, ist sie nicht. Ja. Das ist überall immer so knapp, so geil. Also Granadi in der deutlich leichteren Gruppe auch nur 2 Punkte, wie es gerade aussieht. So, und komm, jetzt let's go. Massa hat 2 Versuche. Wenn wird jetzt Finalist machen, kann Massa das jetzt direkt closen oder sehen wir es nochmal? Ah, die Schweine-Map wieder. Es ist sein Map-Pick gewesen. Massa hat diese Map gewählt. Und er fährt ja jetzt auch die Carl Junior-Linie am Ende. Gucken. Ben darf sich natürlich jetzt auch nichts erlauben. Ja, Master Speed verloren, das war nicht optimal. Beenden alles möglich. Ja, verliert jetzt doch schon gut Boden, aber die Identity, die kannst du noch entscheiden. Dann muss er halt riskieren dann. Das hat er gut genommen, da hat er mehr Speed ja. Jetzt als Quinn. Wieder ran auf 0,2, gerade waren es noch 0,4. Ah, es wird das Ende entscheiden. Komm, so, Dennis, komm. Das Ding ist, ja. Ben hat jetzt halt auch den Monsterdruck, weil er weiß, Massa wird riskieren. Mann, ey. Schenk Ben das noch weg. Ne, fährt's nach Hause. Es ist leider komplett. Oh nein, und letzte Runde entscheidet. Da ist es komplett. Ah, wer hat jetzt die stärkeren Nerven? Scheiße, ich drücke, es drückt. Mann. So ein dritter Platz wäre halt nochmal geil. Komm. Hinten raus so gute Runden gehabt, das belohne ich auch. Gott, ist das eklig. Gwen ist aber auch stark auf der Map hier.
Nein! Das war's. Fuck. Das war's komplett, der Crash nochmal. Schade, mein letzter ist halt kacke. Dreck. Und passiert da noch irgendwie ein Wunder? Ne, Massa wieder, der nächste Fehler, das war's. Er geht hier als letzter aus der ersten Gruppe raus. Shit. Schade. Außer Gwent rollt jetzt komplett, aber der sieht 7 Sekunden, der kann halt eigentlich... Der muss gar nichts mehr riskieren, macht er auch nicht. Ah, schade, Mann. Ah ja, Mist. Hat er sich am Ende leider nicht mehr belohnen können mit den 2 Punkten. Man wird mal sehen, ob das am Ende der Punkt ist, der ihn das kostet. Andererseits hat er gestern auch einen kompletten Punkt geschenkt bekommen von Papu. Aber wie sieht es bei Granadi aus? Oh Gott, Granadi struggelt gerade auch massiv in seiner Gruppe. Können wir vielleicht rein? Was ist das? Granadi-Server? Granadi ist auf Server 4. Fliegen wir nochmal schnell rüber. Können wir gucken, was Granadi macht? Granadi hat schon einige Runden Finalist, aber hat gerade wieder die Runde abgegeben. Oh, ärgerlich, ey. Aber hinten raus sah es wieder viel besser aus. So, da habt ihr das. Affi hat die Runde gewonnen vor Bings. Granadi hat, glaube ich, schon ein, zwei, vielleicht sogar drei Runden Finalist. Hatte gerade aber einen DNF und Papu hat den 10er bekommen. Letzte aus der Gruppe wäre natürlich auch harte Kost. Ja. Also, letzter aus der Gruppe tut viel mehr weh als letzter aus der Massa-Gruppe gerade. So, aber jetzt vielleicht. Papu geht hier aber für Noslide, hat mehr Speed. Identity entscheidet hier auf Poolside. Ja, ja, das ist es. Granadi ist durch. Immerhin die 2 Punkte für Granadi. Sehr gut. Also, Granadi nimmt 2 Punkte mit ins Overall Standing. Massa nur ein. Boah, Mime hat's echt noch geholt am Ende. Echt? Komm mal gut ran. Die waren Triple Finalist. Lol. Und Mime hat's. Mime war schon fast dead. Ja, krass. Okay. Dann pass auf. Ich bin die Mode von dem, Alter. Ja, das ist geil. Okay, pass auf. Weil die Leute im Chat auch so nervös sind, anstatt dass sie sehen wollen, wie Granadi hier das vielleicht noch holt oder nicht, fordern die Leute einen Karl-Clip. Ihr nervösen Hunde, ich zeige euch den. Und zwar ging es darum, Karl Junior erklärt, warum er nie, wenn es in ein Official Match reingeht, sagt HFGL. Also er schreibt nie Good Luck, er schreibt nur Have Fun. Und er erklärt in diesem Clip, warum er nie Good Luck schreibt. Ja, ich freue mich drauf. No, I always write Have Fun, but I never write Good Luck. Same. Actually. Only have fun. Because even with luck, they don't stand a chance, bro. Whoa. So, ein arroganter Hund. halt, aber das hätte es noch geiler, wenn man halt auch wirklich so chatten kann. Ja, das ist halt true. Das ist halt so, es hätte noch geiler, dann wäre irgend so ein Troll-Gamer, dann wäre es halt dämlich. Aber ja. Er ist halt einfach nur ein Chef und er macht's einfach. Ich schreibe nie Good Luck, weil auch mit Luck haben die Leute keine Chance gegen mich. Aber es ist halt auch einfach so. Gestern in der Gruppe mit Massa hat er einen schlechten Tag gehabt und gewinnt trotzdem easy die Gruppe. Oh Mann, okay. Also, ein Punkt nur für Massa. Sehr schlecht in die Gruppe gestartet, hinten raus gut, hat es dann aber nicht closen können. Mund abwischen, weitermachen. Nächste Gruppe wird zumindest auf dem Papier deutlich leichter als die eben. Er muss gegen Peck ran, der gerade die Runde oder die Gruppe gewinnen konnte, in der er war, meine ich. Aber auch gegen Binks und Miquatro. Sollte leichter sein. Granadi in einer Gruppe mit Tween, Aurel und Gwen. Also das ist eine Gruppe, eigentlich Massa braucht einen zweiten hinter Peck Minimum. Er hat Peck aber gestern schon ganz schön ärgern können und hätte auch da fast die Gruppe holen können. Also Massa braucht mindestens 3 Punkte jetzt eigentlich. Ich kann aus dem Discord nicht kopieren. Ich habe das, was du gestern hattest. Was hast du da gemacht? Weiß gar nicht. Ich habe das nochmal geschlossen. Musste mal raus und rein, komplett. Habe ich noch nie gehabt. Habe ich gestern bei dir das erste Mal gehört, jetzt habe ich es auch.
Ne, ich kann nicht. Ich kopiere es und es fliegt sofort wieder weg. Jan, ich hoffe, bei mir ist es jetzt auch nicht dead. Lass mir mal alle einfach reinkopieren, die da stehen. Ja. Achso, mit Rechtsklick Copy Message Link kann ich es, glaube ich, machen. Ah, oh, ne, das ist ein Link. Nee. Muss rein. Okay, Server 2 sind wir jetzt. Server 2. Ich denke, dass wir wieder eine Pause haben werden. Zwischen dem zweiten und dritten Match auf jeden Fall. Aber vielleicht geht es ja jetzt schnell weiter. Quattro 2. Oh, Server läuft auch schon. Wird woanders noch gefahren? Ja, ja. Oh, jo. Aber ist gleich vorbei, also. Naja, letzte Runde sehe ich gerade. Das ist die Mime-Gruppe. Mime gewinnt die Gruppe vor Miquattro und Bren holt jetzt gerade den dritten Punkt. Lohnt jetzt auch nicht mehr auf den Server zu gehen, weil die sind jetzt schon in der Identity. Fertig. Jetzt das Ding durch. Nein, Bren trollt. Bren trollt! Du schmeißt fort? Wie kann man das denn wegtrollen? Okay, wir gehen doch nochmal auf den Server. Welcher ist das? Der verkackt die Quicksand-Identity. Hä? Bren, das war Server 3. Und selbst wenn ich instant auf den Server gegangen wäre, das hättet ihr leider nicht mehr sehen können. Hätte nur noch eine Runde jetzt halt. Eine Runde. Ich connecte schnell. Komm, Nade. Los, die sind schon bei der Hälfte. Ist weg. Das habe ich noch nie gesehen, dass einer so die Quicksand-Identity verkackt. Das wäre natürlich jetzt ganz bitter für Bren, weil der braucht auch dringend Punkte. Der ist ziemlich weit hinten im Standing. Aber jetzt ist er auch wieder, also kann eigentlich nur am Ende verkacken. Der ist so weit vorne jetzt. Ich bin aber mehr Speed. Aber, hä? Der schmeißt es weg. Weg. Der wird sich so in den Arsch beißen. Der war halt schon durch. Also pass auf, er war bis hier und ist hier komplett weit rausgeflogen. Es war noch weg. Und Twin hat es tatsächlich noch. Das hat's, darf doch nicht wahr sein. Leute. Ach, yeah. Okay, plus 4 Punkte für Mime. Das heißt, der ist overall dann auch schon bei 14. Ihr habt ja nochmal das Standing nach den ersten 4. Peck und Mime jeweils 15. Wir haben beide jetzt gerade wieder plus 4 gemacht. Karl auch. Karl ist schon bei 20. Ach du Heiliger. Okay, wir gehen auf Server 3. Und da muss Massa jetzt wieder ran. Gegen Peck unter anderem. Gut, zwei. Zwei. Zwei war's? Oh shit, okay. Zwei, ja. Da sehe ich doch nochmal die Gruppen. Karl, absolute Freeman-Gruppe gegen Brandon, Otek und Papu. Also wenn der 8x4 Punkte holt, dann würde ich 1000 Euro drauf setzen, dass er das ganze Ding holt. Die Gruppe wird der Safe auch wieder als erster beenden. So. Aber im Pixen schon drauf. Yes. Warte mal, das passt da nicht. Immer noch drauf. Was sollten drauf sein? Pack, Bings und Miquattro. Der Kappa ist noch, der ist wahrscheinlich noch nicht gelieft. Ja. Mal kurz das Klo dann noch. Gejoint, ja. Ich gehe auch mal eben zur Toilette. Wenn ihr gerade auch müsst, geht ihr auch ruhig kurz. 2-3 Minuten haben wir, bevor es hier weitergeht. Und bis gleich. So, dann gehe ich mal eben auf Liquipedia und wir gucken mal, ob die Tabelle schon geupdatet ist. Um zu sehen, wo Massa jetzt steht. Oh Gott, nach dem Match eben stand jetzt Massa auf dem 9. Platz und wäre jetzt für den morgigen Tag nicht mehr dabei. Granadi ist punktgleich mit Affi auf dem 4. Also er muss jetzt gut performen. Krass. Die Leute, die vorher hinter ihm waren, haben jetzt gut performt und er fällt auf einmal von 5. auf den 9. Platz zurück. Aber es war nach wie vor, es war die härteste Gruppe, die er heute haben wird, direkt am Anfang. Schlimmste hat er hinter sich und jetzt muss er genauso weiterfahren, wie er auf den letzten Maps gerade gefahren ist. Dann kann das noch stehen. Auf geht's, Comeback. Oh Mann, dicken Score. Pack ist nicht mehr auf dem Server. Hat Pack sich da was geändert? Jetzt ist nur noch Kappa auf Server 2. Keine Ahnung, was die machen. Weiß ich nicht.
Oh Mann, ey. Hätte er den einen Punkt mehr gerade gehabt, dann wäre Massa halt punktgleich mit Mutter, Twin und O-Tech. Dieser eine Punkt, der kann halt, guck mal, was das für einen Unterschied macht. Er wäre auf dem sechsten, punktgleich mit drei anderen Fahrern noch. Ja, bis zum Ende wird das wird im letzten Game entschieden, glaube ich. Jesus. Also drei Punkte aus der Gruppe muss er eigentlich mitnehmen, sonst wird es ganz, ganz schwer noch hinten raus. Aber wir können ja nochmal gucken. Also eigentlich, wenn man sich den Namen anguckt, Peck ist gerade overall auf dem zweiten Platz, der wird die Gruppe wahrscheinlich holen. Bings und Quattro absolut schlagbar. Danach, nächste Match, Master in einer Gruppe mit Mime, Aurel und Papu. Da eigentlich Top-Favorit Mime, der ja gerade auch wieder plus 4 machen konnte. Der hat, glaube ich, auch 19 von 20 Punkte. Oder 18 von 20. Massa eigentlich auch einen zweiten Platz muss er da machen. Und letzte Match, Massa in einer Gruppe mit Granati, Bren und Kappa. Das könnte mal ein Vierer sein. Das ist noch möglich, alles drin. Also eigentlich hat er die schwersten Matches am Anfang und die werden progressiv immer leichter, auf dem Papier zumindest. Match 4 könnte auf jeden Fall mal ein 4-Punkte-Match werden. Ja. Aber es scheint eine Pause zu geben. Discord steht halt absolut nichts. Nee. Absolut gar nichts. Nee. Keine Infos. Man hat ja einen Wikinger-Bart mittlerweile. Was ist bei denen eigentlich los? Spam? Ja, der rastet komplett aus. Alter Schwede. Ja, dann gucke ich mal auf Twitter, ob auf Twitter irgendwas Spannendes finden. Wie findet ihr eigentlich hier so die Einspieler zwischenzeitlich mit irgendwelchen Clips und so? Massa nix getweetet. Oh, ich würde den gerade so gern da sehen, wie jetzt sein Mental State ist nach dem Game. Ne, dann kann ich euch vielleicht nochmal den Clip von heute Morgen zeigen. Das Einzige, was heute auf Twitter noch aufgetaucht ist, von Granati. Tweet hieß, Early Birds sind schon am Start. Da sitzt daneben Massa und dahinter ist Mime. Das war vor 4 Stunden oder so. Also die waren schon früher morgen da und haben trainiert. Da sind noch nicht alle Fahrer da. Ja, doch, die meisten sind auf jeden Fall schon da. Und morgen geht's dann ja ins Auditorium. Vor der Crowd, da bin ich sehr gespannt, wie da Production Value wird und so. Und da werden wir euch dann auch ein paar Sachen zeigen können. Das ist geil. Weil wir kriegen den Clean Feed ohne Ton. Ein paar der Reaktionen kann ich euch dann schnell einschieben wahrscheinlich. Gab es schon mal Trackmania Live Events? Ja. Also unter anderem der Zerator Cup. Französische Influencer Zerator machte einen. Damit hat er schon das, ja was ist es, Eishockey oder Basketballstadion von Lyon vollgekriegt mit über 10.000 Leuten. Früher gab es halt den Electronic Sports World Cup. Aber ist jetzt, ich glaube, seit Trackmania 2020 raus ist das erste Mal, dass Nadeo da was macht. Ging ja auch nicht großartig wegen Corona, aber die haben auf den Competitive-Bereich halt nie so viel Wert gelegt. Früher auch schon nicht. Schade, ja. Was halt auch an den Preisgeldern und so siehst. Aber eben, wenn ein französischer Influencer eine Arena mit 10.000 Leuten vollbekommen kann, mit einer geilen Show und so. Ja. Ich denke auch, dass eine längstes Arena voll werden würde, wenn man das richtig macht. Aber auch. Safe. Wenn es früh genug ankündigt, die Deutschen sind ja auch ready da. Das ist halt auch sau spannend, wenn das so auf Augenhöhe ist. Es ist halt auch einfach ein geiler E-Sport zum Zugucken, wo du richtig mitfiebern kannst. Stell dir mal vor, du sitzt da, feuerst deine Masse an und jede Kurve ändert sich da der Führende und so, das ist halt auch fucking geil zum Zusehen. War es früher schon. So, Dennis, ich hoffe, der Keks hat geschmeckt. Jetzt musste. Ja. Mit lange schreibt, Mario Barth kriegt eine Arena voll, da bekommt man mit Trackmania doch wohl 2 voll. True. Aber es juckt halt leider so viele. Das ist halt geisteskrank, dass da so viele Leute hingehen. Alle drauf jetzt, ja. So, ein paar Matches sind schon live. Granati fährt, ja. Ja, Karl fährt auch schon. Granati, Gwen, Aurel und Tween. Und bei uns geht's jetzt auch los. Auf geht's.
15 Sekunden Warm-up noch, dann gehen wir hier rein. Ah, hier sehe ich Massa, aber hier sehe ich ihn, glaube ich. Rennen beginnt. Komm, Dennis. Also ein Fahrer in der Gruppe, der eigentlich stärker ist als er, Peck, ja. Aber eigentlich auch zwei Fahrer, die schlechter sind als er, Binks und Quattro. Zweiter weiter Platz, muss, drei Punkte, muss stehen. Muss. Absoluter Pflicht. Weiter hier. Und gestern haben wir Massa auch schon... Ja, dreckiger Müll hier. Fuck. Ich wollte gerade sagen, gestern haben wir Massa auch schon in der Gruppe mit Peck gesehen, da hat er zwischenzeitlich geführt. Also Peck war auch schlagbar gestern. Fuck, ey, das sind halt die Fehler, die der gestern nicht gemacht hat. Schade, ey. Egal. Packen. Peck ist direkt da. Auch kein Fehler hier. Ich finde Mi Quattro aber auch erstaunlich stark. Durchbringt. Machen alle keinen Fehler mehr. Ja. Starke Runde. Oh, stabil. Im Fade Skin. Okay. So, die letzten Kicks krummel abwischen und weiter. Komm, Massa. Am Anfang darf dir das noch nicht passieren. Das ist. Puh, ich dachte schon wieder, was passiert. Da halt auch wieder. Das ist halt das. Karl ist halt einer, der fährt genauso schnell oder schneller als Massa, aber den siehst du nie in der Bande kleben oder einen Millimeter an irgendwelchen Hindernissen vorbei wie Massa. Also irgendwie schafft Karl das, so ultra konstant sauschnell zu sein, ohne die Risiken einzugehen, die wir hier bei Massa zum Beispiel sehen. Massa fährt die Runden halt immer so, dass du nachher ein Slow-Motion-Highlight-Video machen kannst. Weil er mit dem Reifen in der Bande eigentlich schon hängt. Wird schwer, die Runde da auch was mitzunehmen. Nicht unlucky, wenn keiner einen Fehler macht und er trotzdem letzter wird. Ah, Bings kriegt er noch. Aber er hat immer das starke Ende gehabt. Ja. Er kann mit Quattro noch vielleicht ziehen. Vielleicht zweiter. Vielleicht 6. Ja, sehr schön. Sechser nochmal. Schönes ja, Ende, ja. Nehmen wir. Peck ist halt... Ah, Peck, krasse Runde, oder? Ja. Boah. Nice, ja. Komm. Schön. Also gegen Peck wird er kein Nichts sehen, glaube ich. Keiner von den Jungs hier. So. Weiter. Zurückgefallen mit Quattro mit dem Fehler. Zweiter ist hier absolute Pflicht. Dann sieht es auch wieder gut aus für ihn. Ich glaube, wenn er jetzt hier wieder plus 3 mitnimmt, dann ist er auch wieder in den Top 8. Ja. Ja, safe. Am Ende reicht es. Im Schnitt hat er gestern jemand ausgerechnet, wenn dein Placement am Ende 2,5 da immer war. Und da ist er ja jetzt gerade auch ungefähr. Boah, da klebt er fast den Checkpoint. Alter, schnell, ja. Und die verbleibenden Gruppen kann er in allen Gruppen eigentlich einen zweiten auf jeden Fall machen. In der letzten sogar den ersten, theoretisch. So, Peck muss releasen. Release, ja. Plus 6 mitnehmen oder geht er jetzt fürs Risiko wieder am Ende? Na, ich glaube, das ist zu weit, oder? Den kriegt er nicht. Das war eine schlechte Landung, auch vielleicht wieder sogar noch einkassiert. Sechser, immer scoren. Gut. Wieder eine gute Runde. Nächste, Punkt 3. Immer rein. So, wie sieht es bei den anderen Jungs aus? Affi führt in der Meimgruppe, Granadi führt gerade seine Gruppe an gegen Gwen, Aurel und Tween, aber es ist halt auch eine machbare Gruppe für ihn wieder. Karl, erste Runde jetzt live. Warum mit Quattro wieder mit Problemen am Anfang? Ah, what the fuck, ey, was macht er denn? Ah, Peck, Karl, Mutter, so. Playoffs wären halt auch völlig irre dann. Vor allem dann halt die Top 4. Boah, es wird geil. Ich freue mich schon drauf. Also so, dass Karl das gewinnt. Wenn Massa und Granadi das beide schaffen, bleibt natürlich auch zu hoffen, dass sie vielleicht nicht beide direkt dann im ersten Halbfinale gegeneinander ran müssen. Und vielleicht getrennt, man sieht beide in Top 4, aber das wird schwer, glaube ich. Das wird richtig schwer.
Weil die Fahrer, die jetzt halt rausstechen, sind bis jetzt halt eigentlich relativ deutlich. Auf jeden Fall Karl, Maim sehr gut mit dabei, Peck und Mutter, würde ich sagen, sind die Top 4, die ich im Moment im Finale sehe. Das war wieder sehr stark. Oh, geil. Das war geil. Das könnte ein Zehner sein. Mit seinem guten Ende jetzt ist es ein Zehner. Ist nicht zu wenig einreden, das war gut. Aber wird er noch einkassiert? Ja! Fehler bei Peck! Geil, komm, weiter so. Erst mal nur verkackt, die anderen waren stark. Super. Und Peck kommt nicht mehr ins Ziel. Nulli für Peck und damit ist Massa sogar vor ihm jetzt. Ah ne, Binks hat auch 25. Gute erste Map. Aber da mal kurzer Real Talk. Wundert mich sehr, dass sie da nicht noch einen Checkpoint irgendwie dazwischen gesetzt haben. Also dass du, wenn du da am Ende bei der Identity, ich meine, es ist die Identity, wenn du da einen Fehler machst, hast du einen Nulli. Du kommst halt nicht mehr ins Ziel. Das ist schon wild. So, wir gehen auf Poolside. Haben wir hier Pick und Bun? Kannst du mal im Discord eben gucken? Wissen wir hier, wer was gepickt hat? Ja, Ton hat ready gemacht. Poolside Match. Könnte sogar Massa-Pick sein. Nee, Bings. Bings hat Massa? Wieder, Massa hat, nee, Bobsack hat Massa diesmal. Okay, ja, Bobsack war aber gerade auch fett. Aber Peck hat dann auch Slaloms auch gut, glaube ich, für Massa. Ja, guter Map. Und random ist Boltholz dann, ach du Shit. Aber Boltholz war auch nicht so schlecht. Ja, also eigentlich da. Eigentlich immer da. Also hier auf New School war er nicht so gut. Auf Forest, ja, geht so. Ich glaube, es ist ein guter Map-Pool für Massa. Und hier hat er gestern auch gut ausgesehen, Massa. Jetzt hier wieder die schöne Outside-Dirt-Kurve. Guck mal, was die anderen hier alle für einen Käse machen. Alle Inside, ihr denkt, Massa ist dead. Wir gehen auf Massa und da ist er. Jawohl, jawohl. Komm, Junge. Ah, geiles Veto. Vielleicht ist Massa, vielleicht holt das hier sogar Wall. Scheiße. Quattro mit dem der Fehler. Der kommt nochmal ran. Das hat aber mehr Speed, aber das heißt gar nichts. Oh, Peck, da klippt er fast den Checkpoint. Was hat's auch besser genommen? Soll jetzt nicht rausleiten, nicht zu viel Speed. Ja, das ist es. Oh, ja, schön! Gott, Hilfe. Oder jetzt vielleicht wirklich einfach die Runde als Erster holen. Dann sieht's wieder richtig gut aus, wenn er hier einen Vierer mitnimmt. Poolside hat gestern auch schon geil gehittet. Eine 10.9 ist Weltrekord gewesen, glaube ich, auf Poolside, oder? 1,10,9, ja. 0,2 nur hinter Weltrekord. Bombenrunde von Massa. Super Runde. Komm weiter. 35 Punkte Massa führt die Gruppe an. Granadi ist hinter Gwen gerade. Hey, wo kommt Gwen auf einmal her? Ich raff es nicht. Der hat halt echt nur mal gestern kurz 3-4 Stunden im Hotel gedaddelt und ist auf einmal doch wieder Top 5. Boah, Peck fehlt. Oh, Massa so geil. Ja. Oh. Dass das kein anderer macht, ja? Das ist echt krass. Also, das erste Mal hatte, ich glaube, die Linie hat Affi erfunden. Der hatte das in der Regular Season gemacht und hat dann irgendwie keiner genommen, aber Massa macht es jetzt auch immer und das schmeckt. Massa ist hier echt super sick. Ich warum man nicht hier irgendwie mal sich überlegt, die zu picken. Da war gestern ja schon richtig gut. Hat mich vorhin auch gewundert. Ich weiß jetzt nicht, ob die gebannt wurde. Ich glaube nicht. Du kannst ja auch nicht immer nur picken, wie du fährst. Du musst auch gucken, so, gegen wen spielst du gerade. Ja, aber hier ist er halt gestern hier auch ist schon halt Weltklasse gewesen. Ja. So, mit Quattro Nasche nehme ich auch, weil der geht jetzt hier enger runter. Ja. Oh, scheiße. Er hat mehr Speed. Er hat so viel mehr Speed. Mann! Scheiße! Achttausendstel. Aber egal, mit Quattro wird ihm nicht gefährlich. Der ist dead last gerade. Und wieder 2 Punkte mehr als Peck. Schade, ey. Das ist halt Pech dann. Und los. Na, sieht geil aus. Sieht gut aus. Ja, weiter so. Führen da. Ein Vierer hier raus wäre natürlich noch leckerer, aber... Das Momentum behalten. Weitermachen. Boah, der nimmt ja auch immer so viel Speed mit, ey. Ist so lecker. Och. Oh, fast geklippt. Mann, das ist so geil hier, die Kurve, schmeckt so, die trifft ja auch jedes Mal einfach. Ja.
Immer konstant oben scoren. 10 oder 6 immer reinhitten, dann. Aber einer wird auf jeden Fall noch einen Fehler machen. Ist halt auch einfach. Ich finde, Pusa ist auch eine geile Map zum Zusehen. Ja. Hier macht sich einer los jetzt. Nee, scheiße. Mann, die sind alle krank. Peck hat sehr gut getroffen, aber Peck springt jetzt an Checkpoint. Nee. Nee, aber wie Quattro. Landung war aber nicht so geil von Peck. Master kommt dran. Komm, saug, 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 saug! Peck rutscht weg, dieser Spinner! Ja, nächster Zehner. Komm, Junge! Boah, 1-11-0, Alter. Da war Peck bis dahin auf Weltrekordkurs dann. Master ist gut. Master ist richtig gut gerade. Ja, Peck war echt sick, glaube ich. 51. Hilfe. Oh, das wäre so fett. Da also, kommt nice hier... Time rein in den Chat. Ja. Wenn er hier plus 4 aus der Gruppe mitnimmt, dann sieht es richtig gut aus. Weil eigentlich bei den nächsten beiden Gruppen hat er einen zweiten. Da sind ein paar Datter dabei, die spielen auf Röder-Niveau. Das muss es sein. Nein! Nein! Scheiße! Gerade noch gesagt, er trifft es immer. Na egal, aber eine Müllrunde. Okay. Ich sag, der holt sogar noch einen. Aber Peck hat auch einen Fehler gemacht. Ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Wenn Peck jetzt nur Dritter wird, hat er nur einen Punkt mehr bekommen als Massa. Solange die beiden vorne jetzt nicht trollen. Vielleicht hat er auch Glück und einer macht sich noch komplett los. Peck ist jetzt ja, er macht sich los! Wichtig, ausgerechnet der noch. Ja! Vielleicht noch einer. Komm, klebt. Kommt, rollt weg, ihr beiden, die fighten so einer. Oh. Ja, ihr müsst all in gehen, rutscht beide jetzt ab! Oh. Naja, haben sie. Aber gut, es war noch gut, also das wenigstens. 4 Punkte. Kommt er rein? Ja, knapp, er kommt knapp rein bei einer Sekunde, oder? 2. Komm, das sieht gut aus. Haben wir noch eine Runde oder ist Change? Nee, ist Map Change. Jetzt war's. Boah, aber stabil. Und jetzt kommt Master Speck. Das war stabil, ey. So, Master's Pick. Und hier hat der gerade Karl Junior und Mutter rasiert mit seinem One-Blade-Auto. Affi führt. 55 Massa, 42, 42, 42 bei den anderen drei. Gut, Karl führt, ist klar. Banadi. Banadi second, hinter Gwen. Ja, ist okay. Und Aurel und Twin sind weit hinter den beiden. Ich glaube, Karl macht einfach nur 8 von 8. Fertig. Ja, das der ist völlig wahnsinnig. So, wenn er hier und jetzt so fährt los, wie eben gegen Mutter und Karl, dann hat er hier mindestens 25 Punkte. Er ist jetzt drin in seinem Flow. Die Pause hat wirklich gut getan. Der Keks war gut. Hat Tona ihm dann einen schönen Keks in seinen Lunchback reingepackt. Schön ein bisschen mit Schokochips. Ja. Würdest du lieber einen Schokoladenkeks mit Vanille-Nüssdingern drin haben oder einen Vanillekeks mit Schokosplittern drin? Nee, lieber Schoko. Glaube ich. Also Schokoteig oder Vanilleteig? Ja. Ich bin absolut Vanilleteig. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich geil. Ich bin Team Vanilleteig und Schokosplitter. Ich glaube lieber andersrum. Okay. Ich will nicht zu viel Schoko. Ich hab mir mal ein Eis geholt letztens so einer Tankstelle, das war irgendwie Quattro Schock oder so. Da das war ein Schoko-Eis mit Schokosoße, Schokosplittern und Schoko, hier irgendwie noch irgendwas mit Schoko. Da hatte ich einen Zitteranfall. Da krieg ich Sodbrennen von. Schade. Starke Runde. Da von. Hier, starke Runde von allen. Peck zeigt gleich auf die Tausendstel mit Mi Quattro, aber Mi Quattro hat das M vorne im Namen und packt das P. Das Alphabet entscheidet und damit kriegt Mi Quattro den Punkt. Und das ist gut für Massa. Ah ja, Massa gefällt mir gut jetzt eigentlich. Das war keine schlechte Runde von Massa. Hat keinen Fehler, keinen großen Fehler gemacht. Die anderen waren halt einfach wieder gut. Links ist aber heiß gerade. Eieiei.
So, wer hätte jetzt einen Eiser? Du willst tief hier rein. Gut, Massa, guter Speed, glaube ich. Ja. Und er hat die fetteste Identity von allen. Hier, guck mal, der Rest dreht nach rechts ein. Massa bleibt fast gerade. Ah, diesmal nicht so geil getroffen wie eben. Ja, komm, hat doch nicht. Scheiße, scheiß Dreckschwein. Auch krasse Zeit wieder. War von Massa und Pack beide. Gute Runde. Ja, wieder saustarke Runde. God damn. Krass, mit Quattro ist echt auch gut mit dabei. Ganz schön knapp noch die ganze Gruppe. Hier kann auch alles passieren. Ist das Fuba von CSGO Double? Fuba, du kriegst noch Geld. Fuba. Nein! Was war das denn? Oh, jetzt nicht bitte so, nur nicht so. Irgendwie, Massa pickt irgendwie immer für sich die falschen Maps irgendwie. Das erste Match war es auch nicht. Hier war er ja halt gerade krank. Mann, das war ein unnötiger Fehler wieder. Er pickt und wenn er sich selber pickt, ist das kacke. Ist doch scheiße. Boah, Pack, wie hat er sich da noch gefangen? Kann Massa da noch einen lacken? Schnitzt da noch einer weg? Kacke, das ist Pack, der hier den ersten machen wird, glaube ich. Ja, hat er. Pack ist jetzt langsam heiß. Shit. Das sind halt konstante Weltrekordzeiten. Was willst du da machen? Kommst du nicht ran? Das ist schon heftig, was er hier auch drückt. Wie sieht's denn bei Karl aus? Ist er schon wieder durch? Na, Karl natürlich Ball. Wieder plus 10, na klar. 70 Punkte Ball. Bei Karl. War ist schon erste. Ball 70, der Rest 50. Granati führt in seiner Gruppe. So, und Pack zieht damit an Massa vorbei. Okay. Komm, Massa, komm. Nochmal einen 10er reinplatzieren hier. Das wäre jetzt ein wichtiger 10er. Geil, Massa auch. Yay. Guter Speed bei Massa. Oh, was macht Pack denn? Pack hat sich verabschiedet. Das ist gut für Massa. So, aber jetzt. Reset. Kann er jetzt im Quattro noch snipen? Komm hier, Quattro, du kannst doch mal gönnen mit dem Fade-Auto. Gute Linien von Massa. Er hat mehr Speed, glaube ich, als mit Quattro. Nee, gönn. Jetzt wieder nach links springen, nicht so viel eindrehen. Nee, das ist nicht. Nee, das ist Trash. Es er ist macht richtig. Sich komplett los. Er macht sich komplett los. Dogshit. Er macht sich komplett los. Es ist alles weg. Pack holt ihn auch noch. Es ist ein Nulli. Nein. Es ist ein fucking Nulli. Ich mache hier alles kaputt. Mann, es ist ein Nulli. Dreck. Ach, das ist so bitter. Ich glaube, da hat er davor den Booster nicht getroffen. Da geht man vom Gas, um den Booster voll mitzunehmen. Wenn du nicht ganz triffst, dann reicht der Speed nicht. Ich glaube, er hat den Booster nicht erwischt. Oh nein. Und das war sein Map-Pick und da ist er wieder nicht stark. Aber jetzt Slalom, da war der geil. Spielerprofil von Miquattro wurde gerade nochmal gefordert. Kann ich euch zeigen? Da ist er. Keine Ork, Miquattro. Haben wir letztes Jahr schon im Challenger-Format gesehen, meine ich. Da hat er es knapp nicht geschafft. Ist jetzt aber in die Themengale aufgestiegen. Zusammen mit Soldier und... Vosile? Müsste es sein? Hat noch nicht so viel gerissen, aber ist ein unheimlich starker Fahrer. Wie er jetzt hier zeigt. So Slalom, da sehe ich ihn, da sehe ich Massa. War auch geil eigentlich. Ja, hier war er wirklich geil. Komm. Massa damit einfach jetzt nur noch Dritter, wegen einer schlechten Map. Das ist so krass. Dann war es halt auch wieder noch sein Pick. Also ist echt spicy. Oh, das war nicht gut von Massa. Die anderen drei, ein Auto. Alter Schwede, das ist ein Auto da vorne. Wir haben jetzt so wenig Fehler gesehen. Eigentlich gar keine Fehler bei der Identity. Am Ende dann der Papi, der hat mal komplett weggetrollt, aber ansonsten... Da wird auch keiner mehr einen Fehler machen, glaube ich, jetzt mittlerweile. Nee, ich glaube nicht, dass sowas passiert. Wir können das mittlerweile auch alle treffen. Das Massa-Clip ist Massa jetzt ein bisschen, ja. Boah, es wird ja völlig irre, Whipping-Satz. Und die Runde geht... Oh.
Ja, die Runde geht an Bings und damit sind er und Massa gleich auf. Boah, das wird so eine sicke Runde. Scheiße, es sah so gut aus. Wegen einer Map und einer schlechten Runde, Massa jetzt plötzlich letzter. Granati führt seine Gruppe deutlich mit 94 Punkten, nächstbester Gwen mit 76. Also für Granati sieht es gerade sehr gut aus. Wilde Gruppe hier. Schöner Start jetzt aber mal. Also zwei Zehner wären schon lecker hier. Muss eigentlich am Ende erster sein. Oh ja, Pack verbremst jetzt raus. Okay, okay. Komm, jetzt nutzen. Jetzt hier wieder viel Speed mitnehmen. Ja, ja, ja. Schön, Speed ist gut. Ja, ja, Speed ist sehr gut. Hier geht er fürs Flatlanding, hat wieder mehr Speed. Ja, 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 ja. Oh, da kommt er schön von oben, der wird guten Speed haben. Wer trifft's am Ende am besten? Massa ist vorne, komm Junge. Otto kommt von... Ja, tschüss! Wingstead. Aus dem Stadion raus. Massa hat's, komm. Schöner, wichtiger Zehner, geil. Ja! Endlich mal ein Fehler da. Sehr geil. Kommt trotzdem noch rein. Und da ist der Reset halt nicht so schlimm. Ja, ist das da knapp geht's. Hier. 82, 81, 80. Oh. Geile Gruppe, geile Gruppe. Jesus Christus. Wenn Massa raus ist und Granati weiter, was ist dann? Da hat Lenz schon gesagt, dass er den zusammenknüppeln möchte und ab sofort Granati unter Vertrag nimmt. Ne, dann ist, also wenn das eintritt, wenn Massa raus ist und Granati weiterkommt, dann ist Massa raus und Granati ist weiter. Dann sehen wir morgen nur Granati. Und werden es natürlich auch casten. Boah, sehr geisteskranke Runde. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, komm, jetzt geiles Ende wieder, zack. Komm, Massa, Identity war gerade so gut. Oh, Hilfe, ey. Die sind alle... Oh mein Gott, ist das nur eng. Ach du Scheiße. Macht sich keiner los. Das ist, glaube ich, nur der dritte, oder? Nee. Oder? Ah, wie sieht's mit dem Speed aus? Oh, der kommt hier! Ja! Ja, noch ein Sechster ist okay da. Boah, Alter. Und Bings war letzter bis dahin. Eine GR ist eine GR. Die sind alle drei gleich auf jetzt, oder? Mit Punkten? Nee, 86, was 86, ist das 84, denn für Alter, es ist so scheiße knapp, Alter, alles tut mir weh. Wir casten morgen natürlich auch, wenn Massa nicht weitergekommen ist, ja klar. Ist denn hier los? Vila Reta darf ja auch das WM-Finale casten, auch wenn Deutschland raus ist. Also das wäre wild. Wir hören einfach auf, im Fernsehen die Fußball-WM zu übertragen, nur weil Deutschland raus ist. Das passiert hier auch nicht. Massa, wie da Probleme beim Start. Aber er saugt ein bisschen. Komm, 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 Windschatten. Oh, das ist schlecht. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren, ja. Mit ganz viel Glück, vielleicht noch ein dritter. Also muss halt einer rausleiten. Ja, Mikvatt! Ja! Oder? Nee, der fährt das immer so. Ja, Pack, leider! Dicke Zeit. Mann, ey, das ist so ein Rumgeschaffel hier. Die sind alle punktgleich fast. Der kommt nicht rein, ne? Doch, du lahme Schwein! Ja! Dicken Nulli! Eine Sekunde. Und auf einmal ist Bings vorne, Alter. Was ist ekelhaft, ey. Eine Sekunde. Das ist vorbei. Und jetzt wir gehen Bolt auf Bolt. Ach du Scheiße. Ach, hat Massa gesagt, er fühlt die nicht, aber er war nicht schlecht. Er hatte gut punkten können die letzten Male. Er geht da jetzt auch für die Safe-Linie bei der Identity, das schmeckt. Spekuliert da mehr auf Fehler, das hat gut Punkte gebracht. Komm jetzt. Wir werden aber auch noch keinen Finalist sehen jetzt vermutlich. Außer einer dominiert komplett. So, wo sieht es woanders aus? Karl Junior, natürlich dreistellig, die anderen nicht zu sehen. Granati auch dreistellig, die anderen nicht zu sehen. Granati dominiert komplett in seiner Gruppe. Geil. Und
Die Gruppe zwischen meinem Mutter Kappa und Affi ist auch sehr, sehr eng noch. Okay, jetzt let's go. Und los. Wichtige erste Runde, jetzt direkt ein Zeichen setzen. Nochmal für die Erklärung, weil gerade ein paar neue Leute fragen. Du musst 120 Punkte erreichen. Das gibt dir den Finalistenstatus. Und du wirst vom Finalist zum Winner, indem du nochmal eine Runde gewinnst. Also 100... Das darf doch nicht wahr sein. Das sind Fehler, die darfst du nicht machen. Nicht im World Cup. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also da das Risiko eingehen, einen Checkpoint zu hitten, das darfst du einfach nicht machen. Mi Quattro aber auch mit dem Fehler. Den kann er vielleicht noch einkassieren. Ja, den hat er immerhin. Aber ob 4 oder 3 Punkte ist halt eigentlich auch Wayne. Die dicken Punkte gibt's vorne. Vielleicht macht sich einer ins Loch, aber... Ah, kann gut passieren. Rings wird's riskieren, weil damit könnte er Pack noch einkassieren. Vielleicht einfach mal beide. Massa mit dem nächsten aber, Fehler. Massa, wie? Ist aber dead. Ich bin dead. Dead. Pack macht ja, den Fehler. Pack macht sich los, halt. Ja. Den überholt er jetzt zwar noch, ja. Oder? Ja, ja. Aber... Boah, macht er den Fehler und ich hatte einen Sechser. Mann, ey. Ah, das ist halt... Ist halt bitter, ja. Nimmst du nochmal 4 mit. So eine Shit-Runde, eine dämliche Runde war das. Es hätten halt 6 sein können, trotzdem Fehler am Anfang. So, Bings jetzt dreistellig, Punkte, 103. Ach ja, Bings, ey, den hab ich auch nicht auf dem Schirm hier. Ne, der sieht auch plötzlich wieder sehr gut aus. Oh, Pack? Oh, Pack, ja, ja was war das? Bremst. So, Checkpoint ist gedodged. Let's go. Jetzt einen flachen Jump. Der war sehr gut, sehr schön. Ah, Pack schöner ist out. Jump. Der Normenfehler. Der ist out. Komm, jetzt da mal jetzt einen Zehner reinschieben. Mann, Bings, wo kommst du auf einmal her? Mach dich ab da! Komm, Loch, 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 Loch. Wasser dürfte mehr Speed haben. Ja, wieder absolut gleich schnell. So, aber hier, die Kurve nimmt Massa mal geil. Der kommt hier immer von weiter oben. Und carried mehr Speed aus der Kurve. Aber nicht gegen Bings, der ist auch einfach schnell. So, jetzt komm, bitte beten, drückt bitte, eure... Bitte, 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 Löcher, Löcher, Löcher. Ja! Yeah! Oh, okay, ich bin noch nicht durch, er ist noch nicht durch. Das ist es, das muss es sein, das muss es sein. Das kann nicht weg sein, Massa. Nein! Oh. Schöner Zehner. Ja, Mann. Und Bings ist letzter. Kommt er noch ins Ziel? Ja. Egal, gute Runde. Komm. Scheiße, ist das spannend, ey. Und Massa damit auf der 2 wieder. Scheiße, ist das eng hier. Frank. Mutter Finalist in seiner Gruppe und Granadi auch. Ach, das wird doch hier noch, das wird doch hier noch ein Unsinn hier. Eieiei. Danke, scheiße. Weg ist ein bisschen... Massa, grandioser Start, Weltrekord-Pace. Naja, Massa geht komplett fürs Movie. Auch wieder geile Landung, oh mein Gott. Echt krank. Aber auch Pack wieder dran, das ist eine kranke Runde. Alle noch drin wieder. Warte. Ein bisschen jetzt behind, aber sind alle noch drin. Die Identity, das ist halt wirklich eklig. Ich glaube, Pack haut jetzt so wieder weg. Wasser sehr geilen Speed hier auch. Bitte gönn noch mal, gönn doch, bitte. Aber Massa jetzt mit der Outside Line. Guck mal, wie viel Speed er jetzt hat. Wie der sich die hier snackt, diese Snacks. Ja, Pack mit mir! Denn er ist jetzt nicht troll! Troll nicht rum, mein Junge! Er geht für den Release! Geil! Ja! Wer ist er denn da? Bings! Egal, er hat's aber nicht weggeschissen, ist okay. Ja, okay. Einen zweiten nimm mit. Besser als da zu riskieren und zu sterben. Ist okay, ja, ist okay. 6 platzieren, 6 platzieren. So, das heißt, Massa kann jetzt mit einem weiteren ersten Platz einen Finalist fertig machen. Bings braucht nur einen dritten. Sehr geil. Granadi hat einen ersten krank. Ist er durch? Granadi hat gewonnen, ja. Okay, das ist richtig gut von Granadi. Holy shit, Granadi ist schon fast durch. Mit Abstand sogar, Alter, krass.
Karl auch Finalist. So, denn es kommen jetzt 10. 10 dicke Punkte. Nein! Nein! Und dann ist es wieder so ein Fehler. Ah, scheiße, ey. Ey, nicht, Wings darf nicht, der darf nicht vorne mitfahren. Jetzt muss Pac-Man ein Zeichen setzen vielleicht. Der ist vorne. Wings jetzt irgendwie Lulli oder sowas. Einfach mal komplett raus. Aber es wird nicht passieren. Gott, ey. Einfach letzter, krank. Boah, Pack fährt aber so geil hier durch die Wall immer durch. Wings ist aber dran, nein. Ja! Ja! Und Bings ist tot. So, jetzt vielleicht aber noch einer schnitzen. Noch ein Schnitzi. Die wollen da beide den Zehner haben. Einer verkackt doch, oder? Wie Quattro, komm, du verdaddelst das doch jetzt, oder? Ihr wollt beide. Gehen beide fürs Movie. Oh. Pack klippt, aber lackt! Ihr passiert eigentlich nicht so viel bei dem Jump. Nein, nein. Ah, ist durch. Ende hat Quattro auch noch nie einer verkackt. Was ist das denn? Pack holt's noch. Was ist das denn? Was ist das hier? 7000stel. Und Bings rein? Ja, scheiße. Aber Bings immerhin nicht Finalist. Bings kein Finalist, ja. 119, ekelhaft. Und wir gehen wieder Map Change. Oh. Und die ersten beiden Maps von Massa gerade waren lecker. Ja, brennt der Baum. Oho. Was kommt jetzt hart? War hart die erste? Ja. Ja, 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 Massa, komm, du warst gerade so geil. Du warst so dick und fett und geil, Alter, komm. Das wird sich hier jetzt entscheiden und danach kommt Poolside, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber hier wird sich das jetzt entscheiden. Hier werden jetzt drei Leute durchkommen. Komm. So, also Bings ist Finalist, egal was passiert, solange er durchkommt. Miquato ist Finalist, wenn er Erster wird. Massa muss Zweiter oder Erster werden. Triple Finalist, wenn Miquato Erster wird, Massa Zweiter, Bings Dritter oder Vierter. Und Pack einfach Letzter. Aber den habe ich noch nicht abgeschrieben. Und los. Wessen Map-Pick war das? Das war von... Müsste Pack sein, oder? Ne, der schlechteste. Miquato oder Bings? Miquato, ja. Quattro hat gepickt. Sau. Also, es kann jeder alles noch gewinnen. Es ist so ausgeglichen. Danke. Ah, Massa mit dem Clip. Verdammtes Elend. Das sind diese Fehler, wo einfach unnötig zu viel riskiert wird. Fuck. Und er hätte schon Finalist sein können, wenn das nicht so oft passiert wäre jetzt in dem Match hier. Er ist kein Finalist für Massa. So, passiert hier vorne noch was? Werden die Finalisten reintrudeln, da muss er ready sein. Ist halt schade, dass er halt letzter ist, ey. Sammelt auch knapp Pack nicht. Pack bleibt hängen! Nee. Das heißt, Pack kommt wahrscheinlich nicht mehr ins Ziel mit dem Reset. Nee. Oh, es wird super eng. Ich glaube, ja. Er kommt nicht mehr. Nee. Komm, Hexenpech. Ja. Ja. Das ist so ekelhaft. Das ist so ein scheiß Reset da. Da kommt einfach nur das GL in den Chat. 118 und 18 Finalist. Das ist ja kompletter Käse hier. Also Massa und Miquattro beide auch safe Finalist, wenn sie jetzt durchkommen. Oh. Aber einer von den beiden soll Gott. Jetzt Erster werden, damit Bings jetzt nicht schon close. Die 4 Punkte werden richtig wichtig. Komm, Dennis. Bings darf nicht Erster werden. War das Bings mit dem Fehler? Ja! Sehr gut aus der Sicht von Massa. Der wird die Runde nicht mehr gewinnen. Soweit können wir uns aus dem Fenster lehnen. Ja. Also Massa nur ins Ziel kommen. Einfach nur ins Ziel kommen. Massa ins Ziel und dann. Hallo? Leckt der Teamspeak wieder? Nee, ich wollte es nicht aussprechen. Achso, ich hab nur gehört. Ja. Kick die weg! Da ist es weg. Massa klippt. Aber ist wurscht. Ja, ist egal. Oh oh, Bings ist dran. Wenn Pack jetzt trollt, ist alles weg. Hey. Pack, nee, bitte. Mach fertig. Nee, das wäre ein Skandal dann. Gott sei Dank, ey. Oh mein Gott, und da wäre es fast noch weg kommt für Bings. Noch rein. Die kommen alle ins Ziel. Also jetzt bricht der Irrsinn aus hier. Stehen für Massa? Jetzt müssen wir stehen. Wir haben gerade nicht gestanden. Wir waren zu faul. Stellt euch hin. Triple Finalist. Los!
Oh Mann, ey. Und einfach Peck letzter. Peck, wenn Peck die Runde jetzt gewinnt, haben wir am Vierer-Finalist. Oh. Mann, das ist so geisteskrank. Massa hat den Start schon verschissen. Jetzt muss er fürs maximale Movie gehen. Kannst du eigentlich nicht mehr aufhören auf der Map. Genau, ja. Wir dann Daumen drücken für Peck. Da müssen wir jetzt eigentlich für Peck sein, dass er die Runde holt. Im Vierer-Finalist. Gott, ey. Selbst mit dem Weltrekord-Run jetzt kann Massa das eigentlich nicht mehr holen. Das ist zu viel. 0,2. 0,3 sogar. Compact. Nur du. Dann hat Massa noch eine Chance. Ach, scheiße, ey. Peck, bitte. Und jetzt bringt... Der soll gönnen. Peck. Das sieht gut aus für Peck. Jetzt hoch, nicht klippen. Oh ja! Gott, okay, doch. Schwachsinn bricht aus. Vierer-Finalist. Oh mein Gott. Haben wir noch eine Runde auf der Map? Ja, ne? Der Schwachsinn bricht hier komplett jetzt aus. Oh mein Gott. Recherchier nochmal. Stellt euch hin. Zu Hause, stellt euch hin, ihr faulen Hunde. Das war, weil ihr nicht alle steht. Stellt euch hin jetzt! Jetzt geht's ab. Eine Runde entscheidet hier. Massa, geiler Start. Voll zur Distanz, die geht. Die Quattro ist out. Server laggt. Aber Massa hat die Kurve hat er nicht gut genommen. Bings ist vorne. Jetzt die Kurve hier. Der Slide. Da kann er so viel aufholen, wenn er den hittet. Ja. Der Server laggt die Scheiße. Laggt die Kacke, alles. Oh Gott, oh Gott. Jetzt ein Monster-Dirt-Part. Komm, Junge. Oh. Oh, ist das eng. Oh. Er ist hinten. Ah, das wird so schwer, ey. Das und Peck so ist so schnell. Ich glaube, es reicht nicht. Ja, one-on-one. Komm, Baby. Stopp ab! Nein, und Peck hat's doch. Das darf doch nicht sein, Alter. Der war so down bad. Ach, Mann, Alter. Der war so down und auf einmal ist er's doch. Mann. Aber jetzt wenigstens Zweiter, komm. Da haben wir ja eh eingerechnet. Das war bitter. Wenn er jetzt hier wieder mit dem Letzten rausgeht, dann geh ich. Dann ist ganz, ganz schlecht. App-Chain, Schmutz. Er muss den Zweiten haben, aber das war die Map, wo er gerade so rasiert hat. Ist es Poolside? Ja! Okay. Dann ist er direkt All-In. Ich hoffe, ihr steht noch. Hallo? Das Warm-Up, ich muss kurz Luft holen. Warm-Up, kurz mal nochmal Luft holen. Kann nicht mehr stehen, Eine Minute kann nicht mehr stehen. Das ist einfach erst gechillt. Und jetzt los. Das geht los. Ich check. Okay. Okay, let's go. Komm, Dennis, ey. Wir haben dir einen zweiten predicted. So ein starkes Match. Der war so gut hier gerade, Da haben Quattro und Bings doch nichts gerafft. Wir den Slide, guck mal, wie er die hier nimmt. Er ist so viel schneller. Ja. Hier und wer ist tot? Wer war's? Guter Part. Miquattro. Miquattro komplett. One over. Ich bleib auf. Nee, ich geh auf Massa. Die drei wären so wichtig. Ah, komm, meine Baby. Hände zittern, alles mir schlecht. Komm. So weit vorne. Er soll bloß schön im Pool eintauchen dann. Nicht zu weit, nicht zu weit. Zu weit. Ah. Oh, der ist so schneller, Bings. Scheiße. Oh, Bings, wie klippst du da nicht? Komm, Dennis. Und eintauchen. Schön weit ausgenommen. Geil. Ja, jetzt ja, abbremsen, abbremsen und eng rein. Scheiße. Verficktes Elend. Nein, das ist weg. Doch, tick den. Oh, geil, ey. Oh, war das wichtig. Oh, geil, Alter. Und damit ist er, glaube ich, wieder in den Top 8. Oh mein Gott. Ja, Alter, was ein Thriller. Ich meine, er hätte auch den ersten nehmen können, aber Alter, es hätte jetzt auch so schlimm enden können.
Alter, ich bin am Zittern. Ich stink wieder wie ein Schwein. Ich muss das Trikot morgen nochmal anziehen. Das stinkt jetzt schon. Oh Gott. Ey, es ist so immer so knappe Scheiße. So, warte mal, wir müssen mal eben gucken aus der Sicht von Massa. Wir gehen mal eben ins Standing. Miquatro und Binks. Ist irgendwer ihm da gefährlich? Binks, Miquatro, nee, beide nicht. Ich weiß nicht, welchen Platz Miquatro gerade gemacht hat, aber ich glaube, es wäre besser, wenn Miquatro die Runde jetzt holt. Weil ich meine, Binks hat gerade ein paar Punkte gesammelt. Also, let's go, Miquatro. Krank, krank, krank. Mann, aber starke Showing, ey. Da hätte er echt fast Pack besiegen können. Ja! Oh. Was ist ja für Binks, ist das ja scheiße. Ach du Kacke. Hier aus, Karl natürlich gewonnen, Brent zweiter. Jesus. Okay, gut, nochmal einen zweiten gesaved. Das ist alles gut, alles gut, alles gut. Schade, dass es nicht gereicht hat, aber... Der hätte auch echt letzter werden können, von daher ist zweiter geil. Ja. Und können wir noch gucken, sind wir das letzte Match? Nee, bei Karl. Die sind alle bei uns drauf. Die sind alle bei uns. Ja, aber OTEC closed jetzt gerade auch. Letzte Identity bei Bobsack, bei OTEC. Ja, der hat's. Okay, alle durch. Also nochmal. Gut, da sehe ich es jetzt nicht, aber Karl Junior gewinnt seine Gruppe vor Brennan, vor OTEC, vor Papu. Granadi hat seine Gruppe gewonnen, das ist richtig gut aus der Sicht von Granadi. Ich switch mal wieder auf uns. Boah, oh, Alter, ey. Willst du wie so ein Schwein? Ich auch, es ist so warm hier. Boah, ey. Und das waren eigentlich auf dem Papier die beiden besten Gruppen oder die stärksten Gruppen jetzt erstmal weg. Eigentlich wären sie jetzt vielleicht der Clip. Den lade ich auf Twitter auf, glaube ich. Was für ein Clip? War der hier. Hättest du eigentlich direkt nach dem Win auf mich geswitcht? Das wäre super bitter. Ja, auf uns beide. Ich habe richtig... Der komplett abgebrochen. Doch, das ist das Kreis. Oh Mann, Alter, das war jetzt immer weg. Geil, ey. Oh, war das wichtig. Das war ja. Oh, war das wichtig. Boah, bin ich am Schwitzen, ey. Oh, Alter. Damit ist er, glaube ich, wieder in den Top 8. Oh mein Gott. Ich brauche den Clip in kürzer für Twitter. Danach labern wir noch so viel rum. Watchful Video, ich mach nochmal einen. Boah, ey. Okay, ich glaube, wir haben nochmal ein bisschen Pause jetzt. Wir haben eh nochmal ein bisschen Downtime jetzt. Wir schneiden ja immer die Top-Highlights zusammen, habe ich gestern gesehen. Die können auch alle wirklich safe kein Deutsch. Da kommt ja, ja. Gestern die Highlights waren wir auch irgendwie. Oh, fick den, fick den. Tona, lädt's einfach hoch. Ach, Mann, ey. Nein, das ist weg. Okay, wie soll ich den nennen, den Clip? Winning Moment oder irgendwie sowas? Wie nennt man so einen Clip? Wie würdest du den nennen auf Twitter? Ja, Master Winning Moment oder so, das ist halt dann geil. Nee, ach so, auf Twitter, keine Ahnung. Ich mach einfach Winning Moment, Big Master, Round 5 war das jetzt, oder? Seriöser Cast oder so. Winning Moment. Hm. Winning Moment, Big Master, Round 5, Trackmania, Grand League, World Cup. Und hier die Trompete. Nee, Fire. Einfach nur ausgehakt. Das war wie so ein Tick einfach nur. Konntest nicht shit, kontrollieren. Das ist Mann, Alter, oh. Hätte auch noch schlimmer sein können. Ey. Das war richtig wichtig. Hätte er da jetzt wieder nur zwei oder einen Punkt gemacht, das wäre richtig bitter gewesen. So, aber updaten die auch schon die Tabelle? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Es war zu kurz jetzt. Ich guck nochmal rein. Ich glaube, damit springt Massa auf jeden Fall wieder in die Top 8. Doch, es ist schon geupdatet. Massa ist auf der 7. Punkt gleich mit OTEC. 15-15. Ja, Granadi ist 4. Punkt gleich 12. Mit Affi. Also für Affi sieht's echt gut aus. Für Granadi und Affi natürlich. Aber Massa wieder in Top 8. Und die nächsten beiden Gruppen werden eigentlich leichter. Das Schlimmste hat er eigentlich hinter sich. Wenn er jetzt nicht trollt, dann steht das Ding. Weit gut mit Binks, dass er zum Teufel gegangen ist. Ja, stimmt. Wenn Binks den einen Punkt mehr gehabt hätte, wäre er auch wieder dran. Ah, das Ding ist, wird's das Krasse ist, er hat halt 3 Punkte Vorsprung vor Binks, aber nur ein vor Twin. Dieser eine Platz.
3 Punkte aufholen ist nicht so leicht, also von Binks jetzt wieder da reinzukommen, aber Tween hier 8-9 und so ist halt absolut spicy. Boah. Ging der Tweet durch? Ja. Ich hau's euren Chat, wenn ihr rein supporten wollt. Komm rein. Geh mal bei Fibu und Bruder, lass das auch mal hoch. Eieieiei. Ja, hallo? Alter Schwede, bei uns sind Sachen passiert. Habt ihr den Clip gesehen? Ja, ich hab rüber geswitcht bei euch gerade. 9000stel. Aber hast du auch den Clip gesehen? Nee, ich hab nur nur das Ende gesehen. Guck den nicht. Guck den einfach nicht. Ich schau ihn mir an. Hab's gerade reingeschickt. Oh mein Gott, ey, das war 4er Finalist. Achso, doch. Vorher. Hat's kurz ausgehakt bei uns. Was ist das denn? Generation X halt. Keine Ahnung, es ist halt, was soll ich da sagen, Alter? Kann man und das war wie so ein Tick. Ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Der hätte auch noch was anderes passieren können. Was ist da denn los? Emotionen respektieren. Ja, im nächsten Clip wird sich einfach das T-Shirt vom Leib gerissen oder so. Es hätte halt echt passieren können, dass er einfach das T-Shirt zerreißt. Um Gottes 7 Days. Perfekt. Ach du Scheiße. Aber das war irre bei euch da mit dem Quadruple Finalist. Massa hätte die Runde gewinnen können, dann dachten wir schon, er ist weg und er macht nur 2 oder 1 Punkt. Mal gucken, ob ich morgen einen Brief im Briefkasten hab. Alter. Eieiei. So, jetzt haben wir wahrscheinlich eine längere Pause, oder? War gestern oder so? 17:20, oder? Hat er geschrieben. 17:20, ja. Okay, halbe Stunde Downtime. Ah, ja. Genau. So, dann stalken wir mal auf Twitter. Wurde da irgendwas gepostet? Von irgendwem. Nee, Massa nix. Ich glaube, der wird heute auch nichts mehr posten, bis vorbei ist. Boah, aber Granati, da der Gruppenwin, der war sehr super gut. Super wichtig. Super wichtig. Also für den sieht's richtig gut aus. Ich glaub, nee, da ist eigentlich, rechnerisch ist der schon drin. Hat das eigentlich schon geschafft? Weil er 2 Punkte macht er ja sicher. Ja, nee, oder? Man braucht 2,5 Punkte, das sind 20 Punkte und die hat er jetzt durch die Teilnahme schon. Ja. Granati hat gerade getweetet, oder vorhin. Third Match win, let's fucking go. Ja. Massa hat die schlimmsten beiden Matches hinter sich. Er hat jetzt nochmal gegen Mime und dann nochmal, wo Granati auch in der Gruppe ist. Da kann Granati mal gönnen, wenn er eh durch ist. Das soll gönnen, das soll gönnen. Die sitzen nebeneinander, die sollen sich aufspringen. Also ich rechne das gerade alles nach. Er kann nicht mehr Top 9 werden. Und Massa muss schwitzen. Kann ich Twitter-Link schicken von Big? Haben die auch nochmal was gepostet? Die ganzen DX-Gifs, also Alter, Big geil. Hat retweetet. Der Clip ist so. Wir waren so am Zittern, ey. Mein Trikot stinkt so. Ich hasse. Deswegen trage ich nie Trikots. Wenn du da reinschwitzt, das stinkt einfach. Ja. Das ist bei so einem Baumwoll-T-Shirt nicht oder so. Deswegen trage ich nicht gerne Trikots. Ich werde hier morgen stinken wie ein Schwein. Boah. Aber im Allgemeinen war die komplette Runde extrem stacked. Ich glaube, irgendwie im Karl-Match war es auch irgendwie Triple Finalist. Ja, also das war ultra knapp. Ey, es war das ganze Match über, war das knapp. Beim Granati-Match war auch, nachdem Granati gewonnen hat, Triple Finalist. War komplett irre überall. So, wir sind noch zu sehen. Ach Gott, Alter. Was war das? Die ganze Zeit in meinem Trikot gerochen. Was? Nein, ich stinkt so, Alter. Wo es geht eigentlich. Ich mach gleich nochmal schon ein paar Föhr drauf, aber morgen wird das so ekelhaft sein. Wir sitzen jetzt hier noch 2,5 Stunden. Und morgen dann der absolute Thriller. Also was hattet ihr rechnerisch gesagt, mit wie vielen Punkten ist man durch? 22? 2,5 pro Match, average. Okay. Also 21, 22 Punkte, sowas. Also heißt nee, für 20. Massa noch einmal Zweiter werden, noch einmal Dritter werden. Ja, genau 20 braucht man. 20 braucht man, okay. Massa einmal noch Zweiter und einmal noch Dritter, das ist doch drin. Gegen Mime, gut, kann man verlieren. Aber danach die Gruppe war, wer war in Match 4 nochmal? Granati, Aurel und Kappa, glaube ich. War Match 4, oder? Also Granati, Massa, Brenn, Kappa. Granati, Massa, Ren, Kappa. Und die sind relativ weit hinten. Also das muss doch mindestens ein Zweiter sein. 1-2 für Deutschland, dann steht das doch. Deswegen dieser eine Platz hier, der 9. mit Tween, 14 Punkte. Das ist halt so eng. Danach Bings direkt 3 Punkte schon hinter Massa. Tween muss halt nochmal richtig verkacken, dann sieht's richtig gut aus.
Boah. So, wir sind wieder drauf. Papu schon raus, ja, mit 7 Punkten. Also ich glaube auch nicht, dass Kappa, wenn er jetzt zweimal Erster wird, hat er 18 Punkte. Das wird auch kaum reichen. Und mit Quattro, Kappa, Papu. Also ich glaube, die unteren drei, die werden schon extrem schwer haben. Oh, das wäre so schön, die beiden morgen noch mal gibt zu einen neuen Karl-Clip, wie er es einfach noch hinnimmt, dass er gewinnt. Der ist gut, wenn er wieder da sitzt. Moment, ich zeig's im Stream. War... einfach so hin. I don't know. So ein Sch- das ist doch nicht wahr, der Typ. Oh wee. So ein Chef, ey. Du sitzt einfach nur da. Ey. Oh wee. I don't know. Er chillt da so. Er chillt einfach nur so. Ich bin gar nicht, ne? Das ist... Wir haben vorhin auch den Clip gezeigt, wo Carl Jr. erklärt hat, warum der keinen Good Luck wünscht. Hinter den? Ja, das ist das Beste. Hab ich in unsere Gaming-Night-Gruppe da reingeschickt. Der wird noch lustiger, weil es halt stimmt, so. So, Match 3. Also, Massa muss gegen Mime dran, der gerade im Overall-Standing Dritter ist. Hinter Peck und Carl Jr. Also, Mime eigentlich Favorit in der Gruppe. Massa ist auf der 8. Aurel auf der 11 und Papu ist dead last mit dem 7. Platz. Also eigentlich müsste Massa hier die 3 Punkte für den 2. Platz mitnehmen können. Das wäre geil. Oh, Xerti hat wieder ein Multi-Twitch-Ready gemacht. Dankeschön, Xerti. Auch, dass du immer die Timeouts hinnimmst. Sehr geil. Okay. Wenn Massa es jetzt schaffen sollte, hier direkt 3 Punkte mitnehmen, dann sieht's gut aus. Boah, jetzt Map-Pick sogar mit einer Grafik. What? Oh, krass, wird immer krasser, ja, Mr. Toner. Einfach on the fly jetzt, oder was? Hey! Wo sind wir denn hier? Open Original. Ups. Sag ich auch mal eben im Stream. Poolside, New School, Quicksand. Das hätte ich mir auch vorher schon gewünscht, so ein Ding. Ja, Massa nimmt jetzt Poolside. Saubere Entscheidung, würde ich sagen. Krass, Massa band die Map, die er vorher gepickt hatte. Ja. Also sehen wir Bobsack. War Massa gut, Poolside war Massa sehr gut, New School war Massa, ja, geht, Quicksand. War aber Massa Schrott. Ja, war der Schrott. Der war Schrott, ja. Und Hard war Massa auch gut, randomized Maps. Also ich würde Massa hier auch einen ersten zutrauen gegen Mime. Aber der zweite muss es werden. Also rein rechnerisch reicht es, wenn Massa hier oder im nächsten Match Dritter oder Zweiter wird. Er muss einmal Dritter werden, einmal Zweiter. Dann hat er es theoretisch. Wenn er zweimal Zweiter ist, dann ist er safe durch. Wenn er die Gruppe jetzt hier gewinnen kann, sieht es richtig gut aus. Granadi ist schon so gut wie durch. Oder ist schon durch. Sind wir schon live? Schon live, oder? So aus, ja. Lol. Im Chat steht jetzt nichts. Hä? Ich weiß jetzt nicht, aber ob Massa die fahren, und Papu aber... beide Nulli? Was war denn das jetzt? Geht einfach wieder live, Alter. Der Server geht vor einer Minute online. Ja. Geht auch keiner LGF im Chat. Ich weiß nicht, ob live ist, aber... Also ich hoffe nicht. Ne, Massa trollt da gerade irgendwie rum. Das ist, glaube ich, noch nicht live, oder? Ne, okay. Dachte schon, ey. Und kaum Zeit gehabt, auf den Server zu connecten. Okay, dann nochmal Daumen drücken. 20 Sekunden Warm-up, dann geht's los. Mime, der Favorit in der Gruppe, Aurel und Papu. Eine ganze Ecke hinter Massa. Papu sogar overall letzter, mit Abstand. Er hat nur 7 Punkte aus 5 Gruppen geholt. Das ist krank. Also, wenn er jetzt mal, also 5 Punkte hast du automatisch, wenn du letzter wirst. Und er hat nur 2 mehr sammeln können. Das ist schon bitter. Aber auch krass, was mit Papu passiert. Trainiert er im Moment auch nicht so viel, weil der war halt vor 2 Jahren absoluter Topfahrer. Wandelbank.
Stimmt, es ist sogar aus 6. Das ist ja schon Match 7 jetzt. Der hat 7 Punkte aus 6 Matches. Der ist nur einmal Vorletzter geworden und sonst jede Gruppe Letzter. Also das ist bitter. Wie wichtig wäre hier jetzt mal ein erster Platz. Also mein ist halt auch krank, ey. Der war letzte Season war der Rookie. Jetzt ist er hier wieder Top 3, Top 4. Einfach so. Hello Typ. Machst du also Zweiter, sollte schon. Ja, also Aurel ist gut hinter ihm, Papoot dead last. Mime ist stark, aber vielleicht kann er den auch mal jetzt schlagen. Maps sehen nicht schlecht für ihn aus, aber Zweit muss er hier machen. Ja. Es geht los, auf geht's. Gruppe 7 von 8 für Massa. Let's go. Borel schon tot, ein bisschen. Ja. Mime ist out. Ja, Aurel hat auch schon gut unten lassen und Papu ist letzter. Der macht noch Fehler, der ist es diesmal nicht. Okay, scheiße, er ist krass gerade. So. Aurel kämpft sich auch nochmal ran. Er hat den Ice Slide verkackt, okay. One on one. Ah, Papu ist eigentlich schon durch, außer er verkackt jetzt am Ende. Massa hat mehr Speed. Ja! Ja! Toll! Super, super. Und der Papi verschenkt die Runde. Zehner einkassieren, jetzt keine Faxen. Nee, das sieht gut aus. Sehr gut, direkt ein Zehner, komm, schön. Ja, Zehner. Und Mime ist dead last sogar. Der Favorit in der Gruppe eigentlich. Geil, weiter so, komm! War schon krass, hat Papu auch nicht viel trainiert, auch wenn nicht. Das ist halt schon bitter, dass zwei ehemalige absolute Topfahrer sein, die haben keinen Bock darauf und die sind irgendwie so burnt up von Trackmania und sagen, das lohnt sich nicht, wir trainieren nicht, das ist halt schon schade. Der Start von Papu ist aber stark. Oh, was ist das für eine Linie von Massa? Eieiei, das war nicht gewollt. Ja. Ob er da noch einen einkassieren kann. Er ist nicht komplett tot, aber es wird auf jeden Fall schwer. Ja, Papi, bisschen Probleme. Ich kann da vielleicht ein bisschen mit einem guten Eiset rankommen, aber. Aber am Ende ein Hebels. Einer wird sterben. Mime oder Papi? Papi. Ja. Bis down, aber vielleicht noch jemand. Komm, gönnt, oh, Mime komm, hat eine ja, komische gönnt. Linie. Mime hat eine ganz komische Linie. Gönnt, der kommt nicht rum, oder? Die sind alle down! Nein! Was ist das für ein Scheiß? Mann, sterben! Mann, das darf man nicht machen. Das ist was war das? Er hätte noch einen ersten nacken können. Ach Gott, das war ein Zehner. War alle stolpern da. Das ist einfach der Stolperdraht und jeder fällt drüber, obwohl die 80 Stunden trainieren. Oh, das wäre so ein krankes Geschenk gewesen. Fuck. Und er macht dann selbst den Fehler. Sinnlos. Darf doch nicht wahr sein. Alle einfach down. Boah, schön genommen von Massa. Aber die anderen haben ein bisschen mehr Speed. Ja. Ah, dass er da nicht klippt, ist lucky, aber wieder nicht gut genommen. Mime, oh, Mime macht sich schlapp. Boah, Mime, Niveau ist aber gerade eine Katastrophe. Alter, shit. Ein Shit-Game. Also Papu sehe ich hier und wieder nicht durchfahren. Ne, einer wird da jetzt trollen. Komm, Massa. Was macht Papu da? Alter, was macht der denn? Der das ist ein Identity Pranker, ist ein überhaupt Pranker. Gar nicht. Und Aurel? Der gönnt nicht, der gönnt nicht. Ne,
Ah, komm, zweiter nehmen wir mit. 6 Punkte ist okay. Auch Katastrophenzeiten eigentlich. Also, was ist da bei Papoulos? Der macht den Start richtig gut und bei der Identity stirbt er jedes Mal. Oh Mann, ey, das hätte der 10er gerade sein können. Okay, aber er ist vorne noch zusammen mit Aurel. Niveau sieht, also wir haben es euch ja gesagt, das Niveau von Gruppe zu Gruppe sollte schwächer werden aus Massa-Sicht. Bis jetzt ist es so. Das sind Fehler, die wir hier gerade bei der Mutter, Gwen und Karl-Truppe nicht gesehen haben. Was, scheint das irgendwie gar nichts richtig zu raffen, was er da machen muss am Ende. Ah, er hat trotzdem 19 Punkte. Er hat ja trotzdem, weil die anderen aufverkackt haben, hat er hier die Punkte mitgenommen. Oh, was ist nicht so Probleme, ne? Das sieht gar nicht gut aus. Und zwar so gut auf Babsack heute. Vielleicht war die Pause doch zu lang. Ja. Ich hab so ein bisschen Hoffnung auf Poolside. Da war er heute geil und gestern geil. Ja. Als raffen es mal alle, oder? Könnte da jemand noch? Nee, oder? Reicht nicht mehr. Scheißendreck. Okay. Boah, das war eine sick. Oh mein Gott, das war krank. Weiter Weltrekord. Ach, was war das? 009 war WR? 100903, ja. Boah, schnelle Runde. Und 1010117 war dahinter und der hat gerade eine 12 oder so. Oder 14. Krass. Okay, war nicht stark, aber. Jetzt aber los. Es ist noch saueng. 25, 24, 23 und Favorit meinem 20. Und das war die Map doch, Massa. Komm, Poolside. Jetzt so zaubern wie eben. Einfach jetzt nach Hause fahren, das Ding. Wenn er den ersten macht, ist er eigentlich schon durch. Zweiter Platz wäre auch sehr, sehr gut. Aber in der Gruppe muss er einen zweiten machen. Dann wäre Papus eh schon ausgeschieden. Mach doch Massa jetzt nicht das Leben noch schwer. Aurel mit einer schlechten Performance hier eigentlich auch schon raus. Aber der hat nur 12 Punkte, glaube ich. Oder 11 sogar noch. Nein, Massa. Fuck, Junge. Meinem auch, ne? Jo, meinem ist sogar komplett hängen geblieben. Krass, wenn er halt mit so einem Atomfehler dann trotzdem nicht letzter wird, ist es eigentlich immer gut. Ja. Ein dritter oder vierter ist halt auch nur ein Punkt Unterschied, ja. Aber who knows. Vielleicht ist das der eine, der reicht am Ende. Oh Mann, oh Mann. Mal gucken, Aurel oder Papu, vielleicht trollt er ja noch einer. Ja! Ja! Massa hält wieder die Hand auf. Was ist denn das für ein Match? Das ist ja Schmutz. Kein Vergleich zu den ersten Matches. 4 Sekunden ist Massa hinten. Trollt Papu das noch weg. Er kann es so Leute. Safe machen. Nee, das kann er nicht. Macht das safe. Dass er dann doch erfahren genug. 6 Punkte für den Fehler. Er muss den Checkpoint Reset machen. Nehmen wir absolut mit. Das nehmen wir absolut mit. Okay, weiter. Das Match ist echt harte Kost hier, ey. Ja. Sieht's denn aus? Granadi führt wieder seine Gruppe an. Formi Quattro Mutter Otec, der ist heute da. Peck führt mit 30 Punkten, nächster hat 18 und Karl Junior, brauche ich euch nicht erzählen, der ist erster. Der macht 8 von 8, wenn wir so. Also Bock machen, die einfach alle zu fressen. Er hat halt echt keinen Gegner. So, das war wieder nicht gut von Massa, aber er hat ja ein bisschen mehr Speed, kommt dadurch wieder ran. Ja, schöne Passage hier. Yes. Und da bleibt Aurel hängen. Und der. Ja. Nee, er ist aber knapp hinter Massa. Er führt nicht. Papu führt sogar. Aurel ist raut. Genau, wir müssen Twin im Auge Papu behalten. Jetzt. Der ist ja direkte Kontrahent. Der ist gerade Dritter in seiner Gruppe. Oh, Massa, das war sehr close. Ja! So, fahrt nach Hause. Er hat Platz. Alter, er hat gut Platz nach hinten. Oh Gott. Jetzt abbremsen, schön tief rein, sehr gut. Jetzt nicht wegsliden, er hat's. Geil gefahren. Ganz safe nach Hause, schöner Zehner. Komm, Junge.
Ja. Sehr stark. Oi, 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 oi. Boah, da passieren aber echt sehr viele Fehler gerade in der Gruppe. Wäre lustig, wenn Karl hier in der Gruppe wäre. Aber 10er gönnt. Alles gut, alles gut. Was sei jetzt erster, ist alles gut. Apu auch 39. Apapu ist halt schon raus. Da braucht man einen guten Start. Nicht, dass er mal so hinterherfahren muss. Ja, ja, ja. Das war gut. Damit er jetzt hier seine Kurve gut kriegt. Ja, ja. Ja, ja, safe. Oh, fliegt der da aber vorbei. Ja, ey. Genau das. Genau so. Genau so wollen wir das sehen. Genau so wollen wir das sehen. Macht ja gut. Das wird eine Bombenzeit. Aurel schon wieder raus. Ein paar Pus dran. Papu geht hier für die Outside-Line. Ist aber ungefähr gleich schön. Das wird eine Bombenzeit, wenn er das durchmacht. Oh, gerade noch gedodged. Oh, das ist mal eine geile Runde jetzt von allen. Ja. Aber jetzt nicht zu viel wollen. 0,1 vorne. Gott. Gute erste Runde. Das ist so ein wichtiger Zehner, wenn alle durchkommen. War auch geil. Und Papu rutscht weg, Papu rutscht weg. Und ja, er hat's. Geil, er Junge. Boah, 1:11:0. Holy shit. Mega Zeit. Wer fünfter Weltrekord? Geil, komm, ey. Nee, sechster. Aber trotzdem krank. Trotzdem krank. Ja, Mann, super. Aber echt mit Abstand die beste Map von Massa bislang. Beste Map von Massa. Der soll die durchpicken jetzt. Ich hier diesen Forest-Scheiß da. 49 bei Massa, 45 bei Papu. Papu soll gönnen. Start nimmt er halt auch so gut. Ist hier die geile Outside-Line. Abstand seine beste Map. Und runter. Das ist so wunderschön. Was macht Papu da? Geil, das wäre eine wichtige Runde. Papu ist ganz weit hinten. Ja, nein, mit einem Landefehler. Ist, glaube ich, in die Bande gesprungen. So cool bleiben. Ja. Nice. Aurel kommt doch mal, aber. Na, Aurel ist ihm aber jetzt erstmal nicht gefährlich. Oh, wird das eng. Ist aber krass von Aurel, ey. Oh, das hat. Ja, ja, ist okay, ist okay. Dreckschwein, wirklich, aber hat er gut gemacht. Ist okay. Aber Papu, nur 3 Punkte. Komm, was er genau, er macht da weiter, wo er vorhin, er hat vorhin auch stark gestartet und hinten raus wurde es dann noch knapp. Einfach so jetzt mal durchziehen. New School, da habe ich immer Angst auf der Map, das ist entweder komplett Hit oder komplett Miss. Ja. Und der Favorit Mime aus der Gruppe ist schon leicht abgeschlagen hinten, 37 nur bei ihm. Aus, Karl frisst Menschen. Weg. Führt auch. Ja, die setzen sich halt überall durch, die Leute. Granadi. Führt auch. Was? Der zieht voll durch, ey. Mutter letzter. Okay. Okay. Granadi so drückt. Und los. Boah. Ich dachte, da war es schon wieder vorbei. Ich auch, ey. Aber das war halt Maximallinie hier. Was ist denn jetzt hier los? Das Gute aus Massas Sicht gerade. Karl Junior weit vorne, danach Binks und der direkte Kontrahent Tween ist gerade letzter. Das ist ja hervorragend. Also wenn Tween nur einen dritten oder vierten fertig macht und Massa den ersten oder zweiten, dann sieht es richtig gut aus. Das ist auf einer geilen Runde, sehr, ey. Sehr schön. Das soll jetzt bitte nicht choken, das ist eine überragende Runde. So, aber jetzt zittern. Boah. Der Kack-Eisleit hier am Ende. Hier ist er schon 4-5 Mal rausgerutscht. Boah, Aurel, Alter, Hilfe. Aber Massa. Hat er.
Hat's. 10er, 10er. Sehr, sehr schön, boah. 10er, 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 10er. Geil, ey. Ich will Massa ist Jinx, da, er ist da, er ist da. Also eigentlich ist er schon gewonnen. Eigentlich. 65, mein 25 Punkte dahinter. Boah, Alter, geht er da aufs Risiko, das ist so geil. Ah, nein! Der klippt dann im Arsch. Scheiße! Aber ist noch nicht so nein, komplett tot. Ist noch einigermaßen dran. Mit einem dicken Ende kann man das noch holen. Ah, da hat er viel Speed verloren, das war Arsch. Nee. Ah, Aurel auch? Ja, Aurel auch ein Fehler. Ah, den kassiert er wieder. Da hat er jetzt gerade den Gear Change da auf Plastik gehabt und das kostet dich halt alles, wenn du dein Gear nicht halten kannst. Da pose ich auch noch mit einem Schnitzer. Meiner Schnitzer doch wirklich noch, oder nicht? Wo rutscht? Das muss einer wegrutschen hier am Ende jetzt. Oh, Mime hat, glaube ich, ein awkward Setup. Yes. Ja! Gönni, Gönni! Geil, Papus down. Zweit nimmt er noch mit. Sechster mitnehmen für so eine Kackrunde. Super, super, super. Schön, nehmen wir absolut mit. Nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. Und Mime kriegt den ersten, der schon relativ weit hinten ist. Nice. Let's go. Oh, wer war das? Papi. Papu komplett dead. Papi war's, der macht sie los. Geschenke. Ab. Ah, Massa führt aber jetzt. Ja. Meinem auch mit einem Fehler. Eigentlich muss man schon sagen, dass Massa hier gewinnen muss, eigentlich overall, wie es aktuell aussieht. Also Massa ist der beste Fahrer. So ein Vierer jetzt nochmal, dann ist es schon sehr, sehr geil. Bleib cool. Rutsch. Schön. Ja, er macht das so stark. Ja. Schön, Mann. Wieder plus 10. Mein Gott, das sieht richtig gut aus. Punkte Vorsprung. Das ist nice. Wieder vorne dabei. Ah, gefällt mir der. Boah, ich hab Angst, ihr was falsch zu sagen. Ich will es nicht wieder jinxen. Das steht doch hier. Granadi wird aber langsam aufgeholt in seiner Gruppe. Karl Junior führt natürlich mit Abstand. Wie sieht es bei Twin aus? Wo ist Twin? Twin ist letzter. Twin ist dead last. Der ist gewaschen. Ja. Das könnte die Vorentscheidung sein, wenn Massa hier weiter durchzieht. Mime ist dead. Wo Massa? Nein, ja! Aber Papu auch. Nochmal rutscht gegen weg. Beide das fast gleiche Setup. Oh, schade. Ey. Ach, Dreck, ey. Da kriegt er das Geschenk. Aber kannst. Ja. Und Papu kommt gar nicht mehr um die Kurve. Der ist komplett down. Der ist tilt. Der ist komplett tilt. Hallo! Der sitzt da wieder. Puta! Ja, Pute! Egal, passiert. Wenigstens nur einmal weggerutscht. Der Rest war top. Wieder eine starke Map. Ja. Sehr gute Map. So, und jetzt gehen wir auf eine Map, die wir. Haben wir die schon mal gesehen von Massa? Ich glaube, die sehen wir zum ersten Mal sogar. Der schnelle Sand, Quicksand. Geht. Ich meine, er war hier aber auf jeden Fall nicht trash. Am Anfang gab es früher die Bäume, die haben sie mittlerweile weggemacht.
Gestern waren die auch schon. Okay. Gestern haben wir die, da war der schauderhaft schlecht. Oh, scheiße. Aber eigentlich in der Grand League, da war es okay, aber gestern war der Müll. Aber er hat jetzt Momentum auf jeden Fall und er hat einen guten Vorsprung. Und jetzt hier konstant als Zweiter nicht wieder lecker. Gönn, gönn, gönn. Okay, ist weg. Bin's allen. Mag die Map irgendwie nicht. Okay. Eine schöne enge Runde. Aber das ist hier jetzt der Eisleiter, der entscheidet super viel. Wenn wir da Räder gerade stellen, ist allerdings safe. Ja, sehr gut. So, mal gucken, wer jetzt hier den Ramp Cut macht. Wasser nimmt ihn nicht. Aber meinen den. Dadurch das Early Landing kann der schneller beschleunigen. So, aber Maska war hier gut. Maska war gut im Identity Risken. Kriegt er da einen Puppy noch? Ne, nimmt viel zu viel Rough mit. Das wird einkassiert. Geht so wenig, weil der die ist so kacke. Bitte. Oh Gott. Das ist Mimes Map oder Mimes beste Map. Der kann sich hier wieder komplett rankämpfen, wenn er jetzt durchzieht. Und Mime ganz plötzlich wieder auf der 2. So, das kann so schnell gehen. Neuntausendstel. Am Start nur dahinter. Ah, ich hab's kommen sehen. Shit. Aber Papu ist auch dead. Nee. Massa ist mehr dead. Wird ein bisschen gekriegt. Kommen die anderen auf jeden Fall ran, glaube ich, auf der Map. Mann, ey. So ein Vorsprung kann halt so schnell weg sein, wenn du richtig kacke auf einer Map bist und einer ist richtig krass. Nein, der Team ist wieder dead. Mann, ey. Seit 12 Jahren zahle ich, der wird immer schlechter. Oh, Mime dead. Mime ist komplett tot. Und Papu auch! Er stürzt ab! Master kriegt wieder Geschenke! Geil. Jetzt behalt das aber auch und gib's nicht weiter. Und ob Aurel auch noch eins für Master hat? Lächerlich. Ey, fährt er durch. Geil. Sechs Punkte. Nimm da die mit, nimm die mit, ey. Mann, 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 hat der ein Glück. Geil. Weiter, so komm. 95 bei Massa. Er knackt jetzt gleich die dreistelligen. Go, let's go, let's go, let's go. Aber ja, Mime ist out. Schön. Oh, der wird jetzt auch ein bisschen chillen, so dann. Oh Gott, raus. Ja, Mime ist out. Wird tendenziell vielleicht gar keinen Finish mehr gucken. Oh ja, das ist echt sehr weit hinten. War es schon wieder Finalist. Was ist los? Echt? Ah ja. Alter, der ist wahnsinnig, Mann. Oh, Massa, was ist das denn? Massa macht sich hoch, Alter. Ho! Massa für die Fans. Hat er einfach den Ice Light nicht bekommen. Was war denn das? Aber Massa, aber Mime ist trotzdem noch hinter ihm. Ja. Hier wird halt am Ende auch nichts passieren. Hier klippt keiner, hier schnitzt keiner. Granate jetzt auch in den 100 Punkten. Nice, nice, nice. Vorplatz. Das ist ein dritter für Massa. Paul ist Finalist und der andere hat irgendwie 80 Punkte oder so. Das ist eigentlich ein Quatsch. Das ist echt wahnsinnig. Aber das Gute ist da, Tween ist noch, nee, ist nicht mehr letzter. Kappa ist komplett dead. Der hat nur irgendwas in den 60ern. Nee, Tween hat 55, der ist noch mehr Schrott. Achso, das sind 5, ich dachte 85 hätte ich da gesehen. Nee, geil, 55. Okay, trotzdem gut aus Massas Sicht. So, jetzt komm. Jetzt nochmal ein 10er oder ein 6er mitnehmen. Karl Junior close das jetzt gerade. Massa wieder mit dem Clip, verdammtes Elend, ey.
Na, Karl hat's nicht. Nee, hat's nicht. Was, das Start hier ist aber auch echt auch kacke. Ist eine Kackmap von ihm, glaube ich jetzt. Aber ist das schon die vierte oder dritte Runde? Ich glaube, eine haben wir noch, oder? Ich weiß nicht. Ich bin gerade auch nicht sicher. Aber egal, Quicksand abhaken. Hier ist er wirklich Trash. Und vierte, dann ist er halt überragend. Okay, dann gehen wir wieder. Weg mit Scheiße. Dann gehen wir wieder rein in die Map Rotation. Oh, Mai mit dem Fehler. Kommt Massa da dann noch ran? Ne, wird er glaube ich nicht mehr kriegen. Ne, ist zu weit weg. Vorne passiert kein Fehler. Nein, vierter für Massa. Also er hat noch einen kleinen Vorsprung, aber die Map war nicht gut. Karl kann jetzt entscheiden. Er ist schon wieder das zweite Runde Finalist auf Poolside. Noch kein anderer dreistellig Punkte. Das ist so krass, ey. Jetzt hart fühle ich aber eigentlich auch. Aber da sind, glaube ich, die anderen auch ganz gut. Ich glaube, mein war auch nicht schlecht auf hart. Aber Massa war hier auch stark. Hat ja auch ein paar Banger-Runden. Ich glaube, es wird close hier. Mein ist Hubert, ja, stimmt. So, wie sieht's hier aus? Massa dreistellig. 102, dann Papu 89, 87 Bau Aurel und mein. Knappes Ding. Massa jetzt zwei schlechte Runden hat, sind die auch wieder an ihm dran. Aber hart war gut von Massa. Ja, die 100, wie Quattro 94, 83, 8. Auf geht's. Massa kann das hier closen auf hart. War schon ein bisschen raus. Okay, okay. Meine das ist halt die Linie da. Stark. Er soll gönnen. Wird schwer, das noch aufzuholen. Ja. Der Übergang jetzt hier muss sitzen. Ja, der war sehr stark. Das war gut, das war gut. Komm, jetzt direkt ein Zehner. Ende ist sein Ding hier eigentlich. Das war auch gut, das war auch gut. Ja, da kommt keiner ran. Er hat's ja, schön, Junge. Ja, ja, geil. Ja, 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 ja. Let's go. Ja. 8 Punkte fehlen ihm noch zum Finalist. Komm, weiter, so weiter, so, so stark jetzt. Schön, Mann. Aber wie sieht es in anderen Gruppen aus? Granati 111, da kommen jetzt aber doch die Leute ran. Miquato 104. Karl hat noch nicht closen können. Und Peck führt die andere Gruppe. Aurel wieder da ein Fehler. Genau an der gleichen Stelle wie gerade. Frank. Komm mal, noch mal Back-to-Back 10er. Einfach schon mal Finalist platzieren. Das wäre so lecker. Am Ende ist der so geil. Ja, One-on-One vorne. Ah, der Übergang war nicht so stark. Und Papu. Schenk doch mal. Ist ganz schön weit. Nicht zu weit. Ja, weit. Kann man nicht holen. Oh! Ah, okay, aber ein zweiter. Ist damit auf jeden Fall nächste Runde Finalist, wenn er ins Ziel kommt. Ah, ja, ich will. Der Mutter ist echt ein bisschen behind, so hätte ich gar nicht gedacht. Granati Finalist. Muss noch ganz schön schwitzen. Ja, krass, ey, Mutter. Hätte ich auch nicht gedacht. Granati Finalist jetzt. Nice. Karl hat noch immer nicht closen können, solange er dann chillt ein bisschen. Du machst da Finalist jetzt und dann einfach nur safe sein. Was soll das? Ja, das ist egal. Egal. Ja, ist eigentlich wurscht, er hat Finalist. Jetzt natürlich noch wichtig, dass Papu nicht Erster wird. Wird er wahrscheinlich nicht. Die Runde danach muss sitzen. Es sieht so aus, als würde Granati das Ding gerade closen.
Er ist vorne, so nice. Er ist sogar weit vorne. Und Karl wahrscheinlich auch. Wir sehen es ein Doppelfinish wahrscheinlich auf den anderen Servern. Granati, letzter Ice Slide auf Slalom. Granati hat's nicht. Doch, er hat schneller. Nee. Aber kommt er da rum? Nee, Granati verschenkt es in der letzten Kurve. Mutter hat's unangenehm, aber Alter. Aber Karl hat's, Karl ist durch. Fuck. Karl, 7 von 8. Der ist so krank. Dreck 4, wirklich, also... Okay. Ah, gut, Papi. Papi ist komplett dead. Warte mal, was macht der denn? Er kommt aber noch rein. Oh, schade. Ah, okay, Papi ist nur ein Dreier. Massa-Finalist. So, los jetzt, Alter. Komm mal. Wie viele Freiversuche hat er? 2. Ja. 2 Freiversuche hat er. Kann er jetzt direkt closen hier auf Hard? Komm, Massa. Super Match von dem. So. Oioioi. Das ist alles ein Auto. Ja, das sieht gut aus. Ich fühle die Runde sehr. Ich auch. Der Boost Strike doch hier mal beim Übergang, oder? Den rafft er aber nicht, oder? Ja! Ja! Okay, doch. Ja? Kommt da rum. Gott, komm, wird, komm, irre, komm! Es wird irre. Ohne stehen. Ich bin so entspannt, ich sitz. Ja, es ist... Ich könnte alles so kloppen hier. Machen sich alle ab und Papi gewinnt. Das ist natürlich sehr unlucky. Mann. Fuck. Scheiße, ey. Scheiße auf Digga. Der Clip. Oh Mann, ey. Und Map Change. Mann, fuck! Der Fehler war kacke, ey. Mann, das wär's gewesen. Jetzt sind wir wieder bei der ersten Map und das ist Bobsack. War er vorhin die ganze Zeit gut, jetzt gerade. Papu wird auf jeden Fall Finalist, Aurel kann auch Finalist werden. Oh, Kanadier, da chokt es vielleicht noch weg. 116, 111, 100 und er hat Finalist, da muss jetzt ready machen. Genau, und Binks auch. Aber das Gute ist, Tween ist absolut am Arsch. Red Landing. Sollen wir jetzt schon stehen oder erst bei Double Finalist? Nee, noch nicht. Erstmal nicht. Du kannst dich überstrapazieren. Nee, nee. Du darfst nicht zu viel machen. Ich kann auch nicht mehr, ich fühl's gerade nicht. Ich will sitzen bleiben. Jetzt kann er es noch machen. Ja. Wenn Doppelfinalist, dann geht's los. Sitzt gerade richtig gut, ey. Mach doch einfach fertig, ich will nicht mich hier aufstehen. Ich hab schon Muskelkater in Oberschenkel. Ich werde direkt fertig machen. Ah, ja. Guter Start von Massa. Komm, jawohl, bitte, es wäre so verdient. Es wäre ja so verdient. Oh, ja, sehr gut. So, jetzt der Eiszeit, der muss setzen. Und rein ins Eis. Hoch rein, tief raus. Sehr gut. Ja. Ah, so, und jetzt dieses Monsterende, was er vorhin immer zeigen konnte. Das war komisch. Irgendwie ein ganz komischer Clip. Was war das? Aber ist noch drin, aber Maim ist zu schnell. Maim ist zu schnell, die kleine Sau. Mann! Maim war aber noch nicht Finalist. Aber Papu, jetzt müssen wir stehen. Oh Mann, ey. Ah! Ah! Okay. So, Double Final ist Papu Massa. Aber. Guck nicht hin. Was ist denn das? Guck nicht hin. Fenster? Guck nicht hin, ich kann nicht hingucken. Ich ertrage das nicht mehr. Ich gebe nicht, weil es nicht mehr geht. Ich hör nach Ton, ob Massa nein. ist. Dass einer weg ist, nicht Massa. Ist nicht Massa. Ich höre euch am Auto, dass es nicht ist. Oh. Immer diese Stechen. Mann, bitte, der muss sich doch belohnen. Es war so ein Monster-Match. Wird wieder irgendwie so viermal Finalist oder so ein Scheiß. Da ist auch Aurel da. Wo kommt der jetzt wieder her? Ja? Das war gut. Eigentlich hat das geilste Ende, so. Ja, wenn das jetzt mal trifft. Was ist da drauf?
Mime ist von meinem vorne. Gönn, sprecht, ihr sitzt doch nebeneinander, gönnt doch sie untereinander, gönnt naja, doch. Ja, er muss da wieder korrigieren, glaube ich, das ist es nicht. Mann, nein. Gönnt doch Mann, einfach mal, fuck. Der gönnt wieder nicht, es ist doch so dumm, dass der nicht gönnt. Da ist doch schon durch. Und jetzt haben wir einen Triple Fallen, es wird doch wieder ekelhaft, jetzt wird Mann. Es wieder zum Kotzen hier, ey. Ich kann nicht mehr. Das wäre so bitter, wenn er das jetzt noch verschenkt, ey. Mann! Boom, gönn. Oh, das war nicht gut. War noch gut gesaved. Aber ist noch gut gerettet. Runter. Ah, Papi geht mir da ein bisschen auf den Sack da vorne. Oh Mann. Der macht aber noch einen Fehler. Da bin ich mir sehr sicher. Wenn Mime vorne wäre, würde ich sagen, okay, aber Papu ist es nicht. Das Light ist gut. Ice Light ist eine absolute Lecker. Ja, ist lecker, aber Papu auch. Oh nein, komm, er rutscht da so komisch weg. Oder? So, komm, Baby. Das war gut. Ja. Jetzt? Nee. Nee, doch, nein. Mann, das ist so Müll! Ey, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Fucking shit. So, Papu, der ist mausetot. Ah. Los. Und Granati trollt gerade auch. Granati DNF, das ist so sinnlos. Da haben alle vier Finalists, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ah, nee, Mutter hat gewonnen. Mutter hat noch gewonnen, sinnlos. Mann, kacke. Aber Massacom, ey. Von wenigstens wieder zweiten. Den zweiten braucht er, sonst sieht's kacke aus. Fuck, ey. Nein. So ein Schmutz hier. Wird Twin wenigstens letzter? Hoffentlich. Aurel muss gewinnen. Aurel muss die Runde holen. Dann ist es Triple Finalist nochmal. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ja, Mime für dick. Und Aurel hat eine komische Linie. Aurel, ach Mime, wieso klippst du da nicht? Ja, so safe auf der Map. Mime, bitte komm, Trolls weg. Der ist zu safe am Ende. Der ist zu safe. Ich bin so gebrochen. Tut so weh, ja. Nicht wahr. Der war so gut in dem Match. Der kann's nicht closen. Nein, ey. Er hat so dominiert und jetzt kann er's einfach nicht closen. Wenn er jetzt noch letzter wird, dann wird's ganz bitter am Ende. Da muss er die letzte Gruppe gewinnen. Aber wir gehen auf wohin gehen wir jetzt? Poolside? Immerhin ist Poolside. Fuck, ey, Mann! Bisschen zu spät, die Map. Jetzt wird's doch richtig eng. Granati trollt auch. Granati auch im Doppelfinalist gerade. Ach, Mann, ey. Ja. Aber Aurel hat hier, glaube ich, nicht viel gerissen von. Vierte Gruppe, letztes Match entscheidet halt dann wieder. Es wird vollkommen irre. Also er musste halt in einer Gruppe Zweiter werden und einer Dritter. Aber den sollte er jetzt machen, sonst muss er die letzte Gruppe eigentlich gewinnen. Was macht Twin eigentlich? Wie sieht es bei dem aus? Twin ist Finalist, Kappa ist Finalist und Twin hat 103, also das war auch noch knapp. Nein. Was er hoppelt da rum. Das ist die letzte Runde, die wir hier sehen werden, die entscheidet jetzt. Schön, aber nochmal genommen. Komm, saug dich ran, Junge. Schön, wieder gleich auf. Let's go. Nimm mehr Speed mit. Ja. Oh Gott, ist das eng. Oh Gott, ist das nur eng. Fuck. Ah, muss auf den Fehler offen. Aber da halt riskieren, jetzt ein Irrer. Nein, ey, das war's. Das Mann, ist das fahren. Unlucky, Alter. Ist das eklig. Oh Gott, ist das bitter, ey. Granati wird vielleicht auch noch letzter.
Du dominierst das ganze Match und kannst es dann nicht closen. Ist das bitter, ey. Oh shit. Granadi Dritter. Das einzig Gute ist aus der Sicht von Massa, dass das Papu gewonnen hat, der eh schon raus ist, und dass Aurel, der hinter ihm war, auch nur einen Punkt aufgeholt hat. Aber ey, ist das bitter gewesen. Das ganze Match mit Abstand der beste Fahrer und dann kriegt er keinen Win mehr reingedrückt. Schade. Oh, das wird ihn gut gebrochen haben, ey. Das letzte Match ist es. Entscheidet Granadi, Brand Kappa. Wo ist Tween drin? Da muss er jetzt zaubern. Ihn spielt gegen Peck, Mutter und Papu. Kappa hat gerade, auf welchen Server können wir gehen noch? Wir spielen jetzt noch. Wir müssen bei Tween, könnten wir reingucken, weil da geht es jetzt in die letzte Runde. Da ist jetzt gleich auch Decider. Tween ist Server 1. Da muss Tween auch letzter werden, dann ist okay. Tween Feind ist jetzt Double letzte Feind Runde. Feindless ja, gegen Feindless. Komm, da gehen wir schnell drauf. Boah, ey, das ist ja richtig, richtig brutal gerade gewesen. Holy shit. Hui, okay. So, aus Massas Sicht müssen wir jetzt für Kappa sein. Letzte Runde entscheidet. Doppelfinalist Tween gegen Kappa. Tween ist ein Punkt hinter Massa. Wenn er jetzt das holt, Tween, sind die Punkte gleich. So, irre noch. Wenn Kappa das jetzt holt, ist alles okay. Es ist super eng. Oh, Kappa hebt ab. Tween hat ein bisschen mehr Speed. Kappa ist vorne. Komm, bitte werf es nicht weg. Es wäre so wichtig jetzt. Es wäre so wichtig, dass Kappa das holt. Er ist knapp vorne. Beide absolut die gleiche Landung. Das muss es sein. Das ist eklig, Alter. Ja, ist das, oder? Boah. 8000stel. Holy shit. Okay, das ist gut. Das ist immerhin gut für Massa. Tween auch letzter in der Gruppe. Jesus Christus. Und Bren fährt gerade die andere Gruppe nach Hause. Peck vor Affi vor Bren. Gwen mit dem DNF. Bren kann es nach Hause fahren. Der hat super early schon DNF'd einfach, Gwen, lol. Bock mehr auf den Scheiß. Auf Forest Climbing. Der hat am Anfang Fehler gemacht, hat Insta DNF gedrückt. Okay, das heißt, Match 4 jetzt. Hat Massa selbst in der Hand. Ich glaube, er muss Zweiter werden, Minimum, dann ist er durch. Weil von hinten kam keiner mehr ran. Stand jetzt ist Massa, wenn mich nicht alles täuscht, noch drin. Wir müssen jetzt noch ein paar Minuten warten, bis wir die Tabelle haben. Aber wenn Massa Zweiter in der Gruppe wird, dann sollte er es haben. Im Ersten ist er, glaube ich, sicher weiter. Oh, Holy Sheep hat schon den nächsten Link fertig gemacht. Ihre Holy, hey. Ich poste ihn auch nochmal rein. Ja, geil. Holy Sheep. Holy Sheep. Und das ist halt auch eine Gruppe, die er gewinnen kann eigentlich gegen Granadi, Bren und Kappa. Oh Mann, ey. Das wäre so ein bitteres Ausscheiden. So, ich aktualisiere die ganze Zeit rein. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis eingetragen ist. Wie viel hat Granadi gewonnen? Vorletzter oder letzter? Dritter. Okay, damit ist Granadi, glaube ich, durch. Der hat 20 Punkte, ich glaube, der ist durch. Wir gönnen. Tabelle ist noch nicht aktualisiert. Da werden die Punkte jetzt noch eingetragen. Massa kriegt plus 1. Das heißt, er hat 16 Punkte. Tween hat auch nur plus 1 bekommen, ist 15 Punkte. Also ist noch ein Punkt für Tween. Wings und Aurel und so waren ganz schön weit hinter denen. Wir hatten gerade die Runde gewonnen. War es Maim? Bei uns gerade? In der Gruppe oder war es Aurel? Nee, Maim, oder? Ist ja mehr Maim. Nee, Papu. Genau, ach so, Papi. Ja, stimmt, der war ja da. Der war ja da. Aus dem Nichts gewinnt er einfach. Ist auch sinnlos. Also Maim ist eh vor dem, ist egal. Papu ist eh raus, ist egal. Und dann, wer war da noch drin? Aurel, ne? Aurel hat dann also 14 Punkte, Massa hat 16. Also von da hat ihn keiner aufgeholt. Tween hat auch keine Punkte mehr gemacht. Ich glaube, Massa sollte noch drin sein. Ich glaube, er ist noch Achter. Und Bings, ja, Bings ist rankommen. Ich glaube, Stand jetzt ist Massa noch Achter. Also er hat es jetzt in der letzten Gruppe selbst in der Hand. Das darf er nicht nochmal machen.
aber wir warten noch drauf. Die sind noch am Eintragen. Refresh rein. Ist noch nicht drin. Ey. Boah, ist das ärgerlich. Das war so ein gutes Match. Aber es ist halt Cup-Mode. Wenn du es dann am Ende nicht closen kannst, dann bringt das nichts. Das haben wir gerade ja, oder gestern andersrum gesehen, bei Granati 50 Punkte hinten und er wird noch Erster einfach. Das. Aber Punkte stehen noch nicht drin. Tween hat Pack und Mutter in seiner Gruppe. Ja, also Tween wird es schwer haben, aber Binks. Wings gegen Mime, O-Tech und Gwen, der hat auch keine so leichte Gruppe. Also Massa hätte eine, die Gruppe könnte schlimmer sein am Ende. So, Ergebnis steht drin. Wir haben die Tabelle, ist aktuell. Massa nach wie vor auf dem 8. Tween und Bings hier ein Punkt hinter ihm. Aurel, Brand 2 Punkte hinter ihm. Gottes Willen, ey. Mann, könnte so viel sich noch shiften jetzt. Wenn er da den ersten gemacht hätte, hätte er 19 Punkte und wäre damit durch gewesen, weil Tween keine 5 Punkte mehr aufholen kann. Ja, das wäre schon die Vorentscheidung gewesen. Also wir können Granati schon mal gratulieren, der ist durch. Massa muss noch zittern. Mann, ey, wenn Massa das geholt hätte, er hätte 19 Punkte gehabt. Danach das Match letzter wären 20. Tween hier auf Platz 9 hätte nur noch plus 4 machen können. Massa wäre durch gewesen, auch schon safe, wenn er das gerade geclosed hätte als Erster. Ja, krank. Das ist heftig, ey. So, ich bin sehr gespannt, was Karl jetzt macht. Macht er 8 von 8? Der wird es alles völlig machen. Gegen Aurel. Aurel gerade 11. Gegen Affi. Affi ist 4. Der hat noch ein gutes Comeback gestartet. Und die Quattro ist vorletzter mit 12 Punkten. Für den ein ganz kleiner Snack. Wie nimmt er sich nochmal mit, die beiden? Oh, nee. Einen zweiten Platz. Warte, mit dem zweiten ist er doch durch, oder? Da hat der 19 Punkte. Wenn Tween Erster wird, hätte der auch 19. Binks auch. Aber Tween in der Gruppe gegen Peck und Mutter glaube ich nicht, dass er einen Ersten macht. Also ein zweiter Platz wäre fast das GG. Wenn er einen Ersten macht, ist er safe durch. Wenn er einen Zweiten macht, sieht es auch noch sehr gut aus. Kann halt echt, also ist realistisch jetzt in der Gruppe. So, ich glaube, es ist noch kein Match live da, oder? Ich sehe gerade meinen O-Tech und so, die fahren schon. Oder ist er schon live? Schwer zu sagen. In einem anderen Stream werden noch die Buns gezeigt. Ist nicht live, glaube ich. Aber wir sind hier safe noch nicht live. Es gab keine Warm-Up. Jetzt haben wir den Restart. Okay, come on. Ein Bings. Okay. Mal gucken, was hier geht. Yes. Wenn er hier irgendwie 20 Punkte mitnehmen kann, wäre es okay, glaube ich. Rennen beginnt. So, letzte Chance für Massa. Letzte Gruppe hier. Let's go. Einfach mal gut ins Match kommen und ja. Dann... Im Final gab es ein One-on-One zwischen Massa und Granati. Das hat Massa ganz klar gewonnen. Im direkten Vergleich. Ren und Kappa sind gerade hinter ihm nach Punkten. Also es ist auf jeden Fall eine Gruppe, die machbar ist für ihn. Er darf jetzt nicht choken. Sondern sind die beiden Deutschen vorne. Ja.
Endeavor halt wieder absolute Trollshow oder. Da frage ich mich echt, ob Granati das will ich ja mal sehen, ob er das echt in Chem 3 fährt, hier dieses Elend. Ah, Massa musste das safen. Na, immerhin den letzten Platz nicht abgegeben. Ah, also diese, boah, diese Identity ist so wild, ey. Aber das Krasse ist, eigentlich dachte ich so, die Chem 3 Fahrer strugglen da mega mit, aber Granati und Karl machen das beide bis jetzt ziemlich gut. War auch kranke Zeit von Granati gerade. 1.004 aus Irre. Ja. 1.003 ist halt Weltrekord, also was war das denn? Das ist fett. Und der hat jetzt natürlich nicht den Druck, den die anderen haben, weil Granati ist schon durch. Ja, der wird einfach ein bisschen daddeln. Der kann daddeln. Das ist natürlich lecker. Den Druck hat Massa jetzt. Er weiß, er muss hier Erster oder Zweiter in der Gruppe werden, sonst ist es wahrscheinlich weg. Aber wir müssen immer ein Auge drauf haben, was Twin macht, was Binks macht. Was ist Chem 3 für eine Perspektive? Das hier. Da siehst du bei der Identity Mix und Massa ist hängen geblieben. Richtig. Wenn wir ja mal uns angucken, nochmal in Chem 3 die Identity von Granati. Die Wheels hat er übrigens nicht, er ist noch näher mit der Kamera dran. Oh, und da bleibt er auch hängen, aber dank dem Reaktorboost kostet das nicht viel. Da kommt, Alter. Oh, er wird noch einkassiert. Ganz knapp, aber. Was, da kommt noch ein Ziel, das sah ja jetzt zwischenzeitlich so aus, als wäre er komplett dead. Oh je, je. Auch nicht seine Map, ey. Weil ich gucke immer die ganze Zeit rüber. Tween hat auch noch nicht viele Punkte und Bings. Bings ist gerade auch letzter in seiner Gruppe. Jetzt führt er mal, komm, bring's mal durch, komm, komm! Jetzt ein Zehner. Nein, wieder der Clip, fuck! Map. Ist absolut nicht seine Map. Jetzt schmeißt das aber auch gerade, shit. Da wird auch keiner mehr aufholen können, wahrscheinlich. Granati enjoyt sich jetzt natürlich. Ja. Er ist durch, er ist voll relaxed. Bei ihm geht es hier um nichts mehr. Macht er jetzt aber den Fehler? Er macht sich komplett los. Ja, oh, er fällt down runter. Als Massa kriegt dann ein kleines Babygeschenk von Granati. Nein, wo ist Massa? Doch, ist doch drin, schon. Ich dachte schon. Kommt aber noch rein. Ist er jetzt schon ein bisschen hinten. Komm, eine gute Runde jetzt wenigstens noch. Aber war halt echt nicht seine Map. Und die hat er sogar einmal gepickt hier, Forest Climbing. Ja, völlig irre. So, jetzt ist er dran vorbeigekommen. Jetzt Vorsicht bei den Bäumen. Hier ist auch riesige Clip-Gefahr. Kommt da durch. Sehr gut. Der braucht unbedingt jetzt mal einen Zehner. Ja, die Zehner gut. Granati ist safe auch mit 0 Punkten. Also du kannst ja nicht 0 Punkte machen, du kriegst garantiert ein, aber Granati ist durch. Der ist schon in, ja, Fall. Und er gönnt. Geil. Aber Massa jetzt nicht zu viel. Ja. Wichtiger Zehner, komm. Ja. Dicke Zeit auch. Geil, komm. Komm. Schöne Runde, schöne Zeit. Und jetzt weiter so. Noch redeemed hinten raus und er ist wieder dran. 25, 23, 23, 21. Weg mit diesem Dreck. So, wir gehen auf New School. War heute stark. Ich glaube, vorhin dreimal Erster geworden und einmal halt rausgeslidet. Das war gerade eine gute Performance von ihm. So, wie sieht es bei den anderen aus? Binks, Letzter in seiner Gruppe. Tween, Zweiter in seiner Gruppe.
Und Aurel müssen wir noch gucken, der ist letzter in seiner Gruppe. Also bei den anderen Gruppen sieht bis jetzt auch noch alles in Ordnung aus Sicht von Massa. Ja. Okay, let's go. Oh ja. Wäre das schön, beide Deutschen in den Top 8 der Welt zu sehen. Das Niveau ist halt krank. Da auch nochmal Hinweis an die Leute, die ständig reinchatten und selber keine 3 Meter gerade ausfahren können im Trackmania. Das sind die Top 8 der Welt. Und ihr habt es ja gesehen, hier machen auch ganz andere Leute noch Fehler. Das ist in Trackmania so. Jeder fährt hier auf Weltrekord, da passieren immer Fehler. Außer bei Carl halt, aber das hat kein Mensch. Außer bei Carl, aber der ist halt ein Computer. Okay, let's go. Und dazu sind das keine Beginner-Tracks. Das sind Identities, die können diese Shits im Chat nach einem Monat Tryhard nicht so durchfahren. Das ist ja absolutes Top-Niveau. Das ist, glaube ich, der letzte, oder? Oh, das ist ja bitter, oder? Holt er noch einen? Nee. Oh, aber was ist das denn für eine Runde, bitte? Alter Schwede, das war richtig. Oh, Granati, 0-0-0-0-0. Ein Tausend, und da aber entscheidet wieder das Alphabet. Und das B Alphabet steht vom G. Mann, wenn ihr mit Trackmania anfangt, nehmt Arandi euch Arsch mit 5 sollte er sich nennen. Arandi doch einfach, Mann. Sinnlos. Oder Aachen Gamer 1. Aachen Gamer 1. Mann, Mann, Mann. Ah, Granati einfach. Ah, unterstrich Granati. Aber war eine starke Runde. So, komm, Massa. Bombenstart. Jetzt ein Zeichen setzen. Wo ist denn der Rest? Ich sehe gar keinen mehr. Ja. Oh, Brand ist ein bisschen dran, aber das ist ein guter Vorsprung. Sieht's eigentlich aus? K fährt wieder. Apex. Inz ist Dritter, Twin ist Zweiter. So, Massa, komm, 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 jetzt nicht rausleiden. Sieht gut aus, ist immerhin durchgekommen. Ja? Boah, ja, greif doch mal an, nein! Da! Er hat 100, oh, Gott, oh, die war wichtig. Da kann das linke Vorderrad gerade noch reinsneaken, schön. Oh, er hat's. Das ist wichtig. Das war kranker Snipe, Hilfe. Sehr geil. Eis sieht heute wieder besser aus. Damit ist er Zweiter, gerade hinter Bren. Weiter und weiter. Nein! Nein. Was ist das denn? Hat weh. Ja, hat weh. Oh, Granati kann er gerade noch den Clip dodgen. Das war ganz knapp. Dann hast du aber auch Glück. Shit, da wieder keinen mehr kriegen. Ja, wenn du da vorher verkackt hast, halt hier auch ein scheiß Gear dann auf dem Plastik, das snowballt dann des Todes. Ah, Master's out. Fuck! Das sieht gut aus. Da rutscht da vielleicht noch irgendwer weg. Um eine Rutschi. Einen wegrutschi. Naja, kommen alle durch. Fabi Herz, der Chef. Ja. Boah, stabil, stabil, stabil. Auch wieder eine saugute Zeit, ey. Holy schmoly. Ist echt sick. Und damit fällt Massa zurück auf den Dritten, aber ist noch sehr eng, die Gruppe. Ja, auch Dritter WR noch online, also. Das ist schon krass, ey. Na, die kann ja auch mittlerweile echt kranke Rounds-Runden ballern, ey. Ist irre. Der ist echt schnell geworden, das ist krass. Vor allem hier auf Eis und so ist am Ende ja auch noch so, der switcht halt mitten auf der Map von Lenkrad auf Tastatur. Weil mit Lenkrad kein Eis fahren kannst. Er greift einfach um mitten in der Runde. So, Massa auf der 1. Granati sneakt sich gerade ran. Gönnen, gönnen, gönnen.
Oh, ja, Gnade hebt ab. Ah gut, war nicht so schlimm, aber... Dann hat ihn der Reaktorboost gesaved. Nein, ach komm, der fährt durch die Tür, sinnlos. Nein, und Granati macht auch einen Fehler. Mann, das ist so verschenkt. Er ist so nervös, fuck. Und da fährt er auch nochmal an den Pöller. Das ist nur ein... aus also, 10 wird 3, sinnlos. Also das haben wir noch nicht gesehen, dass er einer an die Tür fährt. Fucking shit, ey. Das spielt in seinen Kopf einen Streich jetzt. Entscheidet sich halt, bist du mental stark genug dafür, kannst du dem Druck standhalten. Aber da gegen die Tür zu fahren, ist halt ultra bitter. Da liegen die Nerven wirklich blank. Und jetzt, was ist das? Tiny Gap. Ach du Scheiße. Aber nach wie vor Brennen nur 11 Punkte vor ihm. Das kann in 2 Runden wieder ganz anders aussehen. Wings inzwischen. Ich glaube, letzter oder vorletzter in seiner Gruppe. Und Tween. Tween ist, glaube ich, zweiter. Master chatted. Just tilted myself. Der ist tilt. Der ist tilted. Mann, der soll das abwimmeln. Egal. Ja, also da gegen die Tür. Es war ja nicht mal knapp. Das komplette Rad ist da dran geklatscht. Ja, es war krank. So, und los. Und bitte. Und bitte nochmal. Ist jetzt sau eng wieder die Gruppe, aber. Das muss er jetzt abschütteln. Ja. Das entscheidet dann halt, ob du ein absoluter Topfahrer bist, der so ein, ja, ist halt ein absoluter Drecksfehler, der dich halt tiltet, aber du musst halt auch abschütteln können und weitermachen. Und das muss er jetzt beweisen. Boah. Boah, da ist er fast wieder hängen. Der Master immer so crazy aus. Ja. Oh, Granati, Problem. So, jetzt fast bitte nach nicht Hause. Brücke, bitte nicht Brücken. Ja, komm, geil. Komm. Also, wenn er das abgibt, dann mache ich mich ja los. 0,4 vorne. Wenn der jetzt in die Gap springt, dann hau ich ab. Oh Gott. Komm, Junge, bitte. Sieht gut aus, sieht gut aus. Kommt da einer von dem Speed? Nee, er hat sehr geil. Abschütteln, weitermachen. Schön, genau so, komm. Sehr geil. So, und jetzt nochmal ein 10er und dann ist er wieder an der Spitze hier. Ah, Twin wird durchgemolken, wenigstens. Ja, und Bing ist gerade auch nur Dritter. Ah, sieht gut aus. Komm. Also die anderen beiden direkten Konkurrenten machen es gerade auch nicht besser. Und dann die Fehler. Ja. Ja. Was war wieder auf der 1? Oh, wieder so eine enge, kranke Gruppe. Wahnsinn. Guck mal, back to back 10. In 20. Nein, ich hab's kommen sehen. Ach, ist ich sinnlos. Hab's kommen sehen. Halt, du springst so schräg aufs Eis und dann kannst du halt auch nicht mehr retten. Rutscht halt einfach auf dem Eis. Und da bleibt er da auch hängen, aber kommt noch durch. Ist es noch ein Ziel? Oh, Brandis, das hat die Frage Brandis raus. Den holt er noch, oder? Weiß ich nicht, wird eng. Ja, er hat mehr Speed. Eigentlich müsste er, oder? Na. Ja. Nee, kommt er nicht ran. Vielleicht jetzt mit einem Fehler am Ende. Vielleicht hat er mal ein bisschen Glück wieder. Kappa trifft. Kappa ist durch. Und Brenn auch. Aber Massa bleibt trifft auch noch selbst eng. Nicht. Wird sogar noch letzter, oder? Nee. Hat er noch. Ist er doch noch. Boah, gerade so. Ah. Das sind ja zu viele Fehler, die Nerven liegen blank, aber ist halt auch nachvollziehbar. Der war schon so oft, und irgendwann ist er schon mal 9. geworden, hat knapp die Finals verpasst und so, und er ist wieder genau in der Situation. Ganz, ganz knapp on the edge zur Top 8. Wenn er jetzt nicht abliefert, dann ist es wieder der unglückliche 9. Kennst du ja selbst aus der TMFL, wenn ich da zitter wie ein Schwein, da geht's um nichts. Ich kann kaum den Controller festhalten. Und der sitzt da mit allen anderen Leuten seit 4,5 Stunden. Die kriegen einen Lunchback pro Tag, eine Flasche Wasser. Er hat einfach nur Hunger und er ist wieder dead. Mann. Shit, ey.
Ah, warte. Wenn das so weitergeht, dann reicht es halt auch einfach nicht für die Top 8. Das sind jetzt einfach zu viele Fehler. Ich glaube, das hat ihn gerade aber vielleicht auch ein bisschen gebrochen, das Match. So eine geile Runde da in Match 7. Und jetzt kriegt er nichts mehr zusammen hier. Kommt aber immer noch ins Ziel. Aber ist noch drin. 13 Punkte Vorsprung hat Bren. Das haben wir schon einige Male gesehen, dass es noch aufgeholt wurde. Ja, ist noch alles drin, aber... Weißt du, war leider kein Map-Veto im Discord. Ich weiß gar nicht, was danach kommt. Update bei den anderen. Tween ist gerade Dritter. Und Bings ist... auch Dritter. Ist immer eine Massa-Map geil. So eine Poolside jetzt danach nochmal... Ja, ich hoffe, Poolside... Hart oder sowas. Oder sagt, okay. Boah. Enge Runde. Boah, sehr schöner Jump. Komm, sollen jetzt nicht an bei dieser komischen Brücke klippen. Ja, ja, einer ist weg. Down. War Granadi, glaube ich. Granadi war down, ja. Das muss irgendwie brennen. Man muss einfach mal reinspringen ins Loch. Spring einfach schöner mal ins Jump. Loch. Er ist vorne, oder er ist vorne. So, jetzt muss die Lücke treffen. Mann, bitte, Jesus im Himmel. Wir sind gleich hoch. Oh, war das knapp, ja, schön. Oh, ist das ja, richtig. Schöner ja, Zehner. Ja, 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 ja. Komm, zwei Runden gewonnen immerhin hier. Let's go. Weiter. Richtig. Mann, der macht's aber auch so spannend. Er hätte es gerade schon closen können. Kommt Granadi noch rein? Nee. Juli. Juli. Okay, Massa auch wieder auf der 3. Und es sind nur... Das sind 9 Punkte, die... Wie man vor ihm ist. So, ist jetzt eine Massa-Map. Slalom. Ja, 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 ja. Slalom ist okay. 9 Punkte ist Brandon vor ihm. 5 Punkte Kappa. Jetzt sieht man einen lässigen 40er. Boah, mir ist gerade richtig schlecht, ey. Doch, richtig Angst. Ist wie so von so einer Klassenarbeit. Du weißt, du hast nicht gelernt. So richtig schlecht, so. Ist einfach nur schlecht. Ist halt auch immer, immer so knapp. Ja. Und los. Slalom fühle ich aber auch jetzt. Fühle ich. Ja, Slalom war ja gut. Das Ganze Top 3 Map von Massa eigentlich. Oh, Twin gerade wieder als letzter ins Ziel gekommen in seiner Gruppe. Was? Karl hat 95 Punkte, der zweite hat 69. Das ist so irre, Alter. Der macht 8 von 8, das kranke Schwein. Wer soll den besiegen? Das ist total... Wer soll den naschen? Es geht halt einfach nicht. Oh, Massa. Also der geklippt. Slalom tut durch, ja. Nein, ich hab's kommen sehen. Mann! Sehen. Fuck! Zu viel Airtime gehabt und dann hast du keinen Grip mehr. Vielleicht rutscht einer noch irgendwie ab. Granadi ist geklippt. Ja. Aber wie ist das Dritter? Nochmal geklippt. Mann, ey. Wenigstens Dritter. Also jetzt kann man es gerade echt nicht anders sagen. Er verdattelt es halt gerade selbst. Das sind zu viele Fehler. Jetzt sind die anderen nicht krass hier. Aber es ist noch dran, es ist noch dran. So. Ja. Wenn es out. Ja. Wollen jetzt hier besser treffen. Jawohl. Eigentlich ist doch hier auch gut, wenn das mal richtig treffen. Guck mal, wie der Granadi abzieht da auf der Strecke. Ja. So, hier haben beide einen kurz, anderen Lebenspoint. Ja, ist okay. Dafür Massa hier dann mehr Speed. So, und bitte komm, einfach nur ordentlich drehen. Und rum. Nicht rausleiten, ist kein Scheiß. Sehr geil rumgekommen. Aber reicht der Speed? Nee.
Ah, ist ein Sechser. Oh nein, die Lampe, die Lampe, die Lampe, die Das ist doch jetzt alles nicht wahr. Das ist doch Schrott hier. Wie kann denn das sein? Was? Wenn das noch weg ist, dann ist er echt selber schuld. Dann wird er sofort das Event verlassen heute. Der ist sofort im Flieger. Der macht sich los danach. Da war wieder vorher das Line-Up falsch und auf Eis. Kannst halt nicht mehr korrigieren. Du bist halt einfach tot. Auch das erste Mal, dass wir das gesehen haben. In der Regular Season waren da vorher so Fahnen. Da sind oft Leute gegengesprungen. Aber das war jetzt das erste Mal. Alter. Und das Ding ist, er ist halt noch dran. Trotz dieser ganzen Fehler. Hätte die alle nicht gemacht, wäre der gerade mit Abstand Erster. So, wie sieht es bei den anderen aus? Bings ist Vorletzter, Twin ist Letzter, glaube ich sogar. Ah, Twin ist Letzter. So, und Aurel ist noch richtig. Aurel darf nicht gewinnen. Der ist auch abgeschlagen gerade. Also noch ist alles in Ordnung. Hast du halt echt Glück, ey. So, jetzt Identity Masters Erster. Wie sieht's aus? Komm, jetzt, Junge, springe nicht gegen irgendwelche komischen Sachen da. Komm. Ja, hinter ihm ist einer weggeslidet. Komm, jetzt dodge diese dreckige Scheißlampe. Er hat gewonnen, er hat gewonnen. Das ist ein Zehner. Der ist ein Zehner. Komm. Ja. Go, 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 go. Komm, weiter, komm. Der kann kaum den Controller halten. Der ist am Zittern wie ein Schwein, der Schüttelfrost. Ein Punkt nur hinter Kappa. Ja. Boah, ich guck hier einfach nur zu und bin fertig mit den Nerven. Wie müssen die sich fühlen da? So fühlen die sich. Fuck, ey. Das ist es halt. Hat ja auch Fehler. Wow. Das sind halt die Fehler, die darfst du nicht machen, aber es ist halt der Druck dann. Ah. Gestern hat er nichts von dem gemacht, aber es ist halt jetzt einfach dieser Monsterdruck. Da willst du nur ganz leicht den Controller antappen, aber dein Daumen zittert halt und dann machst du doch einen Fullsteer und du bist halt down. Vielleicht kriegt der Granadi noch irgendwie. Jeder Punkt zählt jetzt halt. Granadi hat einen Fehler gemacht. Er braucht auch Glück, dass er dann noch irgendwas. Komm, rutscht da vielleicht mal einer weg. Einfach mal einen Lucky wegrutschen und reset. Ja, die machen's gut. Ja, Granadi schnitzt. Boah, Alter. Und Kappa springt fast an die Lampe. Hoi, aber Kappa nimmt den Zehner. Hat Karl schon wieder feine Liste oder ist er schon durch? Karl Finalist, ja klar. Ah ja, na klar. Die anderen wieder nicht dreistellig, er ist schon Finalist. Karl Finalist, irgendwie der zweite hat irgendwie 90 oder so. Das ist so ein Schluck. Ist das Bolt Holz? Oh Gott. Nein. Dann diese Kack-Maps. Ich wüsste gern, was die fünfte Map ist. Alter, er hat so viele Fehler gemacht, aber er ist trotzdem noch dran. Einfach nur 14 Punkte. Der wäre schon Finalist, wenn er die nicht alle geworfen hätte, die Runde. Pace ist halt wieder da. Wie oft war der Erste und hat dann irgendwo einen Fehler gemacht? Ich fühle mich echt gerade wirklich so, wie damals in der Schule, wenn du denkst, du hast eine Klausur verkackt. Und die Lehrerin schwatzt vorne noch ewig lang, wie das Ergebnis der Klasse war. So, und du willst einfach nur deine. Ach Mann. Und du willst einfach nur deine Note haben. Genauso aber echt du willst super, einfach nur Bescheid wissen. Super, super extrem, ja. So, jetzt nehmen wir uns nochmal Zeit und schreiben einen Notenspiegel an die Tafel. Mann, ich will meine Note. Hallo. Notenspiegel, ey. Oh Mann, dann ist er echt selber schuld, wenn das nicht reicht am Ende. Also das sind jetzt gerade auch einfach zu viele Fehler. Das Game davor, super stark, hat es nicht closen können, aber das sind jetzt Fehler. Die Fehler, die er in dem Match gemacht hat, zusammen waren nicht so viele, wie er die kompletten 7 Games vorher hatte. Ja. Und so vielleicht viele springt doch einer ins Loch, dann hat er wieder einen zweiten, aber... Ja, jetzt muss er wieder... Geschenke anfordern. Kappa down, Kappa down, komm, Masai. Dass er damit halt noch einen Sechser kriegt, ist halt so lucky, ey.
Das ist, nimmt mal halt mit, wir nehmen es einfach so hin. Oh, Leute. Also er hat das ganze Wochenende gute Geschenke bekommen, bis auf das 7. Game gerade vielleicht. Ja. Weil er das selbst nicht closen können und die anderen waren dann doch stark. Aber über zu wenige Geschenke kann er sich safe nicht beklagen. Er ist nur ein Punkt hinter Kappa, der zweite wird halt reichen. Ja. So wie es zumindest jetzt aussieht. Binks ist dritter. Aurel ist letzter. Ja, für Massa ist gut eigentlich gerade. Ja, also die anderen. Die drücken nicht. Die anderen machen das, was sie sollen. Massa muss es jetzt einfach reinfahren. Schön, komm. Dranbleiben. Behind. Und Karl macht 8 von 8 Gruppen ready. Das ist der hat so jedes, krank, der hat jedes Match gewonnen. Also dem können sie jetzt, jetzt schon seinen Namen in den Pokal eingeben. Der hat jedes Match gewonnen, jedes Match. Und mit Abstand. Also da war ja nichts close. Wieder 20 Punkte Vorsprung oder so. Also das habe ich noch nie gesehen. So, komm, Massa, komm. Oh, das wird irre jetzt. Guter Jump, glaube ich. Oh mein Gott. Er hat ein bisschen mehr Speed, er hat ein bisschen mehr Speed. Echt, aber glaube ich. Doch, nicht, doch, doch! Oder? Nee. Nee. Ah, oh Gott. Das ist halt die Scheiße. Oh, er hatte Gott, mehr Speed. Er hatte mehr Speed, springt deswegen aber weiter. Und Kappa hatte dadurch Early Landing und konnte wieder schneller beschleunigen. Schade, aber gute Runde. Und Brand kann jetzt Finalist machen. Warte, komm. Gibt es eine Welt, in der der dritte Platz reicht? Ja, reicht, wenn die hinter ihm halt auch verkacken. Also wenn Aurel nicht viele Punkte holt, ich weiß nicht, wer da noch so viele Punkte hatte wie Aurel, aber Twin, also die sind ja alle hinter ihm. Ja. Twin darf nicht 2 Punkte mehr machen als er, Binks darf nicht 2 Punkte als er nicht mehr machen und Aurel darf nicht 3 Punkte mehr als er machen. Bren auch noch. Oh, und Bren ist hier, aber wie viele Punkte hatte Bren? Auch 14 und Massa 16. Ja. Also der zweite Platz sollte ziemlich sicher reichen. Bren hat 14. Und Bren hat jetzt einen dicken Fehler gemacht. Bren hat 14, ja. Macht wieder so eine Psycho-Runde. Boah, die ist krank, ja. Aber wen hebelst du jetzt hier weg? Massa geht für die Fullspeed-Line sehr gut getroffen. Komm. Hol dir noch einen. Oh, Granate Release. Granate Release für Massa. Komm, flieg! Ja! Also bei Granate sieht echt ein bisschen ulkig aus teilweise. Das ist jetzt irgendwie das vierte Marsch. Also Granate zwinkert aber nur rüber zu Massa oder was? Wir sind nur am Rüder zwinken. Vierte Mal wird ja bestätigt. Also, ne? Ich glaube, da kam eine SMS von Lenz Richtung Granate. Lenz, der steht hinter dem. Oder vielleicht wird er auch einfach bedroht. So, aber Bren hat jetzt Finalist. Also Bren, wenn Bren erster wird und Massa zweiter, ist Massa durch. Wenn Bren erster wird und Massa dritter, weiß ich gerade nicht. Dann sind die Punkte gleich. Dann kommt es auf den Decider. Ja. Ich glaube, dann zählt irgendwie der direkte Vergleich oder so und dann wäre Brent vorne. Ich weiß gerade nicht, wie die Tiebreaker aussehen. Scheiße, und Brent sieht gut aus. Tiebreaker ist 1-on-1, 5 Runden. Jesus Christ. Was? Und Brent ist weit vorne, der ist weit vorne. Wenn der jetzt nicht die Identity verkackt. Ja. Ist er durch. Komm, Brin, komm, Brin. Der trifft. Scheiße, der ist durch. Oh nein, ey. Oder? Ja! Komm an, Release! Release doch! Oh, er wollte sich zu dreist machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, vielleicht fuckt ihr das jetzt auch ultra ab. Ja.
Tank. Tank ist 10 Massa, melke den noch. Das wäre so schön, vor Granati DNF einfach vor dem Ziel. Granati DNF vom Ziel. Und dann gibt er die Faust drüber auf der LAN. Was ist es? Was ist es? Nein! 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 Nein. Warum ausgerechnet die? Nein! Gamble Map. Nein, und die Map entscheidet alles. Es ist doch nicht wahr. So, Massa muss Dritter werden für Finalist. Finalist und Brent darf nicht Erster werden. So. Mime ist durch, Otak ist durch. Binks, gerade Vorletzter. Gwen, ja. DNF nur noch weg. Tween ist auch weit hinten. Also die anderen machen es gut. Jetzt geht es eigentlich gerade um den direkten Vergleich zwischen Bren und Massa. Komm, wir haben jetzt zweimal Erster. Go, let's go. Vielleicht hat er jetzt hier mal Glück. Vielleicht endet hier am Ende. Warst du nicht auf Massa drauf? Der hat den ersten Sprung verkackt. Hä? Der hat einfach den ersten Sprung verkackt. Ich wollte gerade durchklicken. Wo ist der? Einfach weg. Er hat den ersten Sprung verkackt. Nein. Fuck. Ja, aber das Match ist aber echt, also finde ich ihm auch echt scheiße, so. Ja. Also das war safe mit Abstand das schlechteste Match. Und trotzdem ist er halt Zweiter. Hätte er so gefahren wie das ganze Wochenende vorher, wäre er hier schon durch. Ja. Also Brent darf so, halt einfach nicht gewinnen. Granati muss. Ist aber Dritter gerade, ist gut. Ja, Massa ist aber halt nicht Finalist. Fehlt halt genau ein Punkt. Ja, das ist halt ekelhaft. Das ist halt wirklich total beschissen. Mann, ich bin tilt. Und Brandon ist aber auch hinten. Die dürfen vorne beide jetzt einfach nicht schnitzen. Eine einfach rein. Genau, die kommen. Zauber, Zauber. War ja, schon seit einer Stunde fertig. Die fahren immer noch. Es gibt immer noch keinen zweiten Platz. Granati, oh mein Gott, lol. Brandon ist nicht im Ziel. Der ist am Ziel vorbeigeflogen, der Spinner. Nein, ah, nee, der nee, hat schon nein. F. Ah, ja, stimmt, der hat schon Finalist, deswegen. Alles gut noch, alles noch gut. Oh Gott, ich dachte gerade schon, Massa wird Finalist. Finalist kriegt er einfach trotzdem Punkte. Das ist ja irre, ist aber wir sind auch alle irre jetzt. 119 und Granati mit dem ersten. Granati jetzt Erster, alle Finalist. Oh Mann, ey. Massa Erster. Ich sehe die Gegner nicht, ich sehe sie einfach nicht. Dazu kann entweder hat Massa die Monsterrunden oder der Schnitz kommt total. Ja. Waren 3-4 decent Runden dabei, wo man sagen konnte, ja okay, schade, ich nehme die 6 Punkte mit. Oh, jetzt geht er voll dafür, der hat Bock. Oh mein Gott, das ist Weltrekord. Jetzt raste aus. Das Weltrekord hier. Komplett, raste komplett aus. Diese Scheiße. Brandon hat nicht gewonnen, Brandon hat nicht gewonnen. Diese Scheißdrecks. Wo Massa muss nur reinfahren, ist alles gut. Ja. Granati ist Erster, bei mir brennt alles. Jetzt wird's hier lang. Nee, nein, die trollen. Oh, Granati trollt. Ich kann es nicht fassen. Ich habe da keine Worte mehr für. Aber das ist doch nicht wahr. Das ist doch jetzt alles hier nicht mehr wahr. Und Brennan ist noch Zweiter, Alter. Holy fuck, ich scheiß mich hier gleich ein. Ohne Witz, ich drück gleich einfach nur durch. Meine Hose ist eh so zugeschwitzt, wenn ich da eine Wurst reinlege, ist jetzt auch egal. Wir haben Dreier-Finalist. Stehen. Hoch. Massa ist Erster. Oh mein Gott. Komm, bitte belohn dich. Guck, ich kann das nicht mehr. Ich hole mir hier absolut eine Mahnung. Wegen Lärm Blessing, es ist mir so egal. Also Brand ist out, der hat's schon weggedrückt. Brand DNF. Komm, einmal diese Schwachsinns-Identity jetzt. Bitte, Massa, komm. Granati eigentlich auch raus. Komm, kletter hoch da! Das war geil. Das war alles sehr gut. Hoch mit dir! Dennis! Er hat's! Ja! Beide im Finale! Was ist Weltrekord? Das war 1-0-0-7. 0-2, nee, das ist. Oh, okay, wir sehen Massa und Granati beide. Das in ist den Playoffs. Ein Witz hier, Alter. War das ein Krampf hinten raus? Holy fuck. Ich bin komplett fertig, ey.
So, jetzt ist egal, was alle anderen machen. Massa ist durch. Ja. Holy fuck, ey. Scheiß Hater. Hat es am Ende doch nochmal durchdrücken können. So. Boah, bei den Playoffs ist stabil, ey. Ja. Jetzt werden wir mal gucken, das werden wir nachher noch sehen. Ob die jetzt, also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was abgeht. 8 Fahrer weiter, 8 fliegen raus. Es gibt 2 Semifinals, jeweils wieder 4 Fahrer in Gruppen. Und wieder nur die besten beiden aus dem Halbfinale kommen ins Finale. Finale die Top 4 dann eben. Da wird man jetzt sehen. Mal gucken, ob Granadi und Massa dann in eine Gruppe kommen. Ich weiß gar nicht, wie das nach Seeding ist. Morgen um 17 Uhr geht's dann weiter. Oh, Granadi, schade. Sie haben keinen Triple-Finalist mehr. Aber ist eh egal. Bren ist raus. Dadurch jetzt safe. Bren kann sich nicht mehr qualifizieren. Kappa war eh schon down bad. Binks ist Finalist. Und Tween ist letzter. Also selbst wenn Massa jetzt gerade nicht gewonnen hätte, mit dem zweiten hätte es auch noch gereicht. Boah, ey. Ob Granadi extra released hat, um Massa zu gönnen? Nee, da würden die Ultras Strafen für bekommen. Der hat da released, weil er sonst oben geklippt wäre, glaube ich. Also das dürfen die nicht machen. Wenn das rauskommt, werden beide, also wird Granadi disqualifiziert und das wird der halt nicht riskieren. Der wäre halt wahrscheinlich Boltholz oben geklippt. Alter Finne. So, mal gucken, ob Granadi hier Bren noch mehr Tränen ins Gesicht treiben kann. Alter Schwede, ey, das war heute ein Kampf. So krank, ey, mein World Cup ist echt das Geilste, was es gibt. Links finish gerade rückwärts, ja. Da wird reported. Halt. Ja, weil Gwen DNF halt nur weg. Der ist halt Full-Tilt. Gwen DNF nur weg. Binks fährt einfach arrogant gerade rückwärts. Poolside durch die Identity. Möchte, dass die Strafen bekommen. Möchte, dass die einfach wirklich... Ich denke, Gwen kommt gleich und gibt Binks einfach nur einen Sucker-Punch. Ja, da muss man sich aber auch fragen, wenn Gwen sagt, er hat keinen Bock, er trainiert nicht, warum fährt er dann dahin? Also mal ohne Scheiß. Das hurtet halt auch dem E-Sport, wenn da einer ist, der no-trained ist und keinen Bock auf die Scheiße hat. Dann soll er halt zu Hause bleiben und den Slot abgeben. Der finisht gar nicht. Der fährt da am Pool rum. Soll ich reporten. Also gut, er hatte, glaube ich, auch Abitur oder so. Der hatte halt auch einen guten Grund. Aber dann, gut, wenn du nicht gut trainiert hast oder so, okay. Aber dann DNF doch nicht alles weg. Dann biet den Leuten nur wenigstens ein bisschen eine Show. Jede Runde weg DNF ist halt kacke. Ein Karl, wann hat Karl gewonnen? Die fahren immer noch. Es gibt noch keinen zweiten Platz. Der ja, ist seit einer halben Stunde im Hotel. Das ist doch das ist ein Witz. Der liegt schon im Bett. Boah, war das knapp, Alter. Wer hat's denn? Affi. Affi, also Affi ist 0,01. Ja, das heißt auch Aurel ist auch gerade letzter mit Quattro, also passiert nichts mehr. GG. Das heißt, ich kann euch das Overall Standing noch nicht geben, aber ich kann euch schon mal sicher sagen. Massa und Granadi sind durch. Die werden wir beide morgen sehen ab 17 Uhr. Wir werden jetzt natürlich noch warten, bis das finale Ranking eingetragen ist. Massa müsste 8er sein, glaube ich. Ja, Granadi hat jetzt nochmal ein paar Punkte verloren, ist aber wurscht, er war ja schon safe. Aber ich bin gespannt, wie sich die Gruppen gleich aufteilen. Da werden wir dann sehen, ob Massa und Granadi direkt gegeneinander müssen oder ob wir die potenziell sonst erst im Finale wieder gegeneinander sehen. Massa hat getweetet, wir gehen rein. Gegen Bisch. I guess we are in playoffs the big way, GG's everyone. Hallo? Hallo? Doppel-Triple-Interview auf Discord? Ja? Mit Massa und Granadi, ja? Also in 5 Minuten ungefähr. Ja. Ich lade dich mal ein. Was? Wo? Discord. Wie Discord? Ja, Discord mit Granadi und Massa. Hier der Manager von Granadi macht das gleich safe. Achso, ein Interview mit beiden, oder was? Ja, genau. Also. Hast schon was geschickt? Nee, ich. Wie add ich denn Leute auf Discord in Call? Weiß das ein Mensch? Ja. Warum kommen die nicht einfach hier aufs TS? Ja, weil die da wahrscheinlich kein TS, vor Ort kein TS haben oder sowas.
Ah, hier, ich hab's nicht installiert. Maus plus einfach. So, ich glaube, du musst Felix hinzufügen, den habe ich nicht. Ja. Add friends to DM Felix Sun. Add. Ab. Ja, er ruft dann gleich an, Wizard. Ja. Soll ich Masse auch noch hinzufügen? Das macht, glaube ich, Wizard gleich. Er schreibt. Eine Sekunde, ja. Auch schon gemacht. Ich höre da. Holy shit, ey. Boah. Was ein Ding. Das war absolut krank. Massa Match 7, total krass. Uns nicht closen, nur gechoked gerade, aber ihr habt's ja auch gesehen. Ja. Jesus im Himmel, ey. Dann mal aktualisieren da. Ja, wird noch ein paar Minuten dauern. Aber wir können ja trotzdem schon mal gucken. Also Massa plus 4 hat 20 Punkte. Was hat Otek gemacht, weiß man nicht, ne? Aber ist ja eh egal. Ich ist keiner unter ihm hat halt mehr Punkte machen können als er. Das heißt, Massa ist safe. Otek hat 3 Punkte gemacht. Okay. Ist Massa bei. Ja. Hat er seinen Platz behalten. Massa als 8er drin mit 20 Punkten. Boah, Alter, Granadi und Massa drin, ist so geil. Massa wäre sogar noch mit dem dritten Platz safe gewesen, weil die anderen auch alle geworfen haben. Ui. Aber Massa muss nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen, wenn er in die Top 4 will. Also Top 8 ist schon krass bei dem Teilnehmerfeld. Top 4 im Finale. Nach den Performances der beiden letzten Tage eher nicht. Er muss ein absolutes Live-Game morgen haben. Du Karl bekommst, kannst du jetzt schon mal den ersten abschreiben. Ja. Also Karl, Peck, Mime, die sahen extrem krass aus, sehr konstant. Also Karl, Peck bin ich mir safe, Mime denke ich auch. Mal gucken, wer der vierte wird. Boah. Bin in. Aber die Dominanz von Karl Junior komplett irre. Also aber sowas von. Später. Einfach alles gewonnen. Alles. Und einfach Peck 27 Punkte, aber trotzdem Karl war so viel krasser noch. Peck wäre in zwei verschiedenen Gruppen mit Massa fast vor Massa geschlagen worden. Und gegen Karl hat niemand auch nur ansatzweise eine Chance gehabt. Also auch wenn es knapp aussieht, 28, 27, Karl war nochmal eine komplett eigene Liga. Weil es verschiebt sich jetzt auch nochmal ein bisschen mehr. Ja. Weil Peck, glaube ich, nochmal nicht Erster geworden ist. Stimmt, ein Franzose in den Playoffs, super komisch. Das ist krank, ja. Redig die Jungs. 8 fliegen raus, 5 sind Franzosen. Ist aktualisiert. Ach du Scheiße. Das ist ja so laut. So, da haben wir's. Massa als 8er drin. 3 Punkte Vorsprung, sogar noch relativ komfortabel vor Binks. Granadi 6er. Moment. Ruft an im Discord, ja? Ja, Dings Call. Einen Moment. Moin. Jo. Moin. Ach, die Kamera ist irgendwie falsch rum. Ihr müsst eure Kamera drehen. So? Nee, die ist hochkant. Was? Hochkant? Die ist hochkant, nicht quer von unten. Nee. Ja, quer. Digga. Aber so ein Gerät, das funktioniert nicht. Zeitlässe. Moment, ich dreh sie jetzt, mal. Jetzt ist gut. Ah, jetzt hab ich's. Perfekt. Dürfen wir euch im Stream zeigen? Oder macht er gleich einen Helikopter oder was? No, warte, ich muss noch ein paar. Ihr macht wieder dran? Ja. So, jetzt müssen wir sagen. Und. Oder setz dich gegenüber und. Ja, wild, Alter. Also Teamspeak leckt weniger. Hallo? Ein bisschen lauter. Jetzt wäre ganz. Was ist passiert denn da? Das ist übrigens die offizielle Nadeo-Production gerade, die ihr da seht. Ey. Was ist das für ein Laptop oder so halt? Geil. Ja, geht's jetzt? Geht? Bist du ready? Hallo.
Ja, jetzt hören wir euch. Ihr leckt extrem, oder bin nur ich das? Nee, es leckt. Übersteuert irgendwie ein bisschen oder so. Doch. Oh, okay. Ja. Man kann dann nur auf mobile Daten noch wechseln, wenn das WLAN hier schlecht ist. Ich bin ready, das wird schon, oder? Passt. Wenn das Handy ruhig steht, ist alles okay, glaube ich. Ja, das... Was? Hallo, hallo. Ja, wenn ihr laut redet, hört man euch gut. Okay, jetzt. Okay. 1, 2, 3. Hallo, ja. Hallo, hallo. Ja, das geht eigentlich. Ist okay, ist okay. Bisschen okay. Okay, passt. Ja, geil, GZ. Danke. Ja. Danke, danke. Also, einer von euch sieht fertiger aus als der andere. Ich hatte halt aber auch keine Fracht am letzten Match. Und bei Martha ging es halt um alles, also von daher. Ja. Ich hatte auch gar keinen Fokus mehr, ich bin einfach nur gefahren und keine Ahnung. Ich war Tilt des Todes, logischerweise. Wegen Match davor. Na, wegen dem Match davor einfach nur. Weil ich hätte das gewinnen sollen, easy. Es war kein gutes Match von allen und keine Ahnung. Das hätte ich closed, dann wäre schon vorbei gewesen, aber ja. So geht's jetzt auch. Ja, Hauptsache weiter, morgen ist ein neuer Tag. Wir sind im anderen Halbfinale, so das ist gut. Also wir sind nicht im selben. Achso, das wisst ihr jetzt schon. Ich bin draußen. Ja, gut, Mime, das weiß ich. Und Respect, Mime, Otak. Und du dann Karl, Mada, Affi. Affi. Oh. Ach du Scheiße. Karl hat alles gewonnen, ne? Jedes Match. Glaubt ihr, dass irgendeiner eine Chance gegen Karl hat? Einmal hat er hart getrollt in den letzten zwei Matches. Ja, aber ich glaube, der trollt nicht morgen. War halt gewonnen für ihn schon. Ich habe halt genauso getrollt. Ja, okay. Wir sind auch down, also wir sind fertig. Ja, safe. So anstrengend gestern schon und jetzt heute nochmal das Gleiche, das ist schon echt hart. Wir waren ja auch schon so um 10 Uhr. Ja, seit um 10 sind wir eigentlich am Fahren, halt kurz Mittagspause und ja, das war's halt. Sonst halt durchweg. Ja, hat sich aber gut. Glaubt ihr, dass jemand eine Chance gegen Karl hat morgen? Weil der hat alles so dermaßen rasiert. Also da war nicht eine Gruppe knapp, wo er drin war. Doch, ja. Er hatte schon ein paar knappe Matches, habe ich gehört zumindest. Ja, ja. Also Banks hätte ihn fast geschlagen. Da waren mehrmals Finalists mit anderen heute. Okay. Mehrmals. Mehr weiß ich nicht. Ich war nicht in den Matches. Ich weiß auch nicht. Also mein Match war Trash mit Mother. Und ja, ich habe einfach nur getrollt, keine Ahnung. Also wenn Mime und Pack zum Beispiel auch gut fahren, die haben schon eine Chance auf jeden Fall. Aber kommt halt drauf an. Ja, halt schon. Krass sein. Ja. Denke schon, dass sie eine Chance haben. Ja. Ich habe denke ich auch eine Chance gegen Karl. Wenn ich gut fahre. Aber nee, geil. Ja. Richtig krass. Also hätten wir es vorher gedacht, wir hätten nicht gedacht, dass von 6 Franzosen 5 Stück rausfliegen und nur Otek als Rookie weiterkommt. Da waren schon ein paar Überraschungen dabei. Also. Weiß ja, keine Ahnung, das war ein bisschen komisch, ja. Aber die meisten waren halt irgendwie, also Gwen war nicht so trained, Papu Aurel irgendwie, keine Ahnung. Ja, Aurel ist immer so. Banks war halt schon ziemlich gut eigentlich. Banks war unlucky. Ja, der hätte es locker schaffen können, statt Botak oder auch statt zum Beispiel dir oder mir. Ja, hätte locker passieren können. Ja, overall war nicht so krass wie online, muss man sagen. Nicht so krass wie letztes Jahr. Also, letztes Jahr war besser. Auch von mir, logischerweise. Aber es ist halt logisch, dass man online besser fährt, oder? Ja. Also, naja, das meiste, ja, denke ich. Ja. Es gab auch ein, zwei Matches, die waren krank. Also, Mi Quattro, ich, Beck und Banks. Wir ja, das, eins, das war mega krank. Hast du gewonnen, oder welche? Nee, ich war Zweiter. Achso, okay. Das war so krank. Das war wirklich krank, ja. Das war das beste Match eigentlich, was ich gesehen habe. Also, ja. Mega krank. Von allen. Ja. Stimmt. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wir haben immer so ein paar Behind-the-Scenes-Clips auf Twitter gesehen. Wie sehr kriegt ihr mit, was die anderen neben euch machen? Also wir haben ganz oft, ich weiß nicht, ob es Papu war, aber irgendwie hat ständig Putar, Putar gerufen. Und ich glaube, Pat hat auch immer lauter gejubelt. Ja, man kriegt alles mit eigentlich, ja. Ja, von er hier stört er am meisten. Echt? Ja, es ist blöd, wenn ich nach links fahre und ich spiele auch gegen ihn, dann lenkt er eher nach links, weil er Input-Delay hat. Ich habe halt irgendwie eine Sekunde Input-Delay. Genau, wenn er nach links lenkt und ich muss auch nach links fahren, dann sehe ich es ja in meinen Augenscheibe. Und genau da, ja, das ist richtig blöd. Keine Ahnung, er lenkt nach links und ich bin noch gar nicht nach links. Das ist so, verwirrend einfach nur.
Neben dir bewegt sich irgendwas. Und mein neben dir sitzt aber nur da. Also wird er Klavier spielen und er fährt mit seinem Zettel. Ich reiß das halbe Zimmer. Wie ist denn da die Sitzordnung zustande gekommen? Habt ihr das zugeteilt bekommen oder wolltet ihr nebeneinander sitzen? Ja, doch, die hat gemacht. Wir sind dann einfach reingekommen. Okay. Wir sind einfach reingekommen am ersten Tag und da war groß eine Word-Datei geöffnet mit Schriftgröße 400, der Name draufgeschrieben. Das haben wir gesehen, ja. Wie war das sonst mit dem Setup? Also wir haben gesehen, die Stühle, die waren ein bisschen anders, als man die vielleicht zu Hause hat und nur 140 Hertz Monitor. Ein Problem, wenn ich ehrlich bin, am ersten Tag. Also mein Warm-Up war Trash des Todes, auch meine ersten beiden Matches waren Trash des Todes. Aber danach war es ganz gut, weil dann waren wir so ein bisschen im Rhythm drin, man hat sich daran gewöhnt. Weil man sitzt sehr tief, muss man sagen. Ja, das stimmt. Tische sind auch nicht gerade toll und die Stühle erst recht nicht. Und ja, aber man gewöhnt sich daran. Also es ging nach einer Zeit. Ja, also für mich war es, also für mich, ich dachte halt, dass das mich komplett bumst, weil wenn halt die Tischhöhe anders ist oder ich halt viel tiefer sitze oder so, ist es halt mit dem Lenkrad echt blöd, weil normalerweise habe ich halt genau die eine Position, wo ich das halte, wenn es halt ein bisschen weiter oben oder unten ist, kann es halt schon irgendwie kacke sein, aber es war eigentlich erstaunlich gut, also bei mir passt. Aber keine Ahnung, wie das dann morgen ist, ob wir dann, weil morgen fahren wir dann auf der Stage und... Keine Ahnung, mal gucken. Ja. Ja. Was wir noch mitbekommen haben, ihr habt keine 240 Hertz Monitore. War das nochmal irgendwie Diskussion? Na, also jetzt, als wir hier waren, nicht mehr, weil wir wussten ja, dass es so ist. Es war okay. Also für mich ist es egal, weil ich habe zu Hause auch bloß 144. Es war okay. Also es war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Mit 160 wären halt noch schlimmer. Also dann hätte ich auch nicht gespielt, glaube ich. Ja, also 60 wären. Man merkt nicht so krass in Trackmania, komischerweise. Mhm. Keine Ahnung warum, aber der Unterschied war nicht so krass. Also war okay. Ja, geil. Wann müsst ihr dann morgen antanzen schon? 17 Uhr geht's ja erst los. Geht, glaube ich. Bestimmt schon wieder so. Wahrscheinlich wieder 10 Uhr. Ja, 10 um 11 Uhr. Oh, krass. Also, 10 Uhr. Müssen, aber wir werden halt Warm-Up ein paar Stunden machen. Da müssen wir wahrscheinlich noch unser Setup wieder neu einrichten. Gestern haben wir da anderthalb Stunden oder so gebraucht, bis alles funktioniert hat und gepasst hat. Ja, aber glaube ich, also, das Problem. War echt. Da hatten wir noch irgendwelche Ubisoft-Probleme, man kennt's. Also. 14 Uhr erst. 14 Uhr. Natürlich. Okay. Ja, nice. Können wir das Mittagessen gehen oder so? Jo. Das wäre eigentlich cool. Mal kein. Nicht Lunch? Nee. Lunchpaket? Lunchpaket mal. Aber ich fand die eigentlich okay. Ich dachte erst, wir kriegen so wie so im Flugzeug. Catering halt. Wie im Flugzeug, sonst sein würde so richtig. Ja, aber krassig. Catering wäre schon nice gewesen. Also, ja, das wäre schon drin gewesen. Habt ihr einen Schokoladencookie oder ist das eher was anderes? Oder irgendwelche Chips. Chips und so irgendwelche Gummibärchen. Nix gescheit. Und dann halt noch einen Apfel, ein Wasser und halt so ein Sandwich. Ja, es gab ja auch noch Fruits und so und Süßigkeiten. Ja, wir hatten halt noch. Ja, wir hatten halt in der Mitte vom Raum dann noch so ein Dings mit halt Wasser und ja, Obst und so ein Zeug. Okay. Bisschen Brot. Bisschen trockenes Brot. Ja. Nein. Was findet ihr denn? Maps oder Matches? Sag nochmal, du warst gerade abgehakt. Maps und Matches, was haltet ihr davon? Alle, ihr 4, 5, weil ich wer da ist. Wie war's im Vergleich zum letzten Jahr? Oder generell auch im Vergleich zur Team GL? Ist eigentlich stacked auf jeden Fall mehr. Außer Karl halt, der absurde Spieler. Aber sonst waren viele Runden immer sehr knapp eigentlich. Wo wir jetzt auch Leute dachten, die wir eigentlich so gar nicht auf dem Zettel hatten, die dann auf einmal krass waren. Manche, wo wir gesagt haben, okay, dann dachten wir eigentlich, die sind besser. Das war sehr eng beieinander immer, das war krass. Ja, super viele Matches mit Triple- oder Quadruple-Finalist auch. Ja, das stimmt, ja. Das bei 120 Punkten ist schon... Morgen fahren wir 140 Punkte, glaube ich, oder? Ja. Das wird dann nochmal ein bisschen anders. Wieder Forest zweimal spielen. Trauma. Wisst ihr, ob das Auditorium morgen ausverkauft ist? Keine Ahnung. Also, letzter Stand war, dass es, also von mir war, dass es nicht ausverkauft ist. Was halt schon traurig ist, weil 300 Leute, 300 Leute. Ich glaube, die Hälfte wird nicht kommen morgen, weil Brand nicht dabei ist. Ja, es gibt wirklich ein paar Leute, die gesagt haben, dass. Genau, die kommen halt nicht. Die kaufen ihr Ticket und dann kommen sie aber trotzdem nicht. Ja. Wenn Brand. Ja. Wäre richtig deprimierend, also. Wenn so der halbe Saal morgen leer ist bei 300 Leuten. Ja. Wo sind denn die Franzosen alle? Die sind doch so am Start eigentlich, dachte ich. Ja.
ich habe gehört, die haben nicht Werbung dafür gemacht, also auch Brenn und so, weil die halt nicht sicher waren. Wenn die Werbung dafür machen, dann kommt er nicht ins Playoff, das wäre ja scheiße für ihn, in Anführungszeichen. Das wollte er nicht. Mehr weiß ich auch nicht. Ich meine, ich weiß auch schon von ein paar Leuten, die kommen nicht, weil sie Covid jetzt bekommen haben, kurzfristig. Es sind aber auf jeden Fall 4, 5 Leute aus dem Chat bei uns, die da sind. Die wollen euch auch ein paar Schilder malen, also ein paar deutsche Fans sind auch da. Okay, nice. Ja, von mir kommen auch 2, 3 Leute aus der Community, ja. Ja, von mir auch. Also macht das, oder? Ja, macht da schön Stimmung. Die machen das schon. Joa. Und die können beide supporten. Richtig, weil richtig. Unterschiedliche Matches. Ja. Das ist nice. Ja, das ist geil. Richtig. Das ist geil. Das stimmt. Ja. Ach. Wir haben auf jeden Fall gezett. Also war eine wilde Show. Wir sind ja auch durchgeschwitzt. Ich glaube, ihr seid nochmal 3x mehr fertig. Ja. Aber dann also komplett durchgeschwitzt. Gestern ging es noch einigermaßen, aber heute irgendwie, keine Ahnung, ob es einfach wärmer war, aber. Einfach down. Keine Ahnung. Richtig tot. Ja, du musst halt nicht fokussieren. Das ist ja nicht wie. Das ist mal ein Counter-Strike, wo du mal kurz stehen bleiben kannst und auf die App schauen kannst. Ja, die ganze Zeit Fokus. Fährst, dann stehst du auf, Pick und Bun, nächstes Match. Ja. Dann joinst du Server. Du hast 5 Minuten dazwischen. Ja. Ist schon echt anstrengend. Ja, gut. Dann gönn euch nochmal was Ordentliches zu essen. Und eine entspannte Nacht hoffentlich. Und dann alles Gute für morgen. Also wir sind alle gehypt. Es ist geil, dass wir euch da beide in den Top 8 sehen können. Das wird morgen auch ein geiler Tag. Super, ja. Nice. Jo, GZ und wir sehen uns. Danke. Ja, bis morgen. Tschüss. Danke. Geil. Okay. Dann würde ich sagen, das war der zweite Tag des Trackmania World Cups. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder Spaß. War ein absoluter Thriller. Es war sehr, sehr knapp, aber wir haben uns gewünscht, beide deutsche Fahrer morgen nochmal zu sehen. Beziehungsweise, wenn ihr auf YouTube seht, heute um 17 Uhr am Sonntag. Und das ist eingetreten, auch wenn es echt sehr, sehr schwitzig war am Ende. Aber im Endeffekt Massa 3 Punkte Vorsprung vom 9. Platz. Und morgen ist wieder ein neuer Tag. Wieder unter anderen Bedingungen, dann auf der Mainstage im Auditorium. Und dann werden wir da gucken, wer die Nerven behalten kann. Ich kann euch nochmal sagen, wer in welcher Gruppe gegen wen spielt. Ich gehe nochmal kurz in die Playoffs rein. Und zwar haben wir es da. Also morgen haben wir dann noch 2 Semifinals. Kann ich das ja auch größer machen? Jawohl, kann ich. So, und zwar werden wir Massa in einer Gruppe sehen mit Karl Junior, Mutter und Affi. Neuerung morgen, es geht bis 140 Punkte. Die Top 2 kommen weiter. Und Granadi muss sich behaupten gegen Otek, Mime und Peck. Ja, weiß nicht, wer da die bessere Gruppe erwischt hat. Also Karl Junior, denke ich, ist GGWP, der zieht durch. Mutter, dann halt doch nicht so krass, wie erwartet. Wollen wir mal gerade gucken. Ja, doch, Mutter ist Vierter geworden. Wird für beide schwer. Also die müssen beide ihren absoluten Top-Tag haben. Pack und Mime war halt beide auch sehr, sehr stark. Affi auch wieder gut am Ende. Die müssen beide ihr absolutes Live-Game haben, damit sie ins Finale kommen. Chance ist natürlich immer da, aber es wird schwer. Also die beiden Leute, die ich sicher im Finale sehe, sind Karl und Peck. Und dann sind es halt eigentlich nur noch 2 weitere Slots, die da frei werden. Wir werden sehen. Aber das Coole ist, wir haben 3 Tage Trackmania World Cup 2022. An allen 3 Tagen können wir unsere beiden deutschen Fahrer sehen. Das war das, was ich mir gewünscht habe. Das ist eingetreten. Und vielleicht schaffst du ja sogar einer, wenn nicht sogar beide, dann doch noch ins Final. Das wäre natürlich der absolute Banger. Und ich kann euch schon mal sagen, die beiden Jungs haben schon mal Geld sicher, und zwar 500 Euro. Platz 5 bis 8 gibt 500 Euro. Das heißt, Anreisekosten sollten gedeckt sein. Haben beide sowieso gedeckt durch Big und Attacks, nehme ich an. Die werden sich darum gekümmert haben, aber 500 Euro, schon mal ein nices Taschengeld. Und ja, wenn es besser wird als Platz 5, Vierter kriegt 1500 Euro, der Dritte 2500 Euro, der Zweite 4000 Euro und der Erste geht morgen mit 8000 Euro nach Hause. Werden wir sehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Schaut, wenn ihr es auf YouTube seht, heute auch gerne vorbei. 17 Uhr geht das los. Und danke euch fürs Zusehen. Later!